Die Maxime, die diese Abhandlung stets führte, war die Findung unerschütterlicher Wahrheiten der Prinzipienphilosophie. Für dieses Unterfangen mussten sämtliche Prämissen und Methoden abgelehnt werden, die ihrerseits auf begründungsbedürftigen Annahmen beruhten. Diese philosophische Konzeption und die Ausformulierung der hiesigen Abhandlung haben einen Werdegang von vielen Jahren hinter sich. Der zweite Teil der Abhandlung wurde in seinem Inhalt mehrfach vollständig überarbeitet. Bei jeder Überarbeitung wurden Prämissen gestrichen, welche die Konzeption unnötig argumentativ belasteten. Hingegen wurden im ersten Teil lediglich einige Kapitel gestrichen und andere Kapitel hinzugefügt. Der Stil der Formulierung entwickelte sich von einer argumentativen Darstellung mit ausschweifendem, beinahe erzählerischem Charakter hin zu einer streng logischen Argumentation, die möglichst kurz und einschlägig sein sollte. Überflüssige, zur sachlichen Argumentation oder Darstellung nur wenig bis gar nicht beitragende Wörter und Abschnitte wurden getilgt. Mehrfach und unnötig veranschaulichende sowie ausschweifende Beispiele wurden ebenfalls getilgt. Dieses Verfahren war in der Maxime begründet, eine Darstellungsweise zu wählen, die dem Prinzipienphilosophen am ehesten zusagt. Möglichst klar, möglichst prägnant, möglichst essentiell in der Darstellung. Jeder Satz sollte die Abhandlung weiterführen und jeder Satz sollte möglichst einen philosophischen Mehrwert generieren. Ziel und Methode der Abhandlung. Die Wissenschaft hat bereits seit ihren Anfängen im antiken Griechenland das Problem, sich im Angesicht des Skeptizismus bezüglich ihres epistemischen Anspruchs zu behaupten. Diesem Skeptizismus wird auch heutzutage noch versucht, durch Argumente Einhalt zu gebieten. Dieser oftmals persönliche Kampf gegen skeptische Argumente ist ein schmaler Grat zwischen philosophischem Feinschliff und weltanschaulicher Rechtfertigung. Die wichtigste Maxime eines Wissenschaftlers lautet, die eigene Arbeit nicht durch konkrete weltanschauliche Interessen leiten zu lassen. Der Wissenschaftler betrachtet die Phänomene und Argumente so unvoreingenommen wie möglich. In der Wissenschaft wird das Phänomen erklärt, nicht die eigene Weltanschauung untermauert. Um tatsächlicher Erkenntnis näher zu kommen, reicht es nicht aus, eine Position nur so weit zu überprüfen, wie zu deren Erhaltung zweckdienlich ist. Eine Position, Prämisse oder Methode, die einen epistemischen Anspruch stellt, muss einem skeptischen Prüfungsverfahren standhalten können. Theorien oder Positionen sind philosophisch attraktiv, wenn sie explanatorisch möglichst aufschlussreich sind, möglichst empirisch adäquat sind und nicht allzu viele, gegebenenfalls schwer begründbare, Prämissen benötigen. Im Folgenden sollen grundlegende Prämissen und Erkenntnismethoden möglicher philosophischer Positionen überprüft werden. Es lassen sich zwei verschiedene Methoden anwenden, um eine Position zu überprüfen. Einerseits eine externe Methode, bei der einer Prämisse oder Position eine andere Prämisse oder Position entgegengestellt wird. Sind beide Positionen gleichermaßen unbegründbar oder begründbar, resultiert dies in einer argumentationslogischen Unentscheidbarkeit. Andererseits lässt sich eine interne Methode anwenden, bei der die Position von innen heraus, das heißt gemäß ihren eigenen Prämissen und/oder methodischen Grundlagen, überprüft wird. Dadurch zeigt sich, ob die Position intern widersprüchlich ist oder bestimmte Mängel hinsichtlich ihrer Kohärenz aufweist. Die beiden Methoden lassen sich kombinieren, indem beispielsweise eine Position oder ein Prämissenkorpus intern überprüft und anschließend mit einer anderen Position hinsichtlich ihrer philosophischen Attraktivität oder Plausibilität verglichen oder in Beziehung gesetzt wird. Letztendlich wird sich durch einzelne Untersuchungen zeigen, ob sich irgendein philosophischer Themenbereich, eine Methode oder eine Prämisse für eine ausformulierte Theorie mit epistemischem Anspruch eignet.
Mithilfe dieser Grundlage soll im zweiten Teil eine epistemisch gewisse Erkenntnistheorie und Handlungsphilosophie konstruiert werden. Erkenntnistheorie und Handlungsphilosophie sind anscheinend die zentralsten Themenbereiche der Philosophie. Es sollen die fundamentalen Fragen: Wovon kann ich gewiss ausgehen? Und wie kann ich in Anbetracht dessen sinnvoll handeln oder leben? Beantwortet werden. Erster Teil. Römisch 1. Theologie. Kosmologie und Theologie sind keine rein fiktiven Mythen, die lediglich Unterhaltungszwecken dienen, sondern Versuche, bestimmte Phänomene oder Zusammenhänge zu erklären. Kosmologie und Theologie sind theoretische Konstrukte, die sich trotz ihrer literarischen Form und ihres weltanschaulichen oder religiösen Zwecks mit der Beantwortung philosophischer Fragen befassen. Es wird sich zeigen, inwiefern sich die theologische Herangehensweise zur Gewährleistung epistemisch zuverlässiger Prämissen und Ansätze eignet. Erstens, Prüfung von Gottesbeweisen. Um die epistemische Legitimität einer theologischen Herangehensweise zu gewährleisten, bedarf es zunächst einmal eines Gottesbeweises. Die theoretische Weiterführung eines theistischen Ansatzes gelingt oder scheitert am Gegebensein bzw. Nichtgegebensein göttlicher Entitäten. Es folgen solche Gottesbeweise, die sich für eine weiterführende philosophische Untersuchung eignen und qualifizieren. Der ideentheoretische Gottesbeweis. Der ideentheoretische Gottesbeweis findet sich unter anderem bei Descartes. Der Gottesbeweis liegt der logischen Annahme zugrunde, dass die sogenannte Idee einer Sache mindestens so vollkommen sein muss wie dessen Abbild, das heißt die Sache selbst. Es lässt sich zwischen formaler und objektiver Realität unterscheiden. Formale Realität ist beispielsweise die Wesensform einer Idee, objektive Realität der repräsentative Gehalt einer Idee. Formale Realität muss demnach mindestens so vollkommen sein wie objektive, repräsentative Realität. Im nicht einwandfrei übertragbaren Vokabular von Kausalität ließe sich das Verhältnis derart formulieren, dass die Ursache mindestens so vollkommen oder real sein muss wie die daraus entstehende Wirkung. Der Mensch wird als unvollkommen vorausgesetzt. Die Idee Gottes wird als vollkommen vorausgesetzt. Da die Idee immer mindestens so vollkommen oder real sein muss wie dessen Abbild, muss der Urheber der Idee Gottes mindestens so vollkommen und real sein wie die Idee Gottes selbst. Da die Idee Gottes als vollkommen gedacht wird, muss der Urheber jener Idee seinerseits mindestens vollkommen sein. Nur Gott ist vollkommen. Demnach kann die Idee Gottes im Menschen nur von Gott stammen. Der methodische Kontext. Bei Vollzug des Gottesbeweises befindet sich der kartesianische Philosoph im methodischen Zweifel, mit dessen Hilfe letzten Endes absolut wahre und unbezweifelbare Erkenntnis gewonnen werden soll. Der Gipfel dieses dreistufigen methodischen Zweifels ist der Genius Malignus, ein böser Geist, der den Menschen immerzu täuschen kann. Dies impliziert jedoch, dass die Idee Gottes im Menschen vom Genius Malignus hätte induziert werden können. Zum Beispiel könnte die Idee Gottes eigentlich nicht vollkommen sein, sondern lediglich als vollkommen erscheinen. Oder die Idee selbst könnte bereits eine Täuschung des Genius Malignus sein. Die vorausgehende Überzeugung, dass eine Idee mindestens so vollkommen sein muss wie deren Abbild, könnte ebenfalls eine Täuschung sein. Nur weil der kartesianische Philosoph sich seiner Überzeugung nach unter keinen Umständen bezüglich seiner eigenen Existenz, cogito ergo sum, täuschen kann, bedeutet dies nicht, dass der Genius Malignus darüber hinaus kein Täuschungspotenzial hat. Der kartesianische Philosoph kann sich nach wie vor in sämtlichen Belangen täuschen, die über das reine Cogito hinausgehen. Die reine, formale Existenz des Ichs oder des Bewusstseins impliziert nicht die inhaltliche Richtigkeit oder epistemische Zuverlässigkeit der Gedankengänge innerhalb jenes Bewusstseins. Andernfalls würde der simple Umstand, dass etwas denkt oder wahrnimmt, implizieren, dass es inhaltlich korrekt denkt oder wahrnimmt. Der Rückgriff auf den kartesianischen Wahrheitsbegriff,
dass alles sicher erkannt werde und kein Irrtum entstehe, solange man dem Zweifelhaften nicht zustimme und alles, was klar erfasst werde, wahr ist, scheitert, da dieser erst im Anschluss an die Sicherstellung der Gottesexistenz und der göttlichen Güte Geltungskraft hat. Ein weiteres Problem des kartesianischen Gottesbeweises ist die Tatsache, dass die Idee Gottes und Gott angeblich als vollkommen gedacht wird. Andererseits übersteigt die Vorstellung und Einsicht in die Wesenheit Gottes jedoch die menschlichen Kapazitäten. Grundlegend philosophische Probleme. Dem Gottesbeweis liegt die Annahme zugrunde, dass der Mensch unvollkommen ist. Demnach kann der Mensch nicht Urheber einer vollkommenen Idee sein. Es stellt sich die Frage, in welcher Hinsicht der Mensch nicht vollkommen ist. Ist der Mensch hinsichtlich seiner kognitiven Kapazitäten unvollkommen, würde er die Idee des vollkommenen Gottes gegebenenfalls von vornherein nicht erfassen können. Es ist fraglich, wie eine vollkommene Idee in einem unvollkommenen Verstand existieren kann. Sollte daraufhin entgegnet werden, dass die Idee des Göttlichen lediglich als so vollkommen gedacht werde, wie es dem Menschen möglich ist, wäre die Idee im Menschen nicht vollkommen, sondern lediglich so vollkommen, wie der Mensch sie denken kann. Damit könnte der Mensch Urheber dieser Idee sein, da die Idee lediglich so vollkommen ist, wie der Mensch sie denken kann. Andererseits könnte etwas Urheber der Idee sein, das um ein beliebiges Ausmaß vollkommener ist als der Mensch, jene Idee denkt. Die zugrunde gelegte Schöpfungshierarchie wird nicht weiter begründet. Es ist fraglich, weshalb der Urheber oder die Ursache eines Gegenstandes mindestens so vollkommen sein muss wie dessen Abbild oder Wirkung. Es könnte sich auch umgekehrt verhalten. Das produzierte Abbild der Idee muss mindestens so vollkommen sein wie die Idee selbst. Beide Schöpfungshierarchien sind unbegründete Setzungen und damit argumentationslogisch äquivalent. Weiterhin ist fraglich, weshalb das anthropomorph gedachte Konzept der Vollkommenheit schöpfungstheoretische oder kausale Relevanz haben sollte. Bezüglich der Herkunft der Idee Gottes lassen sich vielerlei Alternativerklärungen finden. Die Idee des Göttlichen könnte eine Causa sui, eine Extrapolation, eine kulturelle, soziale oder persönliche Idealisierung bestimmter Eigenschaften oder wiederum eine Vermischung dieser Faktoren sein. Die meisten dieser Erklärungen sind prämissenökonomischer als die ideentheoretische Erklärung. Der begriffliche Gottesbeweis setzt voraus, dass Gott unendlich oder vollkommen ist. Der begriffliche Gottesbeweis. Der begriffliche Gottesbeweis setzt voraus, dass Gott unendlich oder vollkommen ist. Die Form dieses Gottesbeweises lässt sich ebenfalls dazu verwenden, für vollkommene moralische Güte zu argumentieren. Für diesen Gottesbeweis lässt sich die Prämisse setzen, dass der Mensch in Gegenbegriffen denkt. Der Mensch könne nur dann etwas als potenziell unendlich bezeichnen, wenn er bereits über den Begriff der aktualen Unendlichkeit verfüge. Aktuelle Unendlichkeit gibt es in der sinnlich wahrgenommenen Welt nicht. Demnach kann das Wissen über aktuelle Unendlichkeit nicht aus der Erfahrung stammen. Dasselbe gilt beispielsweise für moralische Güte. Obwohl vollkommene moralische Güte niemals erfahren wird, verfügt der Mensch über einen Begriff darüber. Das Wissen über vollkommene moralische Güte muss demnach a priori angelegt sein. Dies impliziert wiederum die tatsächliche Existenz von Unendlichkeit, Vollkommenheit oder moralischer Güte. Die epistemologische Hierarchie wird nicht weiter begründet. Die Variablen lassen sich beliebig austauschen. Damit lässt sich mit derselben Argumentationsform ein gegenteiliger Beweis ausführen. Da tatsächliche und vollendete Unvollkommenheit nicht in der sinnlichen Wahrnehmung zu finden ist, kann der Begriff nicht aus der Erfahrung stammen. Das Wissen über Unvollkommenheit muss demnach bereits a priori im Menschen angelegt sein. Dies impliziert wiederum die tatsächliche Existenz von Unvollkommenheit oder moralischer Schlechtigkeit. Es ist fraglich, ob der Mensch überhaupt über eine Einsicht oder einen Begriff der Unendlichkeit, Vollkommenheit oder Unvollkommenheit verfügt. Die Unendlichkeit wird, zum Beispiel bei einer potenziell unendlichen Anreihung von Steinen,
schließlich nicht tatsächlich gedacht oder vergegenwärtigt, sondern basiert auf der Annahme der steten numerischen Weiterführbarkeit der Anreihung aus Steinen. Ist die Kognition des Menschen begrenzt, wird auch die Vollkommenheit und Unendlichkeit nur begrenzt oder verkürzt gedacht. Ein Beweis von Vollkommenheit, Unendlichkeit oder Unvollkommenheit im menschlichen Geist wäre auch bei erfolgreicher Vollziehung kein Gottes- oder Teufelsbeweis, sondern lediglich der Beweis einer bestimmten, im Geist des Menschen vorliegenden Begrifflichkeit. Es bedürfte zusätzlicher Prämissen sowie zusätzlicher kosmologischer und theologischer Beweise, um einen konkreten Gottesbegriff ontologisch zu legitimieren. Weiterhin ist das schlichte Gegebensein eines Begriffs im Geist noch kein Argument dafür, dass diesem Begriff ein epistemischer Wert oder epistemische Zuverlässigkeit beizumessen ist. Darüber hinaus sagt das a priori Gegebensein im Geist oder die Veranlagung in der Denkstruktur nichts über irgendeine Externalität jenes Begriffs aus. Ob irgendwelche Begriffe oder Strukturen im Denken a posteriori oder a priori zustande gekommen bzw. angelegt sind, lässt sich nicht letztgültig überprüfen. Für eine zuverlässige Bestimmung, was tatsächlich a priori ist, müsste der Philosoph sich in diesen Zustand zurückbegeben. Derjenige, der die Untersuchung anstellt, befindet sich jedoch stets in einem a posteriorischen Zustand oder in einem Zustand, in dem sich a posteriori und a priori bereits phänomenal miteinander vermengen. Aussagen darüber, welche konkreten Begriffe oder Anlagen a priori sein sollen, lassen sich letztendlich nicht philosophisch überprüfen. Der ontologische Gottesbeweis. Der ontologische Gottesbeweis besagt, dass Gott vollkommen ist. Vollkommenheit würde wiederum Existenz implizieren. Demnach müsse Gott unweigerlich Existenz zugeschrieben werden, da eine Entität, die nicht existiert, nicht vollkommen ist. Göttliche Entitäten sind per Definitionem vollkommen, weshalb sie notwendig existieren müssen. Für den Vollzug dieses Gottesbeweises sind vorausgehende Prämissen nötig. Es ist zu begründen, weshalb Vollkommenheit Existenz impliziert. Die Annahme, dass Existenz in irgendeiner Weise vollkommener oder besser ist als Nicht-Existenz, ist eine unbegründete Vorannahme. Es ließe sich ebenso behaupten, dass Nicht-Existenz vollkommener sei als Existenz. Deshalb könne Gott per Definitionem nicht existieren. Der mögliche Einwand, dass in diesem Fall der Gottesbegriff widersprüchlich wäre, würde weiterer Zusatzprämissen bedürfen. Der Einwand wäre eine Projizierung der eigenen Prämissen in die vorliegende Argumentation. Der Einwand beruht auf der Annahme, dass Göttlichkeit Existenz impliziert. Laut der Umkehrung impliziert Göttlichkeit Nicht-Existenz. Die Widersprüchlichkeit besteht nur hinsichtlich der ursprünglichen Annahme. Die Form des Beweisversuches lässt sich in ähnlicher Weise auf andere Szenarien übertragen, beispielsweise Kutschen, die über das Wasser fahren. Eine Kutsche kann nur über das Wasser fahren, wenn sie existiert. Das heißt, dass ein Ding, das die Eigenschaft hat, über Wasser zu fahren, existieren muss, um jene Eigenschaft zu besitzen. Demnach muss eine Kutsche, die die Eigenschaft hat, über Wasser zu fahren, zugleich auch existieren. Die Sagbarkeit eines Wortes oder die Konstruierbarkeit eines Begriffs impliziert nicht dessen weltliches Gegebensein. Analytizität impliziert kein tatsächliches weltliches Gegebensein oder Aktualität. Die Tatsache, dass Junggesellen unverheiratet sind, impliziert nicht, dass es Junggesellen tatsächlich gibt. Dieser Art ist auch die Beifügung Existenz, die sich in diesem Sinne von tatsächlichem Gegebensein, Vorliegen, Realsein unterscheidet. Nur weil dem Begriff Gott per Definitionem Existenz zugeschrieben wird, bedeutet dies nicht, dass Gott tatsächlich real ist, vorliegt, gegeben ist. Das Wort Existenz findet im Rahmen des ontologischen Gottesbeweises äquivoke Verwendung. Einerseits wird es als Eigenschaft, wie zum Beispiel das Unverheiratetsein der Junggesellen, andererseits als weltliches Gegebensein Aktualität gebraucht. Der teleologische Gottesbeweis. Der teleologische Gottesbeweis besagt, dass die Ordnung und das angeblich zielgerichtete Verlaufen der Natur Beweise für die Existenz Gottes seien.
Die Behauptung von Zweckmäßigkeit impliziert lediglich Zweckmäßigkeit. Die Aussage, dass Zweckmäßigkeit ein Bewusstsein impliziert, ist eine Voraussetzung, die begründet werden muss. Es braucht eine Definition von Zweckmäßigkeit, in welcher die Dimension des Bewussten nicht bereits inbegriffen ist, da die Konklusion Undert Funnels bereits in den Prämissen vorausgesetzt wird, eine Petitio Principi. Nimmt man die Zusatzprämisse des Bewussten an, so würde die sogenannte Naturordnung ein Bewusstsein implizieren. Damit wäre weder gesagt, dass es sich bei diesem Bewusstsein um einen Gott handelt, noch dass es sich um einen Teufel, um ein rein physikalisches Bewusstsein, um ein durch den Urknall produziertes Bewusstsein oder um was für ein Bewusstsein auch immer handelt. Das Gegebensein von einem Bewusstsein lässt sich zugunsten unterschiedlicher Weltanschauungen deuten. Die ontologische Legitimierung eines konkreten Gottesbegriffs ist durch die Voraussetzung eines ordnenden Bewusstseins nicht bewerkstelligt. Die Beimessung von Zwecken ist arbiträr. Die Aussage, dass jenes oder solches derart sei, damit, ist eine nicht überprüfbare Behauptung. Die Aussage, dass jene Eigenheit oder jenes Phänomen jenen kosmologischen Zweck habe, ist nicht beweisbar. Es ließe sich ebenfalls behaupten, dass jene Eigenschaft oder jenes Phänomen einen anderen Zweck habe. Das Szenario lässt sich nicht reproduzieren und der angebliche Sinn oder Zweck der Sache lässt sich nicht falsifizieren oder verifizieren. Weiterhin lässt sich beispielsweise nicht die Zeit vorspulen, zurückspulen, um den Endzustand, Urzustand aller Dinge zu erfassen. Sogar dann, wenn sich dies tun ließe, wäre damit jedoch nicht begründet, inwiefern ein faktischer Zustand irgendeiner Art einen kosmologischen Zweck impliziert. Aus Erscheinungen lässt sich weder irgendein Sinn noch irgendeine Absicht oder irgendein Zweck ablesen. Nicht einmal die Absicht eines Menschen lässt sich aus seinen Handlungen ablesen. Es lassen sich lediglich die eigenen Kategorien der Intentionalität in den Gegenüber hineinprojizieren, in der Hoffnung, dass diese Projizierung die intentionalen Dynamiken des Gegenübers grob erfasst. Zum Beispiel geht ein Beobachter intuitiv davon aus, dass ein Handelnder wütend, gelassen oder erfreut ist, wenn er Handlung X ausführt oder auf die Weise Y reagiert, da der Beobachter seinerseits wütend, gelassen oder erfreut ist, wenn er Handlung X ausführt oder auf die Weise Y reagiert. Der Beobachter projiziert das eigene Bewusstsein in den Gegenüber, im Fall des teleologischen Gottesbeweises in das Ineinanderwirken weltlicher Phänomene. Die sogenannte Ordnung der Natur lässt sich problemlos physikalisch und evolutionär erklären. Fraglich ist ebenfalls, was mit der Bezeichnung der Ordnung genau gemeint ist. Die Naturgeschehnisse sind, wie sie sind. Die Dynamiken in der Natur greifen ineinander und produzieren Subdynamiken oder Phänomene, die auf jene Dynamiken zurückführbar sind. Die Manipulation einer oder mehrerer Dynamiken führt jedoch nicht zum Einsturz des Natursystems, sondern zu stark, schwach oder überhaupt nicht abweichenden Phänomenen und Subdynamiken. Es herrschen manipulierbare Wechselwirkungen. Das zielgerichtete Verlaufen der Natur ist eine weltanschauliche Setzung und nach kartesianischem sowie naturwissenschaftlichem Verständnis ein Kategorienfehler. Phänomene liegen nicht, wie im aristotelischen Weltbild, vor, damit jenes oder solches passiert, sondern aufgrund der Tatsache, dass jenes oder solches das Phänomen verursacht hat. Eine teleologische Erklärung für die Hand des Menschen wäre, die Hand des Menschen existiert, damit er damit greifen kann. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine wissenschaftlich gültige Erklärung, sondern um eine weltanschauliche, gegebenenfalls stark anthropomorphe, Beimessung irgendeiner Absicht oder irgendeines Zwecks. Letzten Endes ist die Erklärung nicht aufschlussreich und gibt keine Auskunft über die Natur der Hand. Die angemessene Erklärung lautet, weil jenes oder solches zur physischen Ausbildung der Hand geführt hat. Gottesbeweise als Eigenschaftsbeweise. Ein versuchter Gottesbeweis ist letzten Endes der versuchte Beweis einer oder mehrerer Eigenschaften, die anschließend einer einzigen Entität zugeschrieben werden. Ein Eigenschaftsbeweis ist weit davon entfernt, ein Gottesbeweis oder eine ontologische Legitimierung eines umfassenden Gottesbegriffs zu sein. Ein Eigenschaftsbeweis als Gottesbeweis setzt die Prämisse voraus, dass im Vorfeld zum Gottesbeweis bereits ein inhaltlich legitimierter Gottesbegriff besteht, der erstens jene Eigenschaft einschließt, zweitens der einzige,
Gottesbegriff ist, der jene Eigenschaft einschließt und drittens jene konkretisierte theologische Konzeption die einzige Konzeption ist, die jene Eigenschaft theoretisch erklären kann. Zweitens Gottesbegriffe, Eigenschaften des Göttlichen. Fundamental für die meisten Gottesbegriffe scheinen die Eigenschaften Allmacht und Allwissenheit zu sein. Allmacht oder Omnipotenz bedeutet, zu allem befähigt zu sein. Allwissenheit oder Omniszienz ist die Kenntnis sämtlicher Sachverhalte. Die Koexistenz von Allmacht und Allwissenheit würde bedeuten, dass das Göttliche beispielsweise dazu in der Lage wäre, eine Kiste zu erschaffen, deren Inhalt sie nicht kennt. Allmacht. Wenn das Göttliche jedoch ebenfalls allwissend wäre, müsste es den Inhalt dieser Kiste wissen, da es ansonsten nicht allwissend wäre. Sollte es den Inhalt der Kiste wissen, wäre es jedoch nicht allmächtig, da es keine Kiste erschaffen kann, deren Inhalt es nicht weiß. Die Koexistenz von Allmacht und Allwissenheit ist widersprüchlich. Auf das logische Problem hin ließe sich einwenden, dass Widersprüche wahr sind. Die Wahrheit von Widersprüchen würde jedoch dazu führen, dass das Göttliche trotz Allmacht und Allwissenheit zugleich nicht allmächtig und allwissend wäre, zugleich existieren und nicht existieren würde und so weiter. Ein anderer Modifikationsversuch ließe sich durch die These anstellen, dass das Göttliche zwar nicht allmächtig und allwissend zugleich sei, jedoch ein Potenzial beider Eigenschaften bestehe. Beispielsweise wären die Eigenschaften entweder untereinander hierarchisiert und stünden sich nicht im Wege, oder die Eigenschaften seien abwechselnd realisiert. Dies behebt das Problem jedoch nicht, da bereits Allmacht impliziert, dass das Göttliche allmächtig und allwissend zugleich sein kann. Weiterhin müsste das Göttliche ebenfalls böse und gut, göttlich und nicht göttlich oder Existenz und nicht existent zugleich sein. Weiterhin müsste das Göttliche ebenfalls böse und gut, göttlich und nicht göttlich oder existent und nicht existent zugleich sein können, um allmächtig zu sein. Ist das Göttliche dazu nicht in der Lage, ist es nicht allmächtig. Ist das Göttliche dazu in der Lage, ist es widersprüchlich. Diese tiefliegende Inkonsistenz lässt sich durch einige Fallbeispiele exemplifizieren. Zum Beispiel die Frage, ob das Göttliche einen Gegenstand bewegen könnte, den es als nicht bewegbaren Gegenstand erschaffen hat. Das Problem der Allmacht ließe sich durch die Annahme beheben, dass das Göttliche nicht allmächtig, sondern lediglich sehr mächtig sei. Zum Beispiel bedürfe es über den unmittelbaren Erschaffungs- oder Seinsprozess hinaus keiner weiteren Macht oder Potenz. Ein anderer Ansatz wäre die Behauptung, dass das Göttliche allmächtig sei und die Befähigung zur Widersprüchlichkeit habe. Das heißt, Widersprüche in jedem Fall realisiert werden könnten und auf abstrakter Ebene gewissermaßen wahr sind. Das Göttliche diese Widersprüchlichkeit jedoch, gegebenenfalls absichtlich, nicht realisiere. Das konnektive Gerechtigkeitsprinzip. Ein konnektives Gerechtigkeitsprinzip kann als kosmologische oder theologische Erklärung irdischer Phänomene verwendet werden. Menschen werden für sogenannte gute Handlungen belohnt und für schlechte oder unerwünschte Handlungen bestraft. Die Konzeption kann zum Beispiel der Prämisse eines personalen und eingreifenden Gottes oder der Prämisse eines göttlichen, mechanisch-kausalen Weltprinzips zugrunde liegen. Für ein konnektives Gerechtigkeitsprinzip bedarf es eines Gerechtigkeitsbegriffs oder irgendeines Normativitätsbegriffs, der das Wirken und Beeinflussen des personalen Gottes oder des göttlichen Prinzips erläutert. Zur Bestrafung, Belohnung oder Beeinflussung kann pragmatisch betrachtet nur das irdische Leben in Frage kommen. Eine Bestrafung oder Belohnung im Anschluss an das irdische Leben wäre nicht sinnvoll, falls das göttliche Wirken die Handlung und das Leben der Menschen beeinflussen soll. Die postirdische Maßnahme würde keinen Einfluss auf das vergangene Leben, geschweige denn das Leben anderer Menschen haben. Der planetare Gerechtigkeitszustand und die Moralität der Menschen scheinen sich im Laufe der Menschheit nicht verbessert zu haben. Würden unmoralische Handlungen benachteiligt und moralische Handlungen bevorteilt werden, würde eine Art göttliche Selektion zustande kommen. Die Guten würden in ihrem Leben und in ihrer Reproduktionsfähigkeit bevorteilt werden, die Schlechten würden in ihrem Leben und in ihrer Reproduktionsfähigkeit benachteiligt werden. Da der Mensch zur Reflexion und einer Änderung seines Lebensstils fähig ist, würde die göttliche Selektion durch eben diese praktische Einflussnahme eine Veränderung zugunsten eines moralischen Lebens begünstigen. Dies würde dazu führen, dass die Guten sich generationenübergreifend gegenüber den Schlechten durchsetzen.
Vor allem dann, wenn die Parentalgeneration ihre Eigenheiten an die Filialgeneration weitergibt. Eine historische Verbesserung des Menschen steht jedoch nicht in Aussicht, ebenso wenig wie gerechte Menschen anscheinend keine praktischen Vorteile gegenüber ungerechten Menschen haben. Im Gegenteil, Rücksichtslosigkeit, sozialer Pragmatismus, Anerkennungssucht, Missachtung persönlicher Grenzen sowie Hinwegsetzung über das Gemeinwohl scheinen die eigene Reproduktion zu begünstigen und praktische Vorteile zu bieten. Das theologische Problem ließe sich dadurch beheben, indem behauptet würde, der weltliche Zustand und das gängige Verhalten der Menschen sei gerecht, moralisch oder zumindest angemessen. Es ließe sich behaupten, dass die weltlichen Zustände zwar nicht gerecht oder gut seien, die Bestrafung oder Belohnung des Göttlichen jedoch keine praktische Maßnahme, sondern ein reiner Racheakt sei und damit im Postirdischen stattfinde. Dabei würde sich jedoch die Frage stellen, weshalb dem Menschen durch die Schöpfung eine Vielzahl an Neigungen beigesetzt und eine Varietät an Handlungen eröffnet wird, nur um im Nachhinein dafür bestraft zu werden. Naheliegender wäre eine Schöpfung, die sich von vornherein zu den gebotenen Handlungen hingezogen fühlt. Ein möglicher Einwand ist die Behauptung, dass das Göttliche nicht in das weltliche Geschehen eingreife, sondern die Menschen lediglich begleite oder ihnen zuhöre. Ein nicht eingreifender Gott ist jedoch praktisch überflüssig. Sogar für das Gefühl der Geborgenheit des Menschen ist die Präsenz oder Existenz des Menschlichen. Sogar für das Gefühl der Geborgenheit des Menschen ist die Präsenz oder Existenz des Göttlichen überflüssig. Der Gläubige wird immer und der Nichtgläubige wird nie daran glauben, dass ihm jemand zuhört. Für die Lebensführung beider spielt es keine Rolle, ob es das Göttliche faktisch gibt oder nicht. Entscheidend ist die Überzeugung des Glaubenden bzw. Nichtglaubenden. Es ist weiterhin fraglich, weshalb Zweisamkeit plausibler, angemessener oder besser sein sollte als Einsamkeit. Historische Dokumente als epistemisch zuverlässige Überlieferung. Historische Dokumente dienen in vielen Religionen als Quelle für Geschichte, Kosmologie, Theologie und Ethik. In den meisten Fällen stellen die Schilderungen in diesen Dokumenten einen absoluten epistemischen Anspruch. Viele unterschiedliche, miteinander konfligierende Dokumente dieser Art stellen einen absoluten epistemischen Anspruch. Aufgrund der Tatsache, dass die Schilderungen keinem strengen logischen Kalkül folgen, finden sich zumeist keine sachlichen Argumente. Jede religiöse Übermittlung stellt ihre Anschauung der Welt dar. Religiöse Schriften sind historische Dokumente. Historische Dokumente werden durch Menschen überliefert, abgeschrieben, übersetzt, neu aufgelegt und weitergegeben. Das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen der Überlieferungsversion und dem tatsächlichen Originaldokument ist durch politische, sprachliche, zeitliche, kulturelle, soziale, ideologische und technische Faktoren bedingt. Sogar dann, wenn der Originaltext epistemisch zuverlässig sein sollte oder in seiner epistemischen Zuverlässigkeit untersucht werden soll, lässt sich nicht mehr darauf zurückgreifen. Sogar dann, wenn eine Offenbarung stattfindet oder stattgefunden haben sollte, wird das Göttliche durch das Menschliche erfasst oder betrachtet. Vertrauen in das als göttlich Erachtete ist damit Vertrauen in das Menschliche. Sollte es ein Göttliches geben, das unbeschränkte Einsicht in die Weltgeschehnisse hat, wäre es sich über den Umstand im Klaren, dass eine Vielzahl von inhaltlich konfligierenden Dokumenten oder Überlieferungen zu weltanschaulichen Konflikten führt. Hätte das göttliche Interesse daran, dass alle Menschen eine konkrete Weltanschauung hegen, läge die Annahme nahe, dass das Göttliche diese Weltanschauung bereits fest in die Natur des Menschen eingegeben, letztgültige und allgemeingültige weltanschauliche Wahrheitskriterien zur Verfügung gestellt oder lediglich einer Weltanschauung die Verbreitung ermöglicht hätte. Keine dieser Annahmen ist der Fall. Die Menschen widersprechen sich gegenseitig und sind dabei zutiefst von ihrer eigenen Weltanschauung überzeugt. Die Menschen stehen für diese Belange anscheinend keine letztgültigen Wahrheitskriterien zur Verfügung und eine Vielzahl an konfligierenden Weltanschauungen hat sich verbreitet. Religiöser Glaube ist zirkulär. Der Glaubende muss glauben, damit er den Inhalt als wahr erkennt. Er glaubt, weil er es als wahr erachtet. Diese Zirkularität ist nur dann nicht gegeben, wenn der Glaubende aus anderen Gründen glaubt. Zum Beispiel aus Angst, weltanschaulicher Präferenz, einem Wunsch oder ähnlichem. Glaubt er aus Angst, weltanschaulicher Präferenz oder einem Wunsch heraus, glaubt er ursprünglich nicht aus der Überzeugung heraus, dass der religiöse Inhalt für sich genommen wahr ist. Wenn das Göttliche die Ursache des menschlichen Lebens und der menschlichen Verfassung ist, dann ist das Göttliche die Ursache für die Befähigung des Menschen zur rationalen Abwägung. Reflexion und logischem Denken.
Diese kognitiven Werkzeuge sind keinen zeitweiligen Launen unterworfen, sondern unterliegen logischen Axiomen und Prämissen, die sich situationsübergreifend anwenden lassen. Sollte das göttliche Interesse daran haben, dass der Mensch seine gottgegebenen Anlagen nutzt, ausschöpft oder ihnen Folge leistet, schiene das theologische Gebot des Menschen zu lauten: Abwägung und Reflexion. Unreflektierter Glaube wäre die Missachtung der göttlichen Anlage. Es scheint begründungsbedürftig, weshalb das Göttliche die Ursache für allgemein anwendbare kognitive Werkzeuge ist, falls diese allgemein anwendbaren kognitiven Werkzeuge nicht zur Ausbildung der eigenen Weltanschauung genutzt werden sollen. Die Behauptung, dass das Göttliche durch eine Diaphonie verschiedener epistemisch unzuverlässiger Dokumente das Vertrauen der Menschen hinsichtlich einer bestimmten Überlieferung erproben will, löst keine theologischen Probleme. Die Unentscheidbarkeit ist nach wie vor gegeben, der Mensch wird jedoch durch arbiträre, soziale, politische oder ähnliches Bedingungen zu einem bestimmten Glauben oder Nichtglauben hingeleitet. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, weshalb das Göttliche sich für das Verhalten des Menschen interessieren sollte. Ein zielgerichtetes Interesse des Göttlichen am Menschlichen impliziert ein anthropozentrisches, kein theozentrisches Weltbild. Ein solches Weltbild scheint menschliche Wünsche des Vertrauens und der Anerkennung in das Göttliche zu projizieren. Die Unerkennbarkeit des Göttlichen. Zur Behebung theologischer Ungereimtheiten ließe sich behaupten, dass der Mensch das Göttliche nicht begreifen könne. Theologische Probleme seien demnach Scheinprobleme, die keine weitere Relevanz hätten. Diese These hat eine destruktive Rückwirkung. Es wird behauptet, dass der Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht dazu in der Lage sei, das Göttliche zu erfassen. Entweder überhaupt nicht oder nicht derart zu erfassen, wie es tatsächlich ist. Damit wäre jedoch nicht nur die Behauptung, dass mit einer bestimmten Konzeption des Göttlichen ein theologisches Problem einhergeht, unbedeutend, sondern jedwede These, Behauptung, Intuition oder Erörterung über das Göttliche. Dies betrifft unter anderem die Struktur, Existenz, Intention und Gestalt des Göttlichen. In sämtlichen Fällen würde es sich um unüberprüfbare Aussagen handeln, deren Wahrheitsgehalt der Mensch ohnehin nicht erfassen kann. Als streng logisches oder epistemisch ambitioniertes Argument negiert sich das Argument selbst, da es seinerseits Aussagen über die Gestalt, Erkennbarkeit und/oder Wesenheit des Göttlichen trifft. Der Begriff des Göttlichen. Was ist oder bedeutet Gott, göttlich und das Göttliche? Die Bedeutung der Buchstabenreihe Gott ist, wie jede andere Buchstabenreihe auch, bedingt durch die dahinterstehende Weltanschauung und die semantische Funktion im Aussagezusammenhang oder in einem Satz. In einer Konzeption oder in einem Satz bedeutet Gott das eine, in einer anderen Konzeption bedeutet Gott die Natur, das Universum, die Gesamtheit, der Urknall, die Naturgesetze, das Prinzip der Erschaffung oder eine personale Entität mit genuin menschlichen Eigenheiten. Das Göttliche unterscheidet sich vom Nicht-Göttlichen lediglich durch seine weltanschauliche Konnotation. Das eine ist das eine, Natur ist die Natur, das Universum ist das Universum, die Gesamtheit ist die Gesamtheit, die Naturgesetze sind die Naturgesetze und ein Demiurg ist ein Demiurg. Die Beisetzung der Buchstabenreihe Gott oder göttlich birgt keinen explanatorischen Mehrwert. Ein Phänomen oder eine mögliche Entität wird dadurch nicht erfassbarer oder verständlicher. Entweder der Inhalt der Buchstabenreihe wird nicht definiert, wodurch die Buchstabenreihe semantisch inhaltsleer wird. Oder der Inhalt der Buchstabenreihe wird definiert, wodurch die Definition, zum Beispiel die Gesamtheit, das Universum, das Schaffende oder ähnliches, die Buchstabenreihe in ihrer Bedeutung voll ausschöpft. Damit wird die zusätzliche Konnotation Gott oder göttlich philosophisch und explanatorisch überflüssig. Es ließe sich ebenso verständlich vom einen, der Gesamtheit, dem Universum oder ähnlichem sprechen. Die Verwendung der Buchstabenreihe Gott oder göttlich führt zu sprachlichen Ungenauigkeiten und Missverständnissen. Aufgrund der Tatsache, dass jede Weltanschauung und jede Religion das Göttliche unterschiedlich definiert, führt die Verwendung der Buchstabenreihe bei Angehörigen verschiedener Weltanschauungen zu einer Äquivokation. Das gegebenenfalls entstehende Streitgespräch darüber, was das Göttliche sei, ist auf die falsche Verwendung von Sprache zurückzuführen. Die beiden Gesprächsteilnehmer reden nicht von derselben Sache, das heißt nicht vom selben Inhalt, denselben Eigenschaften oder derselben semantischen Funktion. Gott 1 und Gott 2 sind unterschiedliche Begriffe, für die dieselbe Buchstabenreihe verwendet wird. Der einzig relevante Diskussionspunkt wäre vielmehr, welches Konzept ein Gesprächspartner bevorzugt, auf welchen Sachverhalt, das Universum, eine Einheit, der Urknall oder ähnliches, dieser
Gesprächspartner seine Weltanschauung zentriert und welchem Satzelement oder welchen Satzelementen er die Buchstabenreihe Gott oder göttlich beifügen will. Der mögliche Konflikt ist weltanschaulicher, nicht philosophischer Natur. Drittens, philosophische Konsequenzen einer dogmatischen Gottesannahme. Die Existenz Gottes lässt sich methodisch oder dogmatisch voraussetzen. Diese Setzung allein ist nicht epistemologisch aufschlussreich. Die schlichte Setzung der Existenz des oder eines Göttlichen besagt für sich genommen nur, dass das oder ein Göttliches existiert. Durch diese methodische oder dogmatische Annahme ist noch nichts über die Erkennbarkeit, Wesenheit, Struktur, Anzahl, Eigenschaft oder das Prinzip dieses Göttlichen gesagt. Die weitere Setzung, dass Gott vollkommen ist, bringt ebenfalls keinen philosophischen Mehrwert. Vollkommenheit impliziert nicht notwendig Güte, Güte nicht notwendig Klarheit, Klarheit nicht notwendig Nicht-Täuschen und so weiter. Die Setzung, dass das Universum einer göttlichen Schöpfung zugrunde liegt, ist nicht philosophisch oder explanatorisch aufschlussreich. Die Setzung der göttlichen Schöpfung würde implizieren, dass das Universum durch etwas geschaffen, verursacht oder aus etwas heraus entstanden ist, dem sprachlich die Buchstabenreihe Gott oder göttlich beigefügt wird. Dadurch ist weder gesagt, wann diese Schöpfung stattgefunden hat, was diese Schöpfung konkret verursacht hat, wie diese Schöpfung kausal strukturiert war, welcher Zustand vorher geherrscht hat und so weiter. Die Behauptung, dass alle oder ein bestimmtes historisches Dokument die Übermittlung des göttlichen Willens ist, führt für sich genommen noch nicht zur Legitimierung irgendeiner praktizierten Religion, Lebensweise oder Überzeugung. Durch die Behauptung, dass etwas die Übermittlung des göttlichen Willens sei, ist noch nicht gesagt, wie diese Übermittlung zu deuten ist. Zum Beispiel, ob die Übermittlung inhaltlich, formal, abstrahiert vom konkreten Inhalt, emotional, streng logisch, literarisch oder metaphorisch zu deuten ist. Weiterhin ist nicht gesagt, ob an allen Stellen auf dieselbe Weise gedeutet werden soll, ob an allen Stellen auf unterschiedliche Weise gedeutet werden soll oder ob an manchen Stellen auf dieselbe Weise gedeutet werden soll, an anderen Stellen auf unterschiedliche Weise gedeutet werden soll. Im letzten Fall ist ferner nicht gesagt, an welchen konkreten Stellen auf welche Weise gedeutet werden soll. Weiterhin impliziert die Behauptung, dass ein Dokument oder eine Person den göttlichen Willen übermittle, nicht, dass dieses Dokument oder diese Person nicht möglicherweise lediglich als Inspiration dient, gegenteilig verstanden, gezielt abgelehnt oder sogar gar nicht erst gelesen werden soll, zum Beispiel aus Gründen der menschlichen Erziehung, als Führung zur Selbstständigkeit oder möglicherweise aus anderen pädagogischen und/oder emanzipatorischen Gründen. Die dogmatische Setzung der Existenz des Göttlichen ist handlungsphilosophisch nicht aufschlussreich. Die schlichte Existenz des Göttlichen impliziert für sich genommen nicht die Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Imperative, Forderungen, Empfehlungen, Gewichtungen oder Wünsche. Wird dies methodisch oder dogmatisch vorausgesetzt, so ist dadurch noch nichts über die Gestalt, den Inhalt, den Umfang, der Geltung, die Deutung, den Zweck oder die Erkennbarkeit dieser Imperative oder Ähnliches gesagt. Es bedarf einer enormen Anzahl an weiteren Prämissensetzungen, um sich irgendeinem konkreten Gottesbild anzunähern. Die schlichte Existenz des Göttlichen reicht diesbezüglich bei weitem nicht aus. Die methodische oder dogmatische Verneinung der Gottesexistenz ist für sich genommen philosophisch zunächst ebenso wenig aufschlussreich wie dessen Bejahung. Hinsichtlich der Dynamiken, Verhältnisse und Gegebenheiten in der Welt ist in beiden Fällen wenig bis gar nichts gesagt. Der Unterschied ist anscheinend weltanschaulicher Natur. Ob die Buchstabenreihe Gott oder göttlich bei weltanschaulichen Aussagen gezielt angewendet, gezielt abgelehnt oder als indifferent erachtet wird. Römisch 2 Handlungsphilosophie. Erstens Moralphilosophie. Metaethik. Eine moralphilosophische Konzeption muss allgemeingültig sein. Das heißt, alle bewussten Akteure betreffen und alle möglichen Situationen umfassen, um einen umfassenden Normativitätsanspruch stellen und konkret auf jede Handlungssituation anwendbar sein zu können. Der Inhalt einer moralphilosophischen Konzeption muss unabhängig von Zeit, Kultur und Sitte sein, um einen Allgemeingültigkeitsanspruch stellen zu können. Eine kultur-, zeit- oder sittenrelative moralphilosophische Konzeption setzt gegebenenfalls die faktisch gegebene Sitte oder Angewohnheit, deskriptive Ethik, als normativ geboten. Intuitionen sind weder allgemeingültig noch kohärent. Eine Intuition ist akteursspezifisch und durch verschiedene Einflüsse bedingt.
Zu diesen Einflüssen zählt beispielsweise die persönliche Erfahrung, die eigene Psyche, die Kultur, das Elternhaus, die regionale Sitte, Angewohnheiten und Verhaltensweisen sowie die eigene Weltanschauung. Diese Faktoren können sich wechselseitig beeinflussen oder bedingen. Die Intuition ist fallibel und nachhaltig beeinflussbar. Ein weltanschaulicher, habitueller, psychischer, kultureller oder sozialer Umbruch führt in vielen Fällen zu einer Veränderung der Intuition. Eine durch entsprechende Faktoren verfestigte Intuition kann dazu führen, dass bestimmte Weltanschauungen, Kulturen oder Sitten abgelehnt, befürwortet oder als moralisch indifferent erachtet werden. Die Intuitionen verschiedener Akteure unterscheiden sich hinein bis in die existenziellen Fragen der Lebensführung, der sozialen Hierarchie und der kosmologischen Ordnung. Dies ist umso stärker der Fall, desto stärker sich die Psyche, persönliche Erfahrung und Kulturzugehörigkeit der Akteure unterscheidet. Eine Intuition kann niemals moralisch sein, falls Moral allgemeingültig oder subjektübergreifend ist. Moralische Intuition kann nicht gelernt oder vervollkommnet werden. Solche Redewendungen setzen bereits einen Prämissenkorpus aus inhaltlichen Behauptungen voraus. Moralische Intuition kann lediglich hinsichtlich einer von vielen möglichen Ideologien oder Weltanschauungen geprägt, beeinflusst oder manipuliert werden, welches Vokabular man auch immer verwenden möchte. Eine Intuition ist eine Intuition. Eine Intuition, die einer bestimmten Theorie, Weltanschauung oder Ideologie näher steht, ist nicht mehr oder weniger Intuition als eine davon abweichende Intuition. Für die Hierarchisierung von Intuition als Intuition gibt es keine philosophisch legitimen Kriterien. Es gibt ebenfalls keine philosophisch legitimen Kriterien für die Hierarchisierung spezifischer Inhalte von Intuition anhand des Maßstabes der Intuitivität. Das mögliche Gefühl der Unfehlbarkeit oder Richtigkeit der eigenen Intuition ist kein Indiz für deren tatsächliche Unfehlbarkeit oder Richtigkeit, sondern in den meisten Fällen eine unmittelbare praktische Konsequenz der Intuition selbst. Eine Intuition zeichnet sich schließlich dadurch aus, ein Gefühl, eine Überzeugung oder eine emotionale Präferenz zu sein, die mit bestimmten weltanschaulichen Suggestionen, gegebenenfalls unter anderem Suggestionen der Richtigkeit und/oder Angemessenheit, besetzt ist. Die Tatsache, dass bestimmte Gefühle, Dränge, Wünsche oder Präferenzen bestehen, impliziert nicht deren Normativität, imperativen Charakter, Erstrebenswertigkeit oder moralische Legitimität. Andernfalls wären sämtliche Handlungen und/oder Wünsche moralisch legitimiert, die auf der Intuition eines beliebigen Akteurs basieren. Sogar dann, wenn irgendeine Intuition sämtliche Akteure betreffen würde, wäre dies kein Indiz für deren inhaltliche moralische Richtigkeit. Andernfalls wäre jede Intuition moralisch legitimiert, solange sie bei sämtlichen Akteuren vorhanden ist. Es muss erklärt werden, inwiefern das schlichte Gegebensein einer Sache die Normativität oder moralische Legitimität jener Sache begründet. Eine Intuition eignet sich philosophisch als Werkzeug zur vereinfachten praktischen Ausführung, Anwendung oder Verfolgung bestimmter Ideale, Ziele oder Wünsche. Die Intuition lässt sich gemäß der bestrebten Ideale, Ziele oder Wünsche habitualisieren, prägen oder manipulieren, welches Vokabular man auch immer verwenden möchte. Eine sogenannte Supererogation ist die Erfüllung eines Gebots über die moralische Pflicht hinaus. Der Begriff der Supererogation impliziert, dass ein Gebot oder Imperativ nicht unerschöpflich ist. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Supererogation ist maßgeblich für das Normativitätsverständnis eines bestimmten moralischen Inhaltes. Es muss begründet werden, an welcher Stelle oder bei welchem Ausmaß aus Legalität oder moralischer Pflicht eine Supererogation wird und weshalb dies der Fall sei. Aus einem Gebot, einem Ideal oder einem anweisenden Inhalt lässt sich für sich genommen noch keine Supererogation ablesen. Bei einer imperativistischen oder konkret inhaltlichen moralphilosophischen Konzeption ist eine Supererogation nicht möglich. Moralisch ist in einem solchen Fall jene Handlung, die dem Imperativ oder Gebot Folge leistet. Unmoralisch ist es, wenn man diesem Imperativ oder Gebot nicht Folge leistet. Der Rest ist anscheinend moralisch indifferent. Das Gebot, tue X, impliziert beispielsweise nicht, dass es moralisch, wünschenswert oder legitim ist, anderen Akteuren zu empfehlen, diese dazu zu zwingen oder sie darauf hinzuweisen, X zu tun. Und umgekehrt. Dies wäre ein anderes, zusätzliches Gebot. Die vermeintlich weiterführende Handlung ist eine andere Handlung, die inhaltlich mit dem Gebot letztendlich nichts zu tun hat.
Diese andere Handlung wird gegebenenfalls von irgendeinem anderen konkreten moralischen Gebot umfasst oder nicht umfasst. Eine Handlung, die den konkreten moralischen Inhalt oder den Imperativ nicht unmittelbar trifft, muss in deren Moralität separat evaluiert werden. Bei einer moralphilosophischen Konzeption, die mit Idealen operiert, an denen sich der Akteur annähern soll, kann ebenfalls keine Supererogation bestehen. Umso umfassender der Akteur sein Handeln am Ideal festmacht, desto moralischer lebt er. Der Akteur kann das Ideal nicht übertreffen. Entweder der Akteur orientiert sein Handeln am Ideal oder er tut es nicht. Die Setzung eines moralisch notwendigen, legalen und nicht notwendigen, supererogativen Ausmaßes an Idealorientierung wäre arbiträr und nicht an dem moralischen Ideal selbst ablesbar. Die aufwandslose, durch geringen Aufwand oder durch mäßigen Aufwand erreichbare moralische Befolgung ist für sich genommen kein Argument für die Legalität oder moralische Angemessenheit jenes Ausmaßes an Befolgung. Moralische Entitäten und Normativität. Moralische Entitäten setzen oder sind Normen, die zu bestimmten Handlungen oder Lebensweisen verpflichten. Ein Gebot oder Ideal, das nicht normativ ist, verpflichtet nicht zum Handeln. Die Befolgung einer moralischen Konzeption ist entweder normativ oder nicht. Ist sie nicht normativ, dann verpflichtet sie nicht zum Handeln. In diesem Fall ist das moralische Leben, Handeln, lediglich eine Option, die gegebenenfalls philosophisch nicht mehr oder minder nahe liegt als das unmoralische Leben, Handeln. Ist die Befolgung einer moralischen Konzeption normativ, ist die Existenz oder das Gegebensein eines moralischen Imperativs oder Ideals bereits ein ausreichendes Kriterium für dessen Normativität. Ist die Existenz kein ausreichendes Kriterium, herrscht entweder der erste Fall, die Befolgung der Moral ist nicht normativ, oder es bedürfte plausibler Begründungen, weshalb ein moralisches Gesetz befolgt werden soll. Die Existenz eines Ideals, Imperativs oder Gesetzes kann nicht dessen Normativität begründen, ohne dass philosophisch ein Sein-Sollen-Fehlschluss begangen wird. Gegebenenfalls wird die Normativität einer Sache unbegründet gesetzt. Falls die Moralität eines Imperativs dessen Normativität begründet, ist die Begründung zirkulär. Moralität ist normativ, weil sie Moral ist. Es gibt Gesetze, die nicht normativ sind. Es steht die Begründung aus, in welcher Weise sich ein moralisches Gesetz von einem nicht moralischen Gesetz unterscheidet, wie diese Unterscheidung philosophisch legitimiert wird und wie das moralische Gesetz seine Normativität gewinnt. Die konkrete Definition von Moralität schafft keine Abhilfe für die Begründungsnot der Normativität. Die Definition von Moralität als das Schöne, Nützliche, Natürliche, Veranlagte, biologisch Vererbte oder Erwünschte, für welche Anzahl oder welchen Kreis an Akteuren auch immer, begründet nicht, weshalb dieses Schöne, Nützliche, Natürliche, Veranlagte, biologisch Vererbte oder Erwünschte normativ ist, das heißt praktisch verpflichtet und befolgt werden soll. Die konkrete Definition von Moralität führt zu deren Reduktion. Ist das Schöne das Moralische, dann ist Moral auf eine ästhetische Ebene reduziert. Ist das Nützliche das Moralische, dann ist Moral auf eine pragmatische Ebene reduziert und so weiter. Gegebenenfalls würde sich der Begriff des Moralischen philosophisch erübrigen, da es sich bei der Moralphilosophie lediglich um Evaluation anhand ästhetischer oder pragmatischer Maßstäbe handeln würde. Wäre erstens die Existenz oder das Gegebensein moralischer Entitäten gewiss, zweitens deren Inhalt erkennbar und drittens deren Normativität letztbegründbar, ließe sich aus dem erkannten Inhalt dennoch einerseits nicht dessen Zweck ablesen und andererseits nicht aus dem reinen Inhalt ablesen, ob über den Inhalt hinaus irgendein Zweck besteht. Sollte über den Inhalt hinaus kein Zweck bestehen, ist es fraglich, weshalb zwecklosen Geboten Folge geleistet werden sollte. Sollte über den Inhalt hinaus ein Zweck bestehen, ist fraglich, was dieser Zweck ist. Es müsste begründet werden, weshalb der Zweck nicht alleine die Erkenntnis des Zwecks ohne oder mit Befolgung, die gegenteilige Ausführung des Inhalts oder irgendetwas anderes sei.
Die mögliche Aussage, dass die Existenz moralischer Entitäten vorausgesetzt werden müsste, um bestimmte Absichten oder Handlungen von Menschen zu erklären, ist philosophisch unzulässig. Die Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Entitäten impliziert keine bestimmten Handlungen von Menschen. Die Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Entitäten begrenzt oder erweitert nicht den Raum möglicher Absichten oder Handlungen. Die ursächliche Erklärung von bestimmten Absichten oder Handlungen hängt nicht von der Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Entitäten ab, ebenso wenig wie von der Existenz oder Nicht-Existenz göttlicher Entitäten. Dies gilt ebenfalls für Absichten oder Handlungen, die ausschließlich deshalb ausgeführt werden, weil der Akteur an die Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Entitäten glaubt. Die explanatorische Ebene ist die explanatorische Ebene. Die Deklarierung von moralisch oder unmoralisch ist eine andere Ebene. Die Existenz oder Nicht-Existenz moralischer Entitäten ist für die Handlungen von Akteuren irrelevant. Relevant ist höchstens, ob und an welche Art moralischer Entitäten die Akteure glauben. Als moralisch deklarierte Handlungen sind häufig nicht das Ergebnis irgendeines konkreten Glaubens, sondern Ergebnis einer konkreten Angewohnheit oder Reaktion, beispielsweise Hilfsbereitschaft, gegebenenfalls auf unmittelbare Kosten der eigenen Ressourcen. Um eine solche Angewohnheit oder Reaktion zu erklären, bedarf es weder der tatsächlichen ontologischen Existenz moralischer Entitäten, noch wäre diese dafür explanatorisch hilfreich. Es müsste begründet werden, wo der genaue Zusammenhang zwischen der Handlung einerseits und der schlichten Existenz des Gebots andererseits besteht. Sogar im Rahmen einer moralistischen Weltanschauung gibt es viele, darunter ungewöhnliche, nicht alltägliche oder alltägliche Handlungen, ohne dass es einen abstrakten moralischen Imperativ gibt, der dieses Verhalten diktiert. Es ließe sich behaupten, dass moralische Entitäten nötig sind, um moralisches Verhalten zu erklären. Die logische Form solcher Aussagen ist derart: Handlung X ist moralisch, also gibt es moralische Entitäten. Die Aussage setzt bestimmte Handlungen oder Absichten als moralisch voraus. Diese Prämisse, die zunächst einmal moralphilosophisch begründet werden muss, wird wiederum als Grundlage genutzt, um das Gegebensein dieser Handlungen oder Absichten zu erklären. Jede Alternativerklärung des Auftretens jener Handlungen oder Absichten muss gegebenenfalls als unmöglich bezeichnet werden. Formal äquivalent ließe sich anführen: Handlung X ist nicht moralisch, also gibt es keine moralischen Entitäten. Schließlich würde es fehlender Moralität bedürfen, um nicht moralische Handlungen zu erklären. Oder Handlung X ist diabolisch, also gibt es den Teufel. Handlung X ist göttlich, also gibt es Gott. Handlung X ist Y, also gibt es Y. Und so weiter. Keiner dieser Schlüsse ist für sich genommen ein philosophisch gültiges Argument. Y wird, gegebenenfalls als Adjektiv, in der Prämisse bereits vorausgesetzt, um in der Scheinkonklusion legitimiert zu werden. Es handelt sich um eine Petitio Principi. Deskriptive Ethik und nicht-normative Ansätze, die beispielsweise Moralität, letzten Endes reduktionistisch, als soziale Kontrakte, diskursive Übereinstimmung oder Ähnliches definieren, setzen, bezeichnen, sind von den philosophischen Problemen der Normativität nicht betroffen. Moralische Aussagen sind im Rahmen solcher Konzeption gegebenenfalls perspektivabhängige Wertungen, gemäß irgendeinem Deutungsmaßstab oder Kontrakt, emotive oder weltanschauliche Konnotationen bestimmter Phänomene und/oder Handlungen. Zweitens, Glückstheorie. Es folgt eine phänomenologische Betrachtung. Die Bezeichnung Glück umfasst Eudaimonie und Lust gleichermaßen. Glückseligkeit steht für Eudaimonie, das heißt für größtenteils weltanschauliches und/oder kognitives Glücksempfinden. Eudaimonie oder Glückseligkeit ist ein Zustand der gefühlten Optimalität, Angemessenheit hinsichtlich der eigenen Lebensführung. Zufriedenheit ist ein Zustand des gefühlten Einklangs und Infriedenseins oder Übereinstimmens zwischen Weltanschauung und Lebensführung. Eine Weltanschauung beinhaltet sämtliche Überzeugungen oder Annahmen, die ein Subjekt hinsichtlich der moralischen sowie gegebenenfalls kosmologischen und/oder eschatologischen Deutung von Phänomenen oder sinnlichen Wahrnehmungen hegt. Unmittelbare Genugtuung, beispielsweise im Angesicht der eigenen Lebensführung oder hinsichtlich getätigter Handlungen, lässt sich gegebenenfalls zur Eudaimonie, gegebenenfalls zur Lust zuordnen. Die Bezeichnung Lust steht für physische Stimulation oder Befriedigung.
Lust ist, so ließe sich sagen, tendenziell punktuell, wohingegen Glückseligkeit tendenziell allgemein ist. Glück und Unglück. Es zeigt sich, dass verschiedene Situationen zu Lust, Genugtuung oder Zufriedenheit führen. Dieselben Phänomene können zu einem unterschiedlichen Ausmaß an Lust, Genugtuung oder Zufriedenheit führen. Das heißt, dass Lust, Genugtuung und Zufriedenheit anscheinend nicht in erster Linie aufgrund spezifischer Situationen, Güter oder sinnlicher Wahrnehmung auftreten. Ob und in welchem Ausmaß ein äußerlicher Umstand oder eine sinnliche Wahrnehmung Zufriedenheit, Genugtuung oder Befriedigung hervorruft, ist durch die physische Verfassung, die psychische Verfassung, die Zielsetzung, die persönliche Präferenz und die Weltanschauung des Akteurs bedingt. Zum Beispiel kann der mechanisch selbe Geschlechtsverkehr, die mechanisch selbe körperliche Anstrengung oder die Ausführung derselben kognitiv fordernden Tätigkeit zu Lust, Unlust, Befriedigung, Abstoß, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führen. Dies ist abhängig von physischen, psychischen, weltanschaulichen und intentionalen Gegebenheiten bzw. Präferenzen. Eine materielle oder mechanische Konstellation X führt nicht notwendig zu einem bestimmten Glücks- oder Unglückszustand, sondern erst in Kombination mit weiteren, anscheinend in starkem Ausmaß akteursspezifischen Bedingungen. Lust ist anscheinend im geringeren Ausmaß durch weltanschauliche, intentionale und psychische Faktoren bedingt als Glückseligkeit. Nicht physische Gegebenheiten scheinen bei reiner Stimulation nicht so ausschlaggebend zu sein, wie bei eudaimonischem Glück. Dennoch scheint eine gewisse Bedingtheit vorzuliegen. Zum Beispiel kann der Verzehr derselben Mahlzeit in einem Gemütszustand körperlichen Ekel, in einem anderen Gemütszustand hingegen lustvolle Stimulation hervorrufen. Beispielsweise abhängig davon, was das Subjekt zu verzehren glaubt und in welchem Verhältnis der Verzehr zur eigenen Moralvorstellung steht. Ein anderes Beispiel ist das Erfahren von Schmerzen oder Anstrengung. Erinnert das Ertragen dieses Gefühls an die Verwirklichung der erstrebten Ziele, an lustvolle Zustände oder führt zu irgendeiner beliebigen Art der weltanschaulichen Genugtuung, erscheint der Schmerz oder die Anstrengung als unproblematisch oder sogar lustvoll. Erinnert das Gefühl an weltanschaulich unerwünschte Zustände oder ruft Assoziationen jener Art hervor, erscheint der Schmerz oder die Anstrengung als desto schlimmer und oder unerträglicher, obwohl die physische Last oder der physische Reiz derselbe ist. Ein äußerlicher Umstand, eine Tätigkeit, eine Handlung oder eine sinnliche Wahrnehmung, die, aus welchen Gründen auch immer, als erstrebenswert oder wünschenswert erachtet, empfunden wird, begünstigt das Glücksempfinden. Ein äußerlicher Umstand, eine Tätigkeit, eine Handlung oder eine sinnliche Wahrnehmung, die, aus welchen Gründen auch immer, als nicht erstrebenswert oder nicht wünschenswert erachtet empfunden wird, begünstigt das Unglücksempfinden. Aus welchen Gründen bestimmte Begebenheiten oder Tätigkeiten präferiert werden, spielt für die Art und Weise der Glücksempfindung gegebenenfalls keine Rolle. Das Ausmaß der Präferenz, der weltanschaulichen Gewichtung und/oder des Überzeugtseins bedingen das Ausmaß der Glücksempfindung oder Unglücksempfindung. Ändert sich die Präferenz oder Weltanschauung, ändert sich ebenfalls, ob und in welchem Ausmaß durch einen äußerlichen Umstand oder eine Wahrnehmung Glücksempfindungen hervorgerufen werden. Glückseligkeit und Unglückseligkeit sind Begleiterscheinungen, die durch die weltanschauliche Deutung faktischer Begebenheiten oder Tätigkeiten zustande kommen. Weltanschauung, Zielstreben oder Präferenz und faktische Begebenheit können in einem komplementären, konfligierenden oder einem indifferenten Verhältnis stehen. Glück und Handlungsphilosophie. Ist ein Subjekt stets überzeugt davon, dass es nur unter bestimmten Umständen glückselig sein kann, wird es bei Abwesenheit dieser Umstände nicht glückselig werden. In diesem Fall besteht eine Lücke oder ein Konflikt zwischen Präferenz, Weltanschauung und äußerlichem Umstand, sinnlicher Wahrnehmung oder Tätigkeit. Das gezielte Suchen oder Streben nach Glück impliziert weltanschaulich, dass unmittelbar ein Mangelzustand herrscht. Es müssen weitere sinnliche oder äußerliche Bedingungen erfüllt werden, die unmittelbar nicht erfüllt sind. Umso hektischer und verzweifelter der Suchende oder Strebende das Glück verfolgt, desto angespannter ist sein psychischer Zustand. Umso angespannter sein psychischer Zustand ist, desto weiter entfernt sich der Suchende, Strebende vom Zustand der Zufriedenheit oder Glückseligkeit. Die Bedingungen des Glücks sind keine infalliblen Voraussetzungen, sondern größtenteils weltanschauliche Setzungen oder Annahmen. Die Annahme, dass man gezielt nach Glück oder Glückseligkeit streben und suchen müsse, da sie im jetzigen Zustand nicht erreichbar oder nicht gegeben sei,
führt spätestens darauf hin zu einem Zustand der gefühlten Unglückseligkeit. Die implizit oder unmittelbar durch das Streben und Suchen getroffenen weltanschaulichen Voraussetzungen werden zum Inhibitor der Glückseligkeit. Wer nach Glück strebt oder sucht, trifft eine ausschließlich negative Bestimmung. Der Suchende hegt eine Überzeugung, die von einem Mangel ausgeht. Diese Überzeugung gibt für sich genommen kein Indiz, was die Bedingungen des eigenen Glücks oder der eigenen Glückseligkeit sind, sondern sagt lediglich aus, dass jene Bedingungen nicht erfüllt sind. Die Überzeugung oder gegebenenfalls weltanschauliche Setzung ist damit inhaltslos und kann nicht konkret erfüllt oder durch Handlungen gezielt angestrebt werden. Das Subjekt begibt sich auf eine inhaltslose Suche und greift ins Leere. Ein inhaltsloses Streben oder Suchen ist willkürlich. Ein willkürliches Streben oder Suchen ist nicht an konkrete Bedingungen des Findens oder Erfüllens geknüpft. Willkür ist keine Erfüllung weltanschaulicher Ideale oder Präferenzen. Außer der Inhalt des weltanschaulichen Ideals oder der Präferenz ist die Willkür selbst. Ein Subjekt kann durch sein Bestreben nur dann erfolgreich Glückseligkeit erlangen, wenn es explizite, weltanschauliche Ideale oder Präferenzen hat, die es mittels Tätigkeiten und der eigenen Lebensführung umsetzt oder erfüllt. Wenn das Subjekt keine expliziten weltanschaulichen Ideale oder Präferenzen hat, dann hat es keine inhaltlich erfüllbaren Bedingungen für die eigene Glückseligkeit. Setzt ein Subjekt die eigenen Ideale, Präferenzen um und wird glücklich, ist das Glück nicht der Selbstzweck. Es wird nicht das Glück angestrebt, sondern das inhaltliche Ideal, die Präferenz, wird umgesetzt. Das Glück wird zur Begleiterscheinung, die bei der Verwirklichung des Ideals der Präferenz auftritt. Es spielt keine Rolle, ob das Subjekt sich dieses Glück herbeiwünscht oder nicht, und es spielt keine Rolle, ob es diesem Glück abgeneigt ist oder nicht. Wer die Bedingungen des Glücks erfüllt, der strebt nicht nach Glück, sondern erfolgreich, das heißt voranschreitend, nach etwas anderem. Teleologie. Die Aussage, dass jenes oder solches gegeben sei oder auftrete, damit irgendetwas Konkretes geschehe, ist unwissenschaftlich. Die Aussage, damit oder um zu, ist nicht explanatorisch aufschlussreich. Einerseits ist nicht beweisbar, falsifizierbar oder verifizierbar, dass X tatsächlich der Endzweck einer Sache ist oder nicht ist. Andererseits ist das Weshalb der Frage nicht beantwortet. Das Weshalb einer Frage wird durch ein Weil beantwortet. Die wissenschaftliche Antwort lautet hingegen, jenes oder solches tritt auf oder wird ausgeführt, weil oder da jene oder solche ursächlichen oder regulativen Bedingungen erfüllt sind. Der Anwendungsbereich oder Erfüllungsbereich einer Sache ist pluralistisch. Eine teleologische Konzeption müsste plausibel begründen, weshalb irgendeine spezifische Anwendung, Erfüllung oder irgendein spezifischer Endzustand anderen Anwendungen, Erfüllungen oder Endzuständen übergeordnet sei. Zum Beispiel weshalb das Greifen und nicht das Schlagen, Betrachten oder Nichtstun mit einer Hand deren Endzweck sei. Falls die teleologische Begründung sich dabei ursächlicher Erklärungen bedient, projiziert sie gegebenenfalls lediglich das Weshalb, weltanschaulich in das oder als ein Weil. Wenn das Damit einer Sache eine wissenschaftlich sinnvolle Aussage, beweisbar, letztgültig und oder nicht pluralistisch wäre, bestünde weiterhin philosophischer Erklärungsbedarf hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Damit, Teleologie und Normativität. Die faktische oder angebliche Hinleitung, zum Beispiel Gravitationskraft oder das angebliche Glücksstreben irgendwelcher Akteure, zu einem Zustand, Ideal oder Ziel impliziert für sich genommen weder, dass jene Hinleitung beachtet, in Kauf genommen oder zusätzlich verstärkt werden sollte, noch, dass jene Hinleitung moralisch angemessen, normativ oder legitim ist. Wer Glück als sinnvolles handlungsphilosophisches Ideal oder Ziel erklärt, der muss begründen, weshalb Glück erstrebenswert oder legitim ist. Die Tatsache, dass Glück möglicherweise angenehm ist oder präferiert wird, ist keine philosophische Begründung. Und als Begründungsversuch gegebenenfalls zirkulär. Drittens, handlungsphilosophische Metaphysik. Materialismus, Antimaterialismus, Monismus und Dualismus. Es ließe sich behaupten, dass jegliche kognitiven Aktivitäten auf materielle Gegebenheiten zurückführbar oder reduzierbar sind. Es ließe sich behaupten, dass materielle Gegebenheiten auf kognitive Aktivitäten oder den Geist zurückführbar oder reduzierbar sind. Es ließe sich behaupten, dass Kognition oder Geist und Physis unterschiedlichen Existenzbereichen angehören. Es ließe sich behaupten,
dass Kognition oder Geist und Physis demselben Existenzbereich angehören. Positionen dieser Art erklären gegebenenfalls das Zustandekommen oder den ontologischen Status von Kognition und Materie. Diese Positionen sind für sich genommen weder deterministisch noch libertarianistisch. Es lassen sich in allen Fällen deterministische und libertarianistische Positionen konstruieren. Das Determiniertsein lässt sich durch fremde geistige Entitäten, zum Beispiel durch Gott oder einen Täuscher, Kognitionsstrukturen oder Ähnliches erklären. Dies ließe sich durch die methodische Einführung weiterer Entitäten oder der Darstellung der Kognitionsstruktur plausibilisieren. Andererseits könnte die Freiheit kognitiver Abwägung durch bestimmte biochemische Bottom-up-Prozesse und Zustände, Biochemie, Kognition, zustande kommen, die anschließend eine Top-Down-Regulierung ermöglichen. Kognition, Biochemie und damit einhergehend Muskelstränge, Bewegung, Mechanik und so weiter. Dies ließe sich unter anderem durch Verweise auf den evolutionären Nutzen und empirisch feststellbare Phänomene der Top-Down-Regulierung argumentativ untermauern. Eine solche Top-Down-Regulierung oder Regulierung der Mikroebene durch die Makroebene, nachdem die Makroebene durch die Mikroebene zustande gekommen ist, findet sich beispielsweise ebenfalls in der Wirtschaft oder in sozialen Dynamiken. Eine weitere Möglichkeit wäre die Unterscheidung von Reiz und Umsetzung. Der Reiz ist fest biochemisch determiniert, die Umsetzung wird hingegen auf bewusster Ebene, mithilfe welcher Maßstäbe auch immer, umgesetzt. Zum Beispiel das Hungergefühl, Reiz, und das Verwenden einer Leiter oder Improvisieren mittels Werkzeugen, um einen Apfel zu pflücken, beziehungsweise auf den Boden fallen zu lassen. Umsetzung. Epiphänomenalismus. Der Epiphänomenalismus besagt, dass kognitive Prozesse ein Epiphänomen neuronaler Prozesse sind und keinerlei kausale oder regulative Potenz haben. Die Kognition ist lediglich eine Art abgespielte Sequenz oder Spiegelung der neuronalen Prozesse. Es ist keine Top-Down-Regulierung möglich. Der Epiphänomenalismus setzt neuronale Aktivität nicht mit kognitiver Aktivität gleich. Eine epiphänomenalistische Position behauptet, dass sämtliche Abwägungen, Argumente, Diskussionen, Vergegenwärtigungen, Überzeugungen, Weltanschauungen und Erkenntnisse handlungstheoretisch impotent sind. Es ist zu erklären, wie komplexe theoretische Systeme zustande kommen. Ein Argument kann nicht aus einem anderen Argument, ein Argument nicht aus einer Weltanschauung und eine Weltanschauung nicht aus einem Argument hervorgehen, da Kognition regulativ impotent ist. Weiterhin dürfen Sprache, Gestik, Mimik und verbale Äußerungen nicht auf kognitive Aktivität zurückgeführt werden, da Kognition im Rahmen der epiphänomenalistischen Position kausal impotent ist. Es ist zu begründen, wie und weshalb komplexe kognitive Systeme und Weltanschauungen zustande kommen. Das heißt unter anderem, weshalb sich eine derartige Eigenheit bei allen Menschen generationenübergreifend durchsetzen konnte, obwohl sie keinen praktischen Nutzen erfüllen können. Erstens kognitive Aktivität überhaupt, zweitens derart komplexe, miteinander anscheinend in Zusammenhang stehende und sich aufeinander beziehende kognitive Aktivität. Das erste findet sich anscheinend in allen Spezies, das zweite graduell ansteigend in denjenigen Spezies, die viele Handlungsbereiche, Lebensbereiche und Anforderungen zur Problembewältigung haben. Auch für diese anderen Spezies müsste die angenommene kognitive Aktivität evolutionistisch begründet werden, obwohl sie der epiphänomenalistischen Position nach handlungstheoretisch impotent sind. Sollte angenommen werden, dass sich diejenigen Eigenheiten generationenübergreifend durchsetzen, die einen konkreten Nutzen erfüllen und sich nützliche Eigenheiten in einer Population flächendeckender verbreiten als weniger nützliche Eigenheiten, entsteht im Prämissenzusammenhang ein argumentatives Dilemma. Die These der handlungstheoretischen Impotenz der Kognition entzieht dem Epiphänomenalismus die biologisch-evolutionäre Grundlage. Da kognitive Aktivität für den Gegenüber nicht feststellbar ist, sondern lediglich konkrete Handlungen, die im Epiphänomenalismus nicht auf kognitive Aktivität zurückgehen dürfen, beobachtbar sind, erübrigt sich der Nutzen kognitiver Aktivität für die sexuelle Selektion. Die konkurrierenden potenziellen Geschlechtspartner können im Rahmen des Epiphänomenalismus nicht auf die kognitive Aktivität hin, bewusst oder unbewusst, verglichen werden. Die Erklärbarkeit bestimmter Makrophänomene durch Gegebenheiten auf der Mikroebene schließt nicht die anschließende Rückwirkung oder das Entwickeln einer Eigendynamik auf Makroebene aus. Die ontologisch nichtsdestotrotz gegebenenfalls partikulär aus der postulierten Mikroebene besteht. Dies wäre eine zusätzliche,
explanatorisch einschränkende und wenig gewinnbringende Behauptung. Genealogische oder etiologische Rückführbarkeit impliziert für sich genommen noch keine kausale oder regulative Impotenz. Dies wäre eine zusätzliche, explanatorisch einschränkende und wenig gewinnbringende Behauptung. Das Vorausgehen eines Impulses vor irgendeiner Sache ist kein Argument für den Epiphänomenalismus oder dessen gegenteilige Position. Der Impuls müsste inhaltlich erfasst und in seiner Funktion vollständig bestimmt werden, um als wissenschaftlich angemessenes Argument für eine bestimmte Position zu dienen. Letzten Endes erfasst die Naturwissenschaft Phänomene. Ist eine Behauptung phänomenal oder empirisch inadäquat, ist sie wissenschaftlich inadäquat. Die Vereinbarkeit oder Kohärenz einer These hinsichtlich weiterer Thesen ist unbedeutend, solange der Thesenkorpus phänomenal inadäquat ist. Es ließe sich behaupten, dass ein nicht-biologischer Epiphänomenalismus gegeben sei. Kognitive Aktivität sei ein Epiphänomen irgendeiner beliebigen nicht-biologischen Gegebenheit und handlungsphilosophisch impotent. Diese Ansicht müsste mit Argumenten untermauert werden, Prämissen ökonomisch attraktiv sein und irgendwelche Umstände explanatorisch aufschlussreich erfassen, um philosophisch zu überzeugen. Außerhalb des kognitiven Rahmens scheinen Weltanschauungen, Überzeugungen und Argumente weder gegeben noch sinnvoll zu sein. Weltanschauungen, Überzeugungen und Argumente sind erst im Rahmen kognitiver Einbettung sinnvoll. Eine Top-Down-Regulierung der Kognition auf die Physis zeigt sich phänomenal. Zum Beispiel bei einigen Personen das Erhöhen der Frequenz des Herzschlags bei Widerlegung der eigenen Weltanschauung, ein Gefühl der Euphorie, Gänsehaut oder ähnliches bei bestimmten Erinnerungen oder Aussagen. Die faktische Rückwirkung solcher kognitiven Gegebenheiten auf die Physis und auf bestimmte Handlungen ist gegebenenfalls ein Konflikt mit der epiphänomenalistischen Position, möge der Epiphänomenalismus biologischen oder nicht biologischen Ursachen unterliegen. Ohne eine regulativ potente Kognition gäbe es keine Rezeption, keinen Lernvorgang und keine Verarbeitung von Eindrücken auf kognitiver Ebene. Überzeugungen, die erst bei kognitiver Einbettung sinnvoll sind und, in eben dieser Art und Weise, bewusst gemacht werden können, dürften keine handlungstheoretische Wirkung entfalten. Ideologische Antriebe sind jedoch ihrerseits so stark, dass sie sich gegen biologische Bedürfnisse richten können. Zum Beispiel ideologisch motiviertes Fasten, Hungerstreik, das gezielte Zufügen von Schmerzen, sexuelle Enthaltsamkeit, ideologisch motivierter Freitod und so weiter. Ein nicht-biologischer Epiphänomenalismus müsste nach wie vor das Zustandekommen und anscheinende Fortbestehen von Weltanschauungen, Argumenten und Ideologien erklären. Die dargestellten Probleme gelten, abhängig von den entsprechenden Begrifflichkeiten, gegebenenfalls ebenso für, hinsichtlich der Kognition, eliminativistische Ansätze. Für biologische Ansätze gelten die evolutionistischen und handlungstheoretischen, für nicht-biologische Ansätze lediglich die handlungstheoretischen Probleme. Der Austausch der Buchstabenreihe Kognition mit einer anderen, in explanatorischer oder semantischer Hinsicht äquivalenten Buchstabenreihe würde keinen wissenschaftlichen Mehrwert bieten. Gründe und Ursachen. Es ließe sich zwischen Akteurskausalität und Naturkausalität unterscheiden. Diese beiden Bereiche ließen sich anschließend für vereinbar erklären. Eine Person könne durch Ursachen, Naturkausalität, oder durch Gründe, Akteurskausalität, bestimmt sein. Ursachen können zum Beispiel Triebe, Neigungen, biochemische oder mechanische Prozesse sein. Gründe sind beispielsweise Beschlüsse, Intentionen oder ähnliches. Die Unterscheidung zwischen Akteurskausalität und Naturkausalität ist eine Unterscheidung zwischen Intentionalität, Zielgerichtetheit, Teleologie und Ursächlichkeit, Ethiologie. Akteurskausalität sei teleologisch, Naturkausalität ethiologisch. Falls unter Akteurskausalität nicht sämtliche Gründe oder Intentionen subsumiert werden sollen, bedarf es einer nicht arbiträren und begründeten Unterscheidung zwischen ethiologischen kognitiven Inhalten und teleologischen kognitiven Inhalten. Ein nicht letztbegründbarer Inhalt ist nicht rational, sondern arbiträr gesetzt oder, aus welchen Gründen auch immer, präferiert. Es muss erklärt werden, welcher Grund den handlungstheoretischen Vorrang erhält, wenn sich einige Gründe widersprechen oder in letzter Konsequenz nicht mehr oder weniger plausibel sind. Es muss gezeigt werden, welche Faktoren einen Grund handlungstheoretisch potenter oder einflussreicher machen als einen anderen Grund. Akteurskausalität oder der Raum der Gründe scheint explanatorisch und handlungstheoretisch nicht ausreichend zu sein. Die Effizienz, Angemessenheit oder Plausibilität einer Handlung ist etwas anderes als die tatsächliche Umsetzung einer Handlung. Man kann einen Grund haben, etwas zu tun. Man kann, philosophisch gegebenenfalls nicht mehr oder weniger plausibilisierbare, Gründe haben, andere Dinge zu tun.
Man kann Gründe haben, etwas nicht zu tun und es dennoch zu tun. Einen Grund zu haben, erklärt nicht, wie die Handlung zustande gekommen ist. Wäre Teleologie kausal oder regulativ, dann wäre die Erklärung, der Mensch hat Hände, um zu greifen, eine wissenschaftliche Aussage. Die wissenschaftliche Erklärung lautet jedoch, der Mensch hat Hände aufgrund der ursächlichen Faktoren XYZ. Der Stein fällt nicht herunter, um auf dem Boden zu landen, sondern aufgrund der Gravitationskraft und so weiter. Teleologische Aussagen sind spekulative, weltanschauliche Setzungen. Teleologie erklärt nicht das Zustandekommen einer Sache, sondern deren angebliches ideologisches oder kosmologisches Motiv oder Ziel. Akteurskausalität muss durch Naturkausalität begründet werden, um kausal oder regulativ aufschlussreich zu sein. Akteurskausalität lässt sich auf Naturkausalität zurückführen. Weshalb hegt jene Person diese Intention oder diesen Grund? Determinismus. Der Determinismus besagt, dass jede Gegebenheit hinreichende oder notwendige Bedingungen hat. Determinismus kann mechanisch oder probabilistisch sein. Im handlungstheoretischen Kontext besagt der Determinismus, dass jede Handlung oder Intention aufgrund hinreichender oder notwendiger Bedingungen zustande kommt. Der Verwurf einer deterministischen Auffassung würde implizieren, dass Gegebenheiten nicht durch hinreichende oder notwendige Bedingungen zustande kommen. Gegebenheiten müssten damit willkürlich zustande kommen. In Willkür und Chaos lassen sich keine sinnvollen Handlungszuschreibungen und keine kausalen oder regulativen Bestimmungen treffen. Alle Gegebenheiten, Ereignisse, Wirkungen und Umstände scheinen tatsächlich irgendwelchen notwendigen oder hinreichenden Bedingungen zu unterliegen, ohne die sie nicht zustande gekommen wären oder nicht zustande kommen. Auftretende Phänomene suggerieren anscheinend, dass keine Willkür herrscht. Phänomene sind durch andere Phänomene bedingt. Jede Konzeption der Verantwortung oder des handlungstheoretischen Zuschreibens stellt nicht die Frage, ob, sondern wodurch eine Sache determiniert, das heißt bestimmt ist. Der Freiheitsbegriff. Die Buchstabenreihe Freiheit wird äquivok gebraucht. Die Bedeutung oder semantische Funktion dieser Buchstabenreihe ist abhängig vom Gebrauch im Gesamtzusammenhang eines Aussagenkomplexes. Ein Freiheitsverständnis, das Freiheit nicht als Willkür oder Chaos, sondern Freiheit als Entität bezogen und als in Zusammenhang mit Verantwortung und Handlungszuschreibung stehend versteht, bedarf eines grundlegenden Determinismus. Freiheit ließe sich als sogenannte Handlungsfreiheit verstehen. Das heißt, dass eine Entität frei ist, wenn sie ihre eigenen Dynamiken, zum Beispiel Bedürfnisse, Antriebe, Intentionen oder Dränge, frei, das heißt ungehindert ausleben, umsetzen oder vollziehen kann. Eine Konzeption der Handlungsfreiheit impliziert, dass Handlungsfreiheit durch mechanische, physische und gegebenenfalls durch politische oder soziale Umstände bedingt ist. Handlungsfreiheit ist Ausführbarkeit. Freiheit lässt sich als Willensfreiheit verstehen. Das bedeutet, dass die Intention, das Ziel, der Wunsch oder der kognitive Antrieb einer zum Wollen oder Streben fähigen Entität ihr selbst zugrunde liegen muss, um frei zu sein. Dieses Zugrundeliegen lässt sich als Verfügbarkeit verstehen. Die Entität verfügt über, das heißt entscheidet sich für ein Ziel, eine Intention, einen Wunsch oder ähnliches. Es stellt sich die Frage, was Verfügbarkeit im Fall der Willensfreiheit bedeuten soll. Bedeutet Verfügbarkeit, dass das Wollen nicht durch andere Faktoren außerhalb des Wollens selbst bedingt ist, scheint Verfügbarkeit Willkür zu bedeuten. Willkür impliziert, über das reine Wollen hinaus, fehlende Zuschreibbarkeit. Nicht die spezifische Entität ist frei oder unfrei, sondern lediglich das Wollen. Der Wille ist frei bedeutet in diesem Fall dasselbe wie der Wille ist willkürlich gegeben, das heißt nicht bedingt oder keine Bedingung habend und ist damit gegebenenfalls keiner Entität sinnvoll zuschreibbar. Ein Wollen kommt zustande, wo vorher kein oder ein anderes Wollen war. Wollen ist kein abgeschlossener Kreislauf der Selbsterschaffung oder des ewigen Gegebenseins. Ein Wollen scheint durch bestimmte, hinreichende oder notwendige Faktoren zustande zu kommen. Damit ist indeterminierte Willensfreiheit niemals gegeben. Das Freiheitsverständnis der Verfügbarkeit des Willens bedarf einer philosophisch plausiblen Unterscheidung zwischen extern und intern, der Entität nicht zugrunde liegend und der Entität zugrunde liegend oder Nichtverfügbarkeit und Verfügbarkeit. Ein konkretes Wollen kommt durch Gegebenheiten der sinnlichen Wahrnehmung oder durch Phänomene zustande. Die Differenzierung zwischen extern und intern ist problematisch. Zum Beispiel ist eine soziale Erwartung oder ein Befehl für sich genommen nicht mehr oder weniger extern-intern als das Wahrnehmen eines Getränks. In beiden Fällen treten sinnliche Wahrnehmungen zutage, die in Kombination mit weiteren weltanschaulichen psychischen und/oder physischen Bedingungen zu einem spezifischen Wollen führen.
Freiheit ließe sich als Reflektiertheit oder moderate Begründbarkeit verstehen. Erstrebte Handlungen und Ziele lassen sich zwar nicht letzt begründen, basieren letzten Endes immer auf präferenziellen und oder unbegründeten Vorannahmen, lassen sich jedoch zumindest moderat begründen. Dies hieße, dass all jene Wünsche, Ziele, Bestrebungen und damit in Zusammenhang stehende Handlungen frei sind, die zuvor reflektiert, abgewogen und kognitiv bewusst formuliert wurden. Reaktionismus ist Unfreiheit. Über ihre Definition hinaus, zum Beispiel Ausführbarkeit oder Reflektiertheit, birgt die Buchstabenreihe Freiheit für sich genommen keinen explanatorischen Mehrwert. Zum Beispiel ist die Aussage, dass jene Person im Rahmen einer Konzeption der Handlungsfreiheit frei ist, dasselbe wie die Aussage, dass jene Person in der mechanischen Ausführung oder Umsetzung ihrer Absichten nicht gehindert wird. Die Buchstabenreihe trägt höchstens zur Vereinfachung der Sprachpraxis bei. Sämtliche dargestellten Freiheitsbegriffe sind miteinander kommensurabel. Ein Konflikt entsteht nur beim Hegemonieanspruch mehrerer Konzeptionen bezüglich des Gebrauchs der Buchstabenreihe Freiheit. Bei Verwendung eines unterschiedlichen Vokabulars, zum Beispiel Willensfreiheit, Handlungsfreiheit und Reflektiertheit, lassen sich die dargestellten Freiheitsbegriffe kohärent im selben Sprachgebrauch verwenden. Fatalismus. Fatalismus ist die Behauptung, dass Akteure keinen Einfluss auf Geschehnisse oder Phänomene haben. Damit ist der Fatalismus für sich genommen weder deterministisch noch libertarianistisch. Die Aussage, dass alles determiniert oder sogar streng vorherbestimmt ist, impliziert für sich genommen keinen Fatalismus. Der Fatalismus umfasst beschreibend sämtliche handlungstheoretisch relevanten Phänomene. Der Fatalismus diktiert keine persönlichen Handlungen oder Bestreben und erlaubt keine konkrete Handlungsorientierung an der fatalistischen Weltanschauung. Zum Beispiel ist die Aussage, Überzeugung oder Handlung, jenes oder solches nicht zu tun, da es ja ohnehin aussichtslos sei, nicht mehr oder weniger fatalistisch als die Aussage, Überzeugung oder Handlung, jenes oder solches zu tun, da es, in diesem Fall beispielsweise das Nicht-Tätigen der Handlung, das Nicht-Streben, das Nicht-Neuorientieren oder ähnliches, ja ohnehin aussichtslos sei. Im Rahmen des Fatalismus ist der Versuch des Handelns nicht aussichtsloser als der Versuch des Nichthandelns. Die unmittelbare Aussichtslosigkeit oder Unfähigkeit, ein Phänomen zu beeinflussen, impliziert nicht dessen kategorische Nichtbeeinflussbarkeit. Eine solche Schlussfolgerung würde jede Beeinflussung und jede Handlung kategorisch negieren, die unmittelbar nicht vollzogen oder umgesetzt werden kann. Eine solche Annahme erweist sich bei Betrachtung unterschiedlicher phänomenaler Abläufe als unzutreffend. Zum Beispiel lassen sich sitzend bestimmte Handlungen nicht vollziehen, die sich stehend dennoch vollziehen lassen. Der Umstand, dass ein Phänomen noch nie beeinflusst wurde, impliziert nicht dessen kategorische Nichtbeeinflussbarkeit. Der mögliche Umstand, dass ein Phänomen niemals tatsächlich praktisch beeinflusst werden wird, impliziert nicht dessen kategorische Nichtbeeinflussbarkeit. Tatsächlicher oder umfassender Handlungsfatalismus scheint nicht gegeben zu sein. Die Drehung des Körpers verändert den sinnlichen Winkel, das Bewegen eines Steins verändert die Lage jenes Steins und so weiter. Die Aussage, dass eine Sache kategorisch unbeeinflussbar sei, schließt sämtliche Möglichkeiten aus, jene Sache zu beeinflussen. Diese Aussage ist epistemisch sehr weitreichend. Es müssen sämtliche Fälle bekannt sein, damit diese Aussage philosophisch getroffen werden kann. Damit diese Aussage zutrifft, muss jene Sache in sämtlichen möglichen Fällen unbeeinflussbar sein. Die Aussage, dass eine Sache beeinflussbar sei, bedarf lediglich einer einzigen Möglichkeit, jene Sache zu beeinflussen. Damit diese Aussage zutrifft, bedarf es lediglich eines einzigen Falles, in dem jene Sache, auf welche Weise auch immer, in welchem Ausmaß auch immer und unter welchen Umständen auch immer und unter welchen Maßnahmen auch immer, beeinflussbar ist. Auf die Frage, inwieweit welche unmittelbar oder zukünftig gegebenen Umstände phänomenal beeinflussbar sind oder nicht, finden sich, im Rahmen einer Theorie, letzten Endes nur spekulative, auf mehr oder weniger plausiblen Prämissen basierende Antworten. Bei der Betrachtung von Phänomenen gibt es keinen Grund, kategorisch von der Unbeeinflussbarkeit eines konkreten Phänomens auszugehen. Determiniertheit durch Weltanschauungen. Es scheint, als habe die Weltanschauung eines Akteurs einen Einfluss auf dessen Handeln und Streben. Dies scheint vor allem jene Weltanschauungen zu betreffen, die eine bestimmte handlungstheoretische oder kausale, regularitätstheoretische Überzeugung implizieren. Zum Beispiel kann ein Akteur der Überzeugung sein, dass diese oder jene Handlung oder dieses oder jenes Streben keine phänomenalen Auswirkungen hinsichtlich irgendeines Umstandes hat. Diese Überzeugung ist, hinsichtlich irgendwelcher Umstände, fatalistisch. In diesem Szenario wird in den meisten Fällen nicht versucht und nicht einmal erwägt, jene Umstände zu beeinflussen, ungeachtet dessen, ob die Handlung oder das Streben
tatsächlich Auswirkungen hat oder nicht. Ist der Akteur der Überzeugung, dass irgendeine Handlung oder irgendein Streben hinsichtlich irgendeines Umstandes Auswirkungen hat, wird er gegebenenfalls versuchen oder erwägen, jenen Umstand zu beeinflussen, ungeachtet dessen, ob das Handeln oder Streben tatsächlich Auswirkungen auf jenen Umstand hat. Der Akteur limitiert oder erweitert den eigenen Handlungs- und Strebensrahmen basierend auf seiner, gegebenenfalls nicht einmal moderat begründeten, Weltanschauung. Sollte erstrebt werden, sich möglichst viel Handlungs- und Strebensraum offen zu halten und so wenig Handlungs- und Strebensraum wie möglich auszuschließen, der wiederum gegebenenfalls Auswirkungen auf irgendwelche Umstände hat, ist es sinnvoll, von der Determinierbarkeit, Beeinflussbarkeit aller Phänomene, Umstände auszugehen, ungeachtet dessen, welche Phänomene, Umstände tatsächlich beeinflussbar sind. Weiterhin ist die Annahme der Beeinflussbarkeit, auf welche Weise auch immer, in welchem Ausmaß auch immer und mit welchen Maßnahmen auch immer, epistemisch naheliegender als die Annahme der kategorischen Nichtbeeinflussbarkeit. Römisch 3. Erkenntnismöglichkeit von Akteuren. Es stellt sich die Frage, inwiefern ein sinnlich wahrgenommenes Phänomen oder eine sinnlich wahrgenommene Entität epistemisch verlässlich als Akteur erkannt und auf dessen kognitives Innenleben geschlossen werden kann. Ein Akteur ist eine Entität, die in irgendeiner Weise handelt, über ein kognitives Innenleben verfügt und sich seiner selbst in irgendeiner Weise gewahr ist oder gewahr zu sein glaubt. Sprache als Mittel zur Kommunikation und Informationsaustausch. Sprache ist ein möglicher Anhaltspunkt zur Identifizierung von Akteuren. Unter Sprache fallen unter anderem Kommunikationsmittel wie Laut, Schrift, Körper oder Duftsprache. Sprache bedient sich bestimmter Symbole. Ein Laut oder ein Zeichen soll irgendetwas beschreiben oder auf etwas Bezug nehmen, das es selbst nicht ist. Zum Beispiel soll das Wort, die Buchstabenreihe Hase auf eine sinnlich wahrgenommene Entität oder ein Phänomen Bezug nehmen, ohne diese Entität oder dieses Phänomen zu sein. Beispielsweise ist die schlichte Buchstabenreihe Schmerz oder Lust etwas anderes als die nervliche oder emotionale Empfindung, die damit beschrieben werden soll. Sprache ist kein Abbild und keine Kopie von Phänomenen, da die Ebene der Sprache von der Ebene der tastbaren, sichtbaren oder spürbaren Phänomene verschieden ist. Sprache ist entweder eine Metapher für nichtsprachliche Phänomene oder eine Metametapher, Metapher zweiter Ebene, die Verhältnisse in der Sprache, den Metaphern, beschreiben soll. Es liegt nahe, dass die Sprachentwicklung maßgeblich durch die empirische Adäquatheit, das heißt das Funktionieren der Sprachpraxis unter Sprachteilnehmern, bedingt ist. Eine angemessene oder unangemessene sprachliche Metapher wäre damit nicht durch die epistemische Zutreffenheit bedingt. Die Metapher Hase suggeriert ein sinnlich wahrgenommenes Phänomen nicht besser oder schlechter als die Metapher Krasko. Es spielt epistemologisch keine Rolle, wie ein Phänomen bezeichnet wird. Die Anwendung einer Bezeichnung muss nicht einmal konsequent sein, solange die verwendeten Bezeichnungen semantisch auf dieselbe Art und Weise gebraucht werden. Die geäußerten oder dargestellten Metaphern sind nicht äquivalent zur Kommunikationsabsicht. Die Kommunikationsabsicht ist nicht dasselbe wie die Metaphern an sich, sondern eine bestimmte Weise, jene Metaphern zu deuten und anschließend zu verwenden. Die interpretierte Kommunikationsabsicht ist nicht äquivalent zu den geäußerten Metaphern, sondern eine bestimmte Weise, die geäußerten Metaphern zu deuten. Geäußerte oder dargestellte Metaphern unterscheiden sich gegebenenfalls drastisch in der Kommunikationsabsicht, zum Beispiel bei einer verzwickten Lüge oder bei ironischen Aussagen. Bei der Interpretation einer Metapher durch den Adressaten muss dieser sich seines eigenen kognitiven Maßstabs bedienen. Der kognitive Maßstab des Senders steht dem Adressaten nicht zur Verfügung. Der Adressat versteht den Sender nicht, sondern deutet dessen Metaphern anhand seines eigenen kognitiven Maßstabs. Zum Beispiel das Wort Kultur, das beim Adressaten bestimmte semantische und emotionale Assoziationen weckt, die jedoch dem eigenen Deutungsmaßstab zugrunde liegen, nicht dem Deutungsmaßstab des Senders. In den meisten Fällen verläuft die interpretative Schlussfolgerung, geäußerte Metaphern, Kommunikationsabsicht, in folgender Weise. Es wird auf eine bestimmte Kommunikationsabsicht geschlossen, indem die gebrauchten Metaphern des Senders hinsichtlich dessen intuitiv verglichen werden.
Bei welcher Kommunikationsabsicht der Adressat diese Metaphern selbst verwenden würde oder sich vorstellt, bei welcher Kommunikationsabsicht man diese Metaphern verwenden könnte. Zum Beispiel geht der Adressat davon aus, dass ein Sender schmähende Absichten hat, wenn dieser Schimpfwörter verwendet oder einen bestimmten Vergleich macht. Dies tut der Adressat vor allem dann, wenn er selber schmähende Absichten haben müsste, um Schimpfwörter zu verwenden oder derartige Vergleiche anzustellen. Beschimpft oder vergleicht der Adressat andere Personen hingegen auch spaßeshalber, aus Unterhaltungszwecken oder bei Indifferenz, wird er nicht derart schnell urteilen, dass der Sender schmähende Absichten hat. Die Deutung basiert auf dem eigens angewendeten oder vorstellbaren Kommunikationsverhalten. Der Interpret projiziert letzten Endes seinen kognitiven Maßstab in das Gegenüber, das heißt in das wahrgenommene Phänomen. Die sprachliche Interaktion lässt sich epistemologisch in drei Ebenen unterteilen. Erstens die Kommunikationsabsicht des Sprechers, zweitens die verwendeten Metaphern und drittens die Deutung dieser Metaphern durch den Adressaten. Der Adressat hat keinen Zugriff auf die Kommunikationsabsicht des Sprechers, diese ist nur dem Sprecher selbst offenbar. Der Sprecher versucht, mit Hilfe der Metaphern seine Kommunikationsabsicht zu suggerieren. Der Adressat interpretiert einerseits die Metaphern des Sprechers und erschließt sich daraus andererseits die ursprüngliche Kommunikationsabsicht. Nur der Adressat hat Zugriff auf diese Interpretation. Möchte er dem ursprünglichen Sprecher diese Interpretation mitteilen, so muss er sich erneut in den Sprachzyklus begeben. Seine Interpretation und/oder Kommunikationsabsicht metaphorisch verpacken und diese Metaphern äußern, sodass diese Metaphern wiederum vom neuen Adressaten interpretiert werden können. Eine Verifikation oder ein unmittelbarer Vergleich zwischen Kommunikationsabsicht, Sender und Interpretation der empfangenen Metaphern, Adressat, ist nicht möglich. Ob und wie stark die Differenzen zwischen Kommunikationsabsicht und Interpretation ausfallen, lässt sich nicht beantworten. Es lässt sich ebenfalls nicht beantworten, ob eine Kommunikationsabsicht überhaupt gegeben ist, beziehungsweise eine Interpretation überhaupt zustande kommt. Abhängig davon, ob man selbst Adressat oder Sender ist. Eine exakte Übereinstimmung von Kommunikationsabsicht und Interpretation wäre nur dann gegeben, wenn Adressat und Sender in ihrem Gebrauch von Metaphern und in ihrem kognitiven Innenleben zur Deutung der Kommunikationsabsicht vollkommen übereinstimmen würden. Die Ebenen der Kommunikation sind damit zugleich epistemische Hürden. Bei Lautäußerungen oder der anscheinenden Darstellung von Symbolen durch eine sinnlich wahrgenommene Entität oder ein sinnlich wahrgenommenes Phänomen kann es sich ebenfalls um reine Epiphänomene bestimmter Prozesse handeln, die den Eindruck einer Kommunikationsabsicht erwecken. Gegebenenfalls wird eine Kommunikationsabsicht durch den Interpreten vollständig projiziert. Die Bedeutung von Symbolen oder Metaphern. Der Gebrauch von Metaphern verändert sich. Die einzelnen Metaphern sind nicht feststehend. Die Verwendungsweise bestimmter Metaphern ist relativ zur Epoche, Kultur, dem geografischen Raum und dem Sprachkreis. Dieselbe Metapher kann, in unterschiedlichen Sprachkreisen, unterschiedliche semantische Funktionen erfüllen und unterschiedliche Metaphern können, in unterschiedlichen Sprachkreisen, dieselbe oder ähnliche semantische Funktionen erfüllen. Jeder Sprachakteur unterscheidet sich leicht in der Anwendung bestimmter Metaphern. Keine zwei Sprachakteure weisen exakt denselben Gebrauch von Metaphern auf. Sogar beim selben Sprechakteur kann sich die Verwendungsweise von bestimmten Metaphern von Kontext zu Kontext verändern. Die semantische Funktion einer Metapher ist bedingt durch deren Einbettung in den sprachlichen Gesamtzusammenhang einer Aussage. Das heißt, dass die semantische Funktion oder Bedeutung einer Metapher durch deren Verwendungsweise bedingt ist. Es ist unmöglich, dass in einem sprachlichen Gesamtzusammenhang zwei Metaphern oder Wörter dieselbe Funktion haben, auch wenn es sich um dieselbe Buchstabenreihe, dasselbe Wort handelt. Zum Beispiel hat die Buchstabenreihe Apfel in der Aussage, der Apfel ist ein Apfel, zwei unterschiedliche semantische Funktionen. Die erste Buchstabenreihe legt den thematisierten Hauptgegenstand des Satzes fest und die zweite Buchstabenreihe erfüllt die Funktion, jeden Hauptgegenstand einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Die Buchstabenreihe Apfel ist letztendlich semantisch äquivok. Dasselbe gilt beispielsweise für der Apfel ist der Apfel. Die erste Buchstabenreihe legt den thematisierten Hauptgegenstand des Satzes fest
Und die zweite Buchstabenreihe ordnet diesen Hauptgegenstand einem bestimmten Einzelgegenstand zu. Die Bedeutung ist nicht exakt dieselbe. Nicht einmal in der Wortreihe Apfel, Apfel ist die semantische Funktion oder Bedeutung jener Wörter dieselbe. Die zweite Buchstabenreihe erfüllt darüber hinaus die Funktion einer Doppelung oder Ähnliches. Die Funktion wäre zum Beispiel nicht mehr dieselbe, wenn die erste Buchstabenreihe getilgt werden würde. Die semantische Funktion oder Bedeutung einer Metapher ist nicht ausschließlich durch jene Metapher selbst bedingt. Jedes Wort hat so viele Äquivokationen, wie es verschiedene semantische Funktionen erfüllt. Letztlich bedeutet dies, dass jedes verwendete Wort in einem Aussagezusammenhang eine unterschiedliche Bedeutung hat. In einem Aussagezusammenhang haben keine zwei Wörter dieselbe Bedeutung, nicht einmal, wenn dafür dasselbe Symbol verwendet wird. Die Bedeutungsunterschiede sind gegebenenfalls marginal und tun dem Funktionieren der Sprachpraxis anscheinend keinen Abbruch. Erfüllen zwei unterschiedliche Metaphern dieselbe semantische Funktion in unterschiedlichen Aussagezusammenhängen, ist die Rede von derselben Sache. Die Bedeutung ergibt sich im Aussagezusammenhang. Eine metaphysische Trennung zwischen externem Res und sich darauf beziehendem Verbum ist in diesem Fall weder nötig noch philosophisch sinnvoll. Gegebenenfalls erfüllen im selben Aussagezusammenhang zwei, gegebenenfalls unterschiedliche, Metaphern eine derart ähnliche semantische Funktion, dass zumindest im Rahmen der Alltagspraxis davon gesprochen werden kann, dass im selben Aussagezusammenhang von derselben Sache die Rede ist. Erscheinung und Physis. Ein mögliches Verfahren zur Bestimmung, ob es sich bei einer wahrgenommenen Entität um einen Akteur handelt, wäre der Vergleich zwischen der Erscheinung jener Entität und der eigenen Erscheinung. Umso ähnlicher die optische Erscheinung des Gegenübers im Vergleich zur eigenen Erscheinung ist, desto ähnlicher sind die kognitiven und handlungstheoretischen Übereinstimmungen. In Anbetracht einer solchen Methode müssten gegebenenfalls Koma-Patienten, schwerwiegend geistig behinderte Menschen, kürzlich verstorbene Menschen sowie halluzinierte Menschen hinsichtlich der eigenen Person ähnlichere kognitive und handlungstheoretische Grundlagen haben als Primaten, Kinder, körperlich Behinderte oder Menschen einer anderen Ethnie, Körperform, Haarfarbe oder ähnliches. Phänomenal betrachtet scheint diese Gesetzmäßigkeit nicht zuzutreffen. Es gibt keinen philosophisch überzeugenden Grund, von einer kategorischen Gesetzmäßigkeit auszugehen. Behavioristische Bestimmung. Ein dritter möglicher Anhaltspunkt wäre die Bestimmung anhand von Verhaltensweisen. Umso ähnlicher das Verhalten des Gegenübers im Vergleich zum eigenen Verhalten ist, desto größere Übereinstimmungen gibt es hinsichtlich der kognitiven und handlungstheoretischen Grundlagen. In Anbetracht dieser Methode müsste beispielsweise ein elektrisch betriebener Roboter, ein ferngesteuerter Klon oder ein abgerichtetes, menschliches oder nichtmenschliches Tier ohne Reflexionsvermögen einem selbst ähnlicher sein als ein Mensch eines anderen Kulturkreises mit drastisch anderen Angewohnheiten, Sitten und Verhaltensweisen oder gegebenenfalls als ein Mensch, der auf bestimmte Weise körperlich eingeschränkt oder nicht eingeschränkt befähigt ist. Der Interpret hat keinen Zugriff auf das mögliche kognitive Innenleben des wahrgenommenen Phänomens. Es ist niemals gewiss, ob es sich beim Verhalten der wahrgenommenen Entität um eine bewusste Handlung, eine Reaktion, einprogrammiertes Verhalten, ein Epiphänomen oder ähnliches handelt. Der Interpret ist stets auf seine eigene Kognition und/oder Perspektive beschränkt. Die Deutung des kognitiven Innenlebens ähnelt der Deutung der sprachlichen Kommunikationsabsicht. Der Interpret deutet anhand seines eigenen kognitiven Maßstabes und projiziert damit letzten Endes die eigenen, beispielsweise emotionalen oder begrifflichen, Kategorien in das wahrgenommene Phänomen. Die Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt oder Akteur und Nicht-Akteur beruht größtenteils darauf, wie stark der Interpret das eigene kognitive Innenleben in die wahrgenommene Entität projiziert. Möge die Projizierung eigener kognitiver Maßstäbe häufig empirisch adäquat sein, besteht dennoch eine tiefe epistemische Ungewissheit in dieser Projektion. Römisch 4. Sinnliche Wahrnehmung. Rekonstruierbarkeit und Prognostizierbarkeit. Im Rahmen der sinnlichen Wahrnehmung scheint es eine unüberschaubare Anzahl an möglichen Variablen zu geben. Im Fall spezifischer Variablen können bei geringsten Abweichungen gänzlich andere Phänomene hervortreten. Zunächst anscheinend nicht verknüpfte Umstände, Ereignisse oder Phänomene stehen nicht selten in einem Regularitätszusammenhang.
Dieser Regularitätszusammenhang lässt sich durch gezielte Manipulation oder Veränderung der Variablen mehrfach bestätigen. Eine epistemisch gewisse Prognose oder Ereignisrekonstruktion müsste sämtliche Variablen in Betracht ziehen. Weiterhin müsste eine epistemisch gewisse Prognose über einen vollständigen Einblick in die Potenz, Wirkung und Wechselwirkung jeder Variable und der entsprechenden Variablen untereinander verfügen. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an Variablen, die nicht allesamt in Betracht gezogen und in ihrer Wirkung durchschaut werden können. Sogar dann, wenn sämtliche Variablen in Betracht gezogen und in ihrer Wirkung durchschaut werden könnten, gäbe es anscheinend dennoch kein Verifikationskriterium, dass sämtliche Variablen in Betracht gezogen wurden. Eine methodische Prognose oder Ereignisrekonstruktion ist immer heuristisch und spekulativ. Prognosen und Ereignisrekonstruktionen sind häufig unzutreffend, grob zutreffend oder lediglich größtenteils zutreffend. Grobe empirische Adäquatheit ist kein Indiz für epistemisches Zutreffen und den Wahrheitsgehalt einer Prognose oder Ereignisrekonstruktion. Empirische Adäquatheit lässt sich und wird nicht selten auch mit offensichtlich unzutreffenden, auf falschen Prämissen fußenden Prognosen oder Ereignisrekonstruktionen erreicht. Jede Prognose und Ereignisrekonstruktion beruht auf Induktion. Wenn die Prognose oder Ereignisrekonstruktion keine Induktion in ihren Prämissen hat, so zumindest in ihrem Schlussmuster. Die Vorannahme, wie und dass bestimmte phänomenale Variablen, Prämisse, die nachfolgenden Phänomene, Konklusion, prägen oder regulieren. Die Vorannahme, wie und dass bestimmte Phänomene ineinander wirken, ist entweder induktiv erschlossen oder eine schlichte Einschätzung, die wiederum auf grundlegend induktiven Methoden basiert, vollkommen spekulativ oder geradezu willkürlich ist. Sinneseindrücke. Es kommt nicht selten vor, dass Regularitäten falsch eingeschätzt werden und die Farbe, Beschaffenheit, Größe oder sogar das Vorhandensein einer Entität falsch wahrgenommen wird. Da die sinnliche Wahrnehmung sich im Nachhinein als fehleranfällig entpuppt hat, obwohl sie zum unmittelbaren Zeitpunkt als richtig erschien, gibt es keinen Grund, sicher davon auszugehen, dass die jetzige Wahrnehmung korrekt ist. Dies ist kein Induktionsschluss. Es ist nicht nötig, dass sämtliche Sinneswahrnehmungen falsch sind, weil sich eine konkrete Sinneswahrnehmung als falsch erwiesen hat. Die Sinneswahrnehmung disqualifiziert sich bereits dann als epistemisch zuverlässiges Erkenntnismittel, wenn es kein zuverlässiges Wahrheitskriterium zur Unterscheidung von wahrer und falscher Sinneswahrnehmung gibt. Es ist epistemologisch letztlich irrelevant, ob der Betrachter jemals wieder einen falschen Sinneseindruck hat, solange er nicht über ein sicheres Unterscheidungskriterium verfügt. Vergangene Wahrnehmungen, die zum unmittelbaren Zeitpunkt und im Nachhinein als korrekt erscheinen, können inkorrekt sein. Es gibt keinerlei zuverlässiges Kriterium, um vergangene Wahrnehmungen hinsichtlich ihres Wahrheitsgehalts zu verifizieren. Ein Erinnerungsvergleich mit anderen Akteuren scheidet epistemisch aus. Einerseits ist die Informationsübermittlung zwischen der eigenen Person und einem möglichen Akteur mit kognitivem Innenleben epistemisch unzuverlässig. Andererseits wäre die mitgeteilte Erinnerung des Gegenübers auch dann nicht verifizierbar, wenn die Deutung der Kommunikationsabsicht epistemisch zuverlässig wäre. Sinneseindrücke sind anscheinend durch unkalkulierbar viele Faktoren bedingt, darunter zum Beispiel die physische Verfassung, die psychische Verfassung, die weltanschauliche Prägung, spezifische Präferenzen, die räumliche Positionierung, die Wetterlage oder exogene Substanzen, Wasser, Nahrung, Rauschmittel oder ähnliches. Diese Faktoren beeinflussen sich wiederum untereinander. Die Gesamtheit jener Faktoren scheint für die letztendliche Wahrnehmung ausschlaggebend zu sein. Es ließe sich gegebenenfalls eine Untersuchung dieser Faktoren anstellen, um jene Faktoren mittels einer epistemologischen Reduktion von der letztendlichen Wahrnehmung theoretisch zu subtrahieren. Damit ließe sich eine epistemisch zuverlässige Wahrnehmung kalkulieren. Für eine solche Subtraktion bedürfte es jedoch der Kenntnis sämtlicher Faktoren, die genaue Kenntnis der Wirkung dieser Faktoren hinsichtlich der letztendlichen Sinneswahrnehmung sowie die umfassende Kenntnis über sämtliche mögliche Wechselwirkungen dieser Faktoren untereinander. Eine epistemologische Kalkulation oder Subtraktion wäre zirkulär, da sämtliche verfügbaren Daten und diesbezüglichen Erkenntnismethoden, und sei es lediglich das Ablesen auf einem Gerät, auf der epistemisch in Frage stehenden Sinneswahrnehmung basieren.
das Vergleichen von Sinneswahrnehmungen untereinander, um durch den Maßstab der Kohärenz den Wahrheitsgehalt einzelner Sinneswahrnehmungen zu bestimmen, ist epistemologisch ungültig. Der Vergleich findet mittels mehrerer einzelner, in einer Gesamtheit betrachteter Sinneswahrnehmung statt, die es jedoch im Einzelnen geradewegs epistemologisch zu bestimmen gilt. Die gegebenenfalls statistische Korrektheit der Gesamtheit der Sinneswahrnehmung würde im ersten Schritt vorausgesetzt, um sie im zweiten Schritt in der, dann offensichtlichen, Konklusion zu bestätigen. Kohärenz lässt sich in einem logisch oder faktisch falschen System erzeugen. Die Kohärenz von Sinneswahrnehmung, Daten oder Thesen untereinander ist für sich genommen kein Beweis für deren epistemisches Zutreffen. Die sogenannte Normalität eines Wahrnehmungszustandes ist kein Indiz für dessen epistemische Qualität. Die sogenannte Normalität eines Wahrnehmungszustandes ist bedingt durch den Durchschnitt oder die statistische Häufigkeit eines Wahrnehmungszustandes bei einem Individuum oder innerhalb einer Spezies. Der Durchschnitt oder die statistische Häufigkeit ist kein Argument oder Erweis für das epistemische Zutreffen eines Wahrnehmungszustandes. Dies ist auch dann nicht der Fall, wenn jener Wahrnehmungszustand permanent gegeben wäre. Unterschiedliche Spezies verwenden unterschiedliche Methoden der Sinneswahrnehmung. Zum Beispiel nehmen Rotkehlchen oder Tauben Magnetfelder wahr, einige Aale nehmen elektrische Felder wahr, Haifische nehmen Temperatur wahr und Fledermäuse nehmen mittels Schallwellen wahr. Es kann nicht von einer einheitlichen oder allein wahren Form der Wahrnehmung gesprochen werden. Es kann lediglich davon gesprochen werden, dass verschiedene Formen der Wahrnehmung in der Natur durchsetzungsfähig sind und, mehr oder weniger, zu Zwecken des Überlebens taugen. Eine mögliche Untersuchung oder epistemologische Kategorisierung dieser Wahrnehmungsformen würde mittels einer bestimmten Wahrnehmungsform vonstatten gehen. Das Verfahren würde sich bei einem von jenen Erkenntnismitteln bedienen, die epistemisch geradewegs in Frage stehen. Weiterhin wäre das Verfahren immer zentristisch hinsichtlich jener Wahrnehmungsform, mittels der die Untersuchung vollzogen wird. Hingegen scheint sich die schlichte Durchsetzungsfähigkeit und Effizienz einer Wahrnehmungsform hinsichtlich einer bestimmten Funktion, Jagd, Ausweichen, Weite und Genauigkeit der Nachtsicht oder ähnliches, durch Naturbeobachtungen grob ermitteln lassen. Das Funktionieren, die generationenübergreifende Durchsetzungsfähigkeit oder die empirische Adäquatheit einer Wahrnehmungsform ist kein Indiz für deren epistemisches Zutreffen. Es ist lediglich ein Indiz für die Funktionalität oder Durchsetzungsfähigkeit jener Wahrnehmungsform hinsichtlich irgendeines Faktors. Zum Beispiel Überleben, Fortbestehen oder Reproduzieren. Beispielsweise bedarf es keiner bestimmten Art der Farbwahrnehmung, um Farben als solche wahrzunehmen oder Gefahren auszuweichen. Andererseits sind bestimmte, gegebenenfalls strukturinhärente Fehlwahrnehmungen nützlich oder unproblematisch, wenn sie das Überleben und die Reproduktionsfähigkeit des Individuums positiv oder nicht negativ beeinflussen. Die sinnliche Wahrnehmung des Menschen ist auf die sinnliche Wahrnehmung des Menschen beschränkt und von dieser nicht abstrahierbar. Die sinnliche Wahrnehmung des Menschen ist nicht objektiv. Unterschiedliche Individuen unterschiedlicher Spezies nehmen teilweise anscheinend Dinge wahr, die ebenfalls von anderen Individuen wahrgenommen werden. Sollte es der Fall sein, dass irgendein Gegenstand unabhängig von der sinnlichen Wahrnehmung existiert und die Art und Weise der Wahrnehmung durch die wahrnehmende Entität bedingt ist, dann ist es naheliegend, davon auszugehen, dass sinnliche Wahrnehmung eine Art Interpretation ist. Diese Interpretation kann sich, abhängig vom Zustand des Wahrnehmenden oder irgendwelchen anderen Bedingungen, verändern. Es lassen sich anhand sinnlicher Wahrnehmung keine epistemisch zuverlässigen Aussagen treffen. Es kann versucht werden, sich methodisch an umfassende empirische Adäquatheit anzunähern. Der räumliche Aufenthalt. Es ist möglich, dass sich ein Subjekt hinsichtlich seines weltlichen, räumlichen oder zeitlichen Aufenthaltes und/oder hinsichtlich seiner zeitlichen Lebensdauer irrt. Geschehe dies aufgrund von gezielter Täuschung und Manipulation, eindimensionaler Überlegungen, Unaufmerksamkeit oder warum auch immer. Dieser Irrtum kann, einzelne oder sämtliche, Erinnerungen oder das Unmittelbare betreffen. Die unmittelbare Klarheit dieses Moments wird in einigen Augenblicken verblassen. Der vergangene Eindruck des Moments wird schließlich zur Erinnerung und immer unklarer. Irgendwann lässt sich jener Moment mittels des Kriteriums der Wahrheit in seiner epistemischen Qualität nicht mehr von anderen, verzerrten, falschen oder wahren Erinnerungen unterscheiden.
Träume, Halluzinationen, verzerrte Erinnerungen und dergleichen erscheinen in einigen Fällen unmittelbar als real oder wahr. Letztendlich als real aufgefasste Ereignisse scheinen in einigen Fällen unmittelbar als Traum, als Halluzination oder als inkohärent. Im als real aufgefassten wirkt das als unreal aufgefasste blass und fern. Im letztendlich als unreal aufgefassten wirkt das letztendlich als real aufgefasste blass und fern. Die Einordnung in Traum, Halluzination, verzerrte Erinnerung und Realität ist bedingt durch den Vergleich mit anderen als real oder unreal aufgefassten Ereignissen. Diese einzelnen Ereignisse müssen jedoch zunächst hinsichtlich ihres Realseins oder Unrealseins bestimmt werden. Eine Begründung des Einzelnen durch den Gesamtzusammenhang und des Gesamtzusammenhangs durch das Einzelne ist zirkulär. Die Bestimmung eines Einzelnen oder eines Gesamtzusammenhanges hinsichtlich dessen Realseins oder Unrealseins geschieht in den meisten Fällen durch eine bestätigende bzw. widersprechende Erinnerung. Wird diese widersprechende Erinnerung als real aufgefasst, so ist das geprüfte Einzelne oder der Gesamtzusammenhang unreal. Wird die Erinnerung als real aufgefasst und bestätigt das Einzelne oder den Gesamtzusammenhang, so ist das geprüfte Einzelne oder der Gesamtzusammenhang real. Werden weiterhin widersprechende Erinnerungen als unreal aufgefasst, wird die Realität des Einzelnen oder des Gesamtzusammenhangs weiter bestätigt. Dieses Erinnerungskriterium muss jedoch seinerseits in seinem Realsein oder Unrealsein begründet werden, ad infinitum. Die anscheinende Kohärenz oder Inkohärenz einer Erinnerung ist kein Maßstab für dessen Realitätsgehalt. Ein Traum kann kohärent sein und eine anscheinend echte Erfahrung kann inkohärent, das heißt angeblich lediglich zur Zeit nicht erklärbar sein. Im als real aufgefassten herrschen häufig nicht weniger undurchschaubare oder anscheinend nicht weniger inkohärente Zustände als im Traum, der Halluzination oder der verzerrten Erinnerung. Die Unterscheidung von Realität und Traum ist weltanschaulich durchwachsen und häufig arbiträr. Die Inkohärenz oder Undurchschaubarkeit im als real aufgefassten wird als Wissenslücke, die Inkohärenz oder Undurchschaubarkeit im als unreal aufgefassten wird als Indiz für dessen Unrealsein aufgefasst. Das weltanschauliche Vorurteil hinsichtlich des Realitätsgehaltes einer Situation oder der Erinnerung wird häufig durch gezielte Blicke auf anscheinende Inkonsistenzen bzw. Zusammenhänge bestätigt. Das als unreal aufgefasste basiert letzten Endes nicht in höherem Ausmaß auf unbewussten oder nicht eindeutigen Voraussetzungen als das real aufgefasste. Darunter fällt zum Beispiel die fehlende Erinnerung an bestimmte Ereignisse, den Geburtsort, die Namensgebung, das Erlernen bestimmter Dinge oder ähnliches. Römisch 4. Ontologie. Im Folgenden werden Argumente und Konzeptionen untersucht, die epistemisch ambitionierte Aussagen über die Existenz von Entitäten treffen oder beanspruchen, bestimmte ontologische Entitäten zu belegen. Ideentheoretische Konzeption. Eine ideentheoretische Konzeption postuliert subjektunabhängige Entitäten, die sich durch eine sogenannte Ideenschau erfassen lassen. Die geschauten Inhalte oder Entitäten existieren real. Zum Beispiel sind, gemäß einer ideentheoretischen Konzeption, bestimmte logische Ableitungen nicht konstruiert, sondern existieren unabhängig vom Erkenntnissubjekt. Die Wissensinhalte werden nicht konstruiert, sondern entdeckt. Die Wissenschaft beschreibt keine Phänomene, sondern erfasst Phänomene. Der angebliche Umstand, dass Menschen hinsichtlich bestimmter Sachverhalte in ihrer Meinung übereinstimmen, impliziert nicht die Existenz irgendwelcher subjektunabhängigen Entitäten in Form von Wissensinhalten. Die Übereinstimmung von Menschen in ihrer Meinung suggeriert für sich genommen lediglich, dass manche Menschen, aus welchen Gründen auch immer, verbal ihre Übereinstimmung äußern, von ihrer Übereinstimmung überzeugt sind oder tatsächlich, wenn auch nicht letzt feststellbar, übereinstimmen. Aus einer numerisch hohen Anzahl an Überzeugungen lässt sich nicht auf den Wahrheitsgehalt, die Objektivität, Korrektheit oder allgemeine Gültigkeit eines Überzeugungsinhaltes schließen. Eine Beobachtung oder spekulative Quantifizierung erlaubt für sich genommen keine Objektivierung oder Verallgemeinerung. Es müssen philosophische Kriterien zugrunde gelegt werden, die verlässlich zwischen subjektiver Meinung und objektivem Wissensinhalt unterscheiden.
Es ist weiterhin zu erläutern, woher diese Kriterien stammen und worin diese begründet sind. Es muss ebenfalls eine philosophische Begründung der Objektivität oder philosophischen Korrektheit dieser Kriterien erbracht werden, ohne einen Zirkelschluss zu begehen oder unbegründete Prämissen zu setzen. Die schlichte Deklaration, dass jenes subjektiv und solches objektiv sei, ist für sich genommen weder philosophisch ausreichend noch explanatorisch aufschlussreich. Entweder die Wissensinhalte sind epistemologisch vom Subjekt getrennt oder sie sind es nicht. Sind die Wissensinhalte vom Subjekt unabhängig, muss begründet werden, inwiefern trotz einer epistemologischen Lücke zwischen Subjekt und Wissensinhalt die strukturell nicht verzerrte und ausnahmslos korrekte Einsicht in den Wissensinhalt möglich ist. Sind die Wissensinhalte vom Subjekt abhängig, sind sie nicht objektiv oder subjektunabhängig. Die Aussage, dass ein Satz allgemeingültig, absolut und oder subjektunabhängig wahr ist, ist prämissenaufwendiger als die Aussage, dass ein Satz für die oder den Beteiligten empirisch adäquat ist oder zu sein scheint. Die erste Aussage bietet über das weltanschauliche Moment hinaus keinen Mehrwert und ist, aufgrund der weltanschaulichen Festsetzung, anfälliger für philosophische Gegenargumente und Widerlegungen. Der empirisch adäquate Satz kann sich bei Falsifikation dennoch, ohne weltanschaulichen Konflikt, auf die empirische Adäquatheit in einem Teilbereich oder bei bestimmten Fällen stützen. Ein angeblich unangefochten wahrer Satz ist in seinem epistemischen Anspruch unterminiert, sobald irgendwelche philosophischen Probleme auftauchen. Die Überzeugung, dass ein Satz oder ein Inhalt allgemeingültig, absolut oder subjektunabhängig wahr ist, führt zum Ende des wissenschaftlichen Strebens, da kein Bedarf mehr zur Nachforschung, Überprüfung oder Untersuchung besteht. Ontologischer Derivatismus. Es ließe sich behaupten, dass bestimmte Wissensinhalte zwar nicht im klassischen Sinn subjektunabhängig oder gänzlich ontologisch autark seien, aber dennoch als ontologische Derivate existieren wird. Die Existenz dieser Inhalte sei eine Konsequenz der ontologischen Existenz des Subjekts, ontologischer Stammbaum. Die Position ist nicht epistemologisch gewinnbringend. Es wird lediglich gesagt, dass bestimmte Inhalte in Abhängigkeit zu Subjekten existieren wird. Die Aussage ist über dieses Postulat hinaus nicht explanatorisch aufschlussreich. Die Inhalte bleiben die Inhalte, die Subjekte bleiben die Subjekte und das Verhältnis der beiden Kategorien wird mit einer bestimmten ontologischen Vokabel beschrieben. Der ontologische Derivatismus sagt nichts über die Erkennbarkeit bestimmter Wissensinhalte für andere Subjekte aus. Gegebenenfalls setzt die Position die ontologische und die epistemologische Ebene oder, so könnte man sagen, die Ebene der kognitiven Konstruktion gleich. Intersubjektiver Realismus. Es ließe sich behaupten, dass Sachverhalte und Inhalte intersubjektiv einsehbar sind. Das Individuum hat, wie sich bereits herausgestellt hat, lediglich Zugriff auf die eigene Kognition. Aussagen über das Gegebensein und den Inhalt davon unabhängiger Kognition sind spekulativ. Derartige Aussagen lassen sich in ihrer phänomenalen Adäquatheit weder falsifizieren noch bestätigen und sind für die Wissenschaftspraxis nicht notwendig. Der Existenzbegriff. Die Buchstabenreihe Existenz oder existiert kann als phänomenal gegebenes, sinnlich wahrgenommenes, als Wissenssachverhalt oder als was auch immer verstanden, definiert zugrunde gelegt werden. Die Aussage, dass X existiert, ist überflüssig oder relativ zur entsprechenden Definition. Über X ist nichts weiter ausgesagt, als dass es phänomenal gegeben ist, sinnlich wahrgenommen wird oder was auch immer. Die zusätzliche Beisetzung der Buchstabenreihe Existenz oder existiert bietet darüber hinaus keinen explanatorischen Mehrwert. Es lassen sich mit Hilfe getätigter Definitionen mehr oder weniger kohärente ontologische Beschreibungen oder Existenzzusprechungen konstruieren, die letzten Endes jedoch explanatorisch nicht weiter aufschlussreich sind. Über das Postulat hinaus, dass jenes oder solches sinnlich wahrgenommen werde oder phänomenal gegeben sei, wird nichts gesagt. Die zusätzliche Beisetzung der Buchstabenreihe Existenz
oder existiert, ist nach wie vor überflüssig. Ontologische Probleme sind größtenteils weltanschauliche Probleme. Philosophisch betrachtet sind ontologische Probleme Scheinprobleme. Die Buchstabenreihe Existenz oder existiert hat gegebenenfalls einen weltanschaulichen Mehrwert. Die Behebung wortästhetischer oder weltanschaulicher Ungereimtheiten in der alltäglichen Sprachpraxis ist eine Frage des impliziten oder expliziten praktischen Konsenses zwischen den Gesprächsteilnehmern. Eine bestimmte Anwendungsweise der Buchstabenreihe Existenz oder existiert ist logisch nicht besser oder schlechter als eine andere, sondern lediglich der gängigen Sprachpraxis näher oder ferner, gegebenenfalls kohärenter, inkohärenter hinsichtlich der Anwendungsweise anderer Buchstabenreihen und gegebenenfalls vereinbarer, unvereinbarer mit irgendwelchen weltanschaulichen Prämissen. Ontologische Aussagen sollen sich nicht auf konkrete Einzelfänomene beziehen, sondern auf abstrakte Weise alle möglichen Phänomene beschreiben. Ontologische Aussagen lassen sich nicht durch Phänomene falsifizieren und stehen mit keinem möglichen Phänomen in Konflikt. Es kann höchstens ein alternatives weltanschauliches Vokabular vorgeschlagen werden, das den Gesprächsteilnehmern, aus welchen Gründen auch immer, eher zusagt. Römisch 6. Denken. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern sich das Denken als epistemisch verlässliches Medium zum Erkenntnisgewinn eignet. Genius malignus. Ein omnipotenter oder ausreichend potenter Genius malignus könnte den Philosophen täuschen. Sämtliche vom Philosophen als wahr geglaubten, logischen, mathematischen oder ähnlichen könnten damit falsch sein. Die Möglichkeit eines täuschenden Genius malignus führt dazu, dass den eigenen Überzeugungen, Schlussmustern und Argumenten kein epistemisches Vertrauen geschenkt werden kann. Argumente, Appelle und Aussagen, die sich gegen die Möglichkeit eines Genius malignus richten, gehen geradewegs in demjenigen Rahmen vonstatten, der vom Argument des Genius malignus epistemisch in Frage gestellt wird. Eine solche Kritik ist damit wirkungslos und kann das Argument nicht letzt widerlegen. Es besteht unter anderem immer die Möglichkeit, dass der Genius malignus Gegenargumente absichtlich plausibel erscheinen lässt, obwohl sie eigentlich falsch sind. Jedes interne philosophische Problem der Konzeption eines Genius malignus ist unbedeutend und nicht fatal. Die Überzeugung, dass ein internes Problem hinsichtlich der Kohärenz jener Konzeption besteht, könnte wiederum durch den Genius malignus induziert worden sein. Dasselbe gilt für externe Ungereimtheiten, wie beispielsweise die Prämissenökonomizität. Die Aussage, dass ein Täuscher den Getäuschten bestimmte Dinge nicht denken lassen würde, ist eine begründungsbedürftige Zusatzannahme. Dies geht nicht notwendig aus dem schlichten Umstand des möglichen oder tatsächlichen Getäuschtwerdens hervor. Die Existenz eines täuschenden Genius malignus impliziert einerseits nicht, dass dieser den Philosophen in jeder Hinsicht täuscht oder täuschen will. Andererseits impliziert die Existenz eines täuschenden Genius malignus nicht, dass dieser verdeckt bleiben, die Täuschung nicht auffliegen lassen oder irgendeinen spezifischen Gedankeninhalt unterbinden will. Die alleinige Erkenntnis des Getäuschten, dass er getäuscht wird, beendet nicht den Zustand der Täuschung und gibt keinen Hinweis über die Hinsicht oder das Ausmaß der Täuschung. Die grundsätzliche Situation des Getäuschtwerdens bleibt bestehen. Damit lässt sich nicht auf die Nichtexistenz eines Täuschers schließen, nur weil der möglicherweise Getäuschte von bestimmten Dingen überzeugt ist, diese denkt oder sich dieser vergegenwärtigt. Wenn der Genius malignus einen spezifischen Gedankeninhalt unterbinden will, tut er dies möglicherweise. Eben dieser Gedankeninhalt wird nicht gedacht. Die Behauptung, dass das Überzeugtsein von der Täuschung, die Nichtexistenz eines Täuschers und damit die Nichtexistenz der Täuschung impliziere, beruht auf zwei Prämissen. Erstens, dass der Getäuschte die Täuschung erkennt und letzten Endes davon überzeugt ist, dass er getäuscht wird. Diese Prämisse ist nötig, damit ein Konflikt zwischen Täuscherinstanz und Getäuschtem besteht. Zweitens bedarf es der Prämisse, dass das Subjekt letzten Endes nicht getäuscht wird.
Im Fall des Unterminierungsversuches des Genius Malignus Arguments ist die erste Prämisse faktisch nicht der Fall. Das Subjekt ist letzten Endes überzeugt davon, dass es nicht getäuscht wird. Sollte das Subjekt anfänglich auch das Getäuschtwerden erwägen oder davon überzeugt sein, tritt die erste Prämisse letzten Endes nicht in Kraft. Damit besteht kein Konflikt zwischen der angeblichen Intention der Täuscherinstanz und dem Getäuschten. Die Verstohlenheit eines möglichen Genius Malignus, der verdeckt agieren will, wäre gewährleistet. Oder das Subjekt wäre vom eigenen Getäuschtsein überzeugt. Diese Überzeugung dürfte jedoch niemals aufgegeben werden. Sobald die Überzeugung aufgegeben wird, ist die erste Prämisse nicht mehr erfüllt. Ein ausreichend potenter Genius Malignus könnte den Philosophen möglicherweise lediglich in bestimmten Hinsichten täuschen, in anderen wiederum nicht. Die Behauptung, dass ein Getäuschter anders Bezug auf irgendwelche Dinge nehmen würde als ein Nicht-Getäuschter, ist eine begründungsbedürftige Zusatzprämisse. Die Behauptung, dass ein Getäuschter anders Bezug auf irgendwelche Dinge nehmen würde als man selbst, ist im Kontext des Genius Malignus Arguments eine Petitio Principi. Es wird im Vorfeld eine Diskrepanz zwischen Bezugnahme des Getäuschten und eigener Bezugnahme angenommen, um zu beweisen, dass man nicht getäuscht wird, da die Bezugnahme sich unterscheiden würde. Weiterhin hat das Subjekt, werde es getäuscht oder nicht, lediglich Zugriff auf die eigene Art und Weise der Bezugnahme. Ein Vergleich zwischen verschiedenen, unterschiedlichen Subjekten zugehörigen Formen der Bezugnahme wäre spekulativ. Das Argument vom Genius Malignus hat eine moderate, destruktive Rückwirkung. Es kann nicht eindeutig davon gesprochen werden, worin der Genius Malignus den Philosophen täuscht oder wie viele Täuschungsinstanzen es gibt. Ob eine, keine oder mehrere. Sämtliche philosophisch ambitionierten Aussagen werden unterminiert. Die philosophische Konsequenz des Täuscherarguments ist der Zweifel am Täuscherargument, da das Täuscherargument im epistemisch in Frage gestellten Rahmen vonstatten geht. Dies gilt jedoch ebenfalls für den Zweifel am Täuscherargument, weshalb auch dieser in Zweifel gezogen werden muss. Ad infinitum. Mit dem Verweis auf die Infinität des Täuscherarguments ist philosophisch nichts gewonnen. Die Infinität einer Sache, Theorie oder eines Arguments ist für sich genommen noch kein Erweis für dessen Ungültigkeit oder Inkorrektheit. Es bedarf der argumentationslogischen Prämisse, dass dies der Fall ist. Die mögliche Tatsache, dass das Täuscherargument infinit ist, erlaubt für sich genommen noch keine positiven Rückschlüsse auf die epistemische Verlässlichkeit von Überzeugungen, der Logik oder des Denkens. Der Schein der Infinität könnte durch den Genius Malignus induziert worden sein. Das Postulat der Infinität des Täuscherarguments ist eine Aussage, die im Rahmen des epistemisch in Frage gestellten vonstatten geht. Sprache und Begriffe. Sprachliche Symbole funktionieren, hinsichtlich der Sprachpraxis, mehr oder weniger. Die Bedeutung von Symbolen ist relativ. Untersuchungen der Sprache geben unter anderem Auskunft darüber, wie ein bestimmtes Symbol üblicherweise oder in einem bestimmten Kontext, Sprachraum, Kulturkreis oder einer Epoche verwendet wird. Auf Sprachintuitionen beruhende Realdefinitionen, vollzogene Nominaldefinitionen, historische Etymologien und Begriffsanalysen sind epistemisch hinsichtlich einer sogenannten Sache, die beschrieben werden soll, nichtssagend. Sprachliche Untersuchungen sind sprachwissenschaftlich aussagekräftig. Nicht epistemisch. Die Realdefinition oder eine vollzogene Nominaldefinition der Buchstabenreihe Wissen oder Gerechtigkeit ist kein Erweis für die philosophische Angemessenheit oder das epistemische Zutreffen jener Definition. Die Definition sagt lediglich etwas über den Gebrauch oder die konstruierte semantische Funktion der Buchstabenreihe aus. Die Beschreibung, Erklärung oder Begründung sprachlicher Symbole oder Metaphern kann nur mittels irgendeiner Form von Sprache vollzogen werden. Die Beschreibung, Erklärung oder Begründung von Sprache und deren Symbolen oder Metaphern ist epistemologisch zirkulär. Das Explanandum gehört derselben Kategorie an wie das Explanans. Die mögliche vollständige empirische Adäquatheit einer fiktiven Sprache wäre kein Beleg für deren epistemisches Zutreffen, sondern für deren vollständige empirische Adäquatheit.
unterschiedliche sprachliche Systeme und/oder Symbolverwendungen, die sich gegebenenfalls gegenseitig ausschließen, können hinsichtlich desselben Phänomens empirisch adäquat sein. Ein sprachliches Symbol ist nicht deckungsgleich mit einer sinnlichen Wahrnehmung oder einem Phänomen. Ein sprachliches Symbol, 1, ist nicht deckungsgleich mit einem anderen Symbol, 2, das in der Sprachpraxis auf jenes sprachliche Symbol, 1, referiert. Sämtliche philosophischen Urteile sind sprachliche Urteile. Die mögliche empirische Adäquatheit einer bestimmten Denkweise ist, wäre kein Indiz für deren epistemisches Zutreffen, sondern lediglich für deren empirische Adäquatheit. Denken und Denkstruktur. Die mögliche empirische Adäquatheit einer bestimmten Denkweise ist, wäre kein Indiz für deren epistemisches Zutreffen, sondern lediglich für deren empirische Adäquatheit. Widerspruchsfreiheit und Kohärenz sind kein Beleg für den Wahrheitsgehalt einer Theorie. Sie sind es nur dann, wenn Wahrheit bereits im Vorfeld als Widerspruchsfreiheit und Kohärenz verstanden wird. Widerspruchsfreiheit und Kohärenz sind kein Indiz für den Wahrheitsgehalt einer Theorie. Sie sind es nur dann, wenn Widerspruchsfreiheit und Kohärenz als notwendige Bedingung für Wahrheit zugrunde gelegt werden. Die Denkstruktur kann nicht abgeworfen werden. Eine subjektunabhängige oder objektive Prüfung des Denkens ist nicht möglich. Jeder Prüfungsversuch findet im Rahmen des Denkens statt und ist damit epistemologisch zirkulär. Inhalte des Denkens können nur epistemologisch zirkulär begründet werden, indem sie mit anderen Inhalten des Denkens logisch in Beziehung gesetzt werden. Eine denkunabhängige Prüfung von Inhalten des Denkens ist nicht möglich. Die mögliche Tatsache, dass man felsenfest von bestimmten Axiomen überzeugt ist, ist kein Indiz für deren Richtigkeit oder Wahrheitsgehalt. Sie ist lediglich ein Beleg für das Ausmaß der Überzeugung und des Überzeugtseins. Sollte zugrunde gelegt werden, dass nur diejenigen Axiome wahr sein können, an die felsenfest geglaubt wird, dann ist das Überzeugtsein dennoch kein Beleg, jedoch ein Indiz für den Wahrheitsgehalt eines Axioms. Es zeigt sich phänomenal, dass Überzeugtsein und der Überzeugungsgrad hinsichtlich einer Sache verliebe und unbeständig sind oder bisher gewesen zu sein scheinen. Über subjektunabhängige und denkunabhängige Wahrheitswerte lassen sich keine philosophisch sinnvollen Aussagen treffen. Vom Denken kann nicht abstrahiert werden. Das Denken kann nicht aus einer Gleichung subtrahiert werden. Jede Abstraktion oder Subtraktion ist ihrerseits in das Denken eingebettet. Über die zukünftige Beständigkeit des Denkens lassen sich keine zuverlässigen Prognosen aufstellen. Eine gewisse, jedoch nicht gänzliche Wandelbarkeit und Fallibilität scheint sich phänomenal zu zeigen. Eine Induktion ist letzten Endes immer spekulativ. Der Unterschied zwischen Induktion und Abrichtung ist entweder arbiträr oder durch den Reflexionsgrad des Subjekts bestimmt. In jener Hinsicht unterscheidet sich die Fliege, die zu einem Objekt fliegt, nicht vom Menschen, der unbekümmert zu einem Objekt läuft. In der unreflektierten Erwartung, dass die Flügel bzw. Füße auch in einem Moment noch wie üblich funktionieren werden. Eine Deduktion bedarf einer abgeschlossenen Welt und der Kenntnis sämtlicher Sachverhalte innerhalb dieser abgeschlossenen Welt. Entweder das Ex planans ist dasselbe oder gehört derselben Kategorie an wie das Ex planandum oder nicht. Wenn das Ex planans dasselbe ist oder derselben Kategorie angehört wie das Ex planandum, dann ist die Untersuchung oder Methode epistemologisch zirkulär. Wenn das Ex planans nicht dasselbe ist wie das Ex planandum, dann kann das Ex planans, zum Beispiel die Beschreibung, nicht mit dem Ex planandum, zum Beispiel dem Phänomen, korrespondieren. Eine Aussage bedarf einer Begründung. Diese Begründung bedarf wiederum einer Begründung, um philosophisch begründet zu sein. Und so weiter. Die Fragen und Hinweise, warum, warum nicht das Gegenteil oder umgekehrt, bringen in letzter Konsequenz jede Theorie und jede Aussage in Begründungsnot. Keine Aussage ist letztbegründbar. Auch diese Aussage nicht. Ad infinitum. Eine nicht wahrheitsfähige oder hinsichtlich ihres Wahrheitswerts verneinte Aussage
ist nur dann philosophisch sinnlos, widersprüchlich oder selbst auflösend, wenn ein, zum Beispiel absoluter oder allgemeingültiger, Wahrheitsanspruch gestellt wird. Gereimtheiten und Ungereimtheiten von Aussagen beruhen auf Voraussetzungen, die jenen Gereimtheiten oder Ungereimtheiten vorausgehen. Jene Voraussetzungen lassen sich entweder akzeptieren oder nicht akzeptieren. No-Miracle-Behauptung. Die No-Miracle-Behauptung besagt letzten Endes, dass empirische Adäquatheit epistemische Korrektheit impliziert. Physikalische Formeln, Beobachtungen und so weiter sind allesamt Teil der Kognition. Die vollständige empirische Adäquatheit einer Formel oder Theorie wäre gegebenenfalls ein Indiz für die vollständige interne Kohärenz der Kognition, darunter die mögliche vollständige Kohärenz zwischen Beobachtung, Abwägung und daraus konstruierter Formel. Kohärenz ist nicht dasselbe wie empirische Adäquatheit. Kohärenz ist nicht dasselbe wie Wahrheit. Es lassen sich kohärente Systeme, Theorien oder Prämissenmengen konstruieren, die weder empirisch adäquat noch wahr, zutreffend korrekt, sind. Ein System, eine Theorie oder eine Prämissenmenge muss nicht vollständig empirisch adäquat sein, um, in Teilen, praktisch sinnvoll angewendet werden zu können. Wissen und Wahrheit. Wahrheit lässt sich unter anderem als Kohärenz zwischen verschiedenen Urteilen oder Prämissen nominal definieren. Dadurch werden die Begriffe der Wahrheit und des Wissens aufrechterhalten, ohne sich in die philosophischen Probleme eines absoluten, allgemeingültigen oder korrespondenziellen Wissens-Wahrheitsanspruchs zu begeben. In einem solchen Fall lässt sich davon sprechen, dass ein vollständig kohärentes System wahr ist. Wissen, Wahrheit, lässt sich als sinnlich wahrgenommenes, phänomenal auftretendes, vollständig, empirisch adäquates, festgeglaubtes oder als was auch immer zugrunde legen. Die Buchstabenreihen Wissen oder Wahrheit können unterschiedlich verwendet werden, unterschiedliche semantische Funktionen erfüllen. Es besteht kein philosophischer Konflikt zwischen einem Korrespondenztheoretiker, einem Kohärenztheoretiker und einem Anhänger eines davon abweichenden Wissens- oder Wahrheitsbegriffs. Es ist die Rede von unterschiedlichen Dingen, für die dieselbe Buchstabenreihe verwendet wird und damit oftmals dieselbe weltanschauliche Konnotation beigefügt wird. Die Frage, ob Wissen 1 in jener Form möglich ist, ist eine andere Frage als die Frage, ob Wissen 2 in solcher Form möglich ist. Die Fragen stehen in keinem Konflikt zueinander. Es gibt keinen philosophischen Konflikt im Sinne eines begrifflichen oder logischen Zusammenpralls. Es gibt lediglich unterschiedliche Probleme, Ungereimtheiten und Kritikpunkte für unterschiedliche Dinge bzw. Positionen. Der tatsächliche Konflikt ist weltanschaulicher, nicht philosophischer Natur. Wer hat die Autorität oder Überzeugungskraft, die Buchstabenreihe Wissen, Wahrheit für die eigene Sache verwendungsweise in Anspruch zu nehmen? Die unphilosophische Streitfrage des Hegemonieanspruchs lässt sich beheben, indem für unterschiedliche Begriffe oder semantische Funktionen unterschiedliche Buchstabenreihen Symbole verwendet werden. Die Buchstabenreihen Wissen und Wahrheit sind philosophisch nicht aufschlussreich. Im Fall der Kohärenz bedeutet Wahrheit, dass der Satz mit anderen, aus welchen Gründen auch immer, akzeptierten Sätzen vereinbar oder hinsichtlich dieser Sätze kohärent ist. In den anderen Fällen besagt die Beifügung der Buchstabenreihe gewusst oder wahr, dass beispielsweise eine bestimmte Sache sinnlich wahrgenommen wird, ein Satz empirisch adäquat ist oder fest an irgendetwas geglaubt wird. Die Buchstabenreihen erfüllen die semantische Funktion ihrer Definition. Über diese Definition hinaus ist nichts gesagt. Es ließe sich ebenso aufschlussreich davon reden, dass eine Sache sinnlich wahrgenommen wird, ein Satz empirisch adäquat ist oder fest an irgendetwas geglaubt wird. Es verändert sich gegebenenfalls die weltanschauliche und/oder emotionale Konnotation für den Sprecher/Hörer. Wissen und Wahrheit sind Buchstabenreihen, Symbole, die,
abhängig vom Sprachraum, auf eine bestimmte Weise verwendet und/oder gedeutet werden. Es ist philosophisch unnötig, auf ein bestimmtes Symbol zu beharren. Es lässt sich ebenso gut ein neues Symbol einführen, das dieselbe philosophische Funktion erfüllt, jedoch gegebenenfalls nicht dieselbe weltanschauliche oder emotionale Konnotation besitzt. Es ist philosophisch unnötig, auf die Abschaffung eines bestimmten Symbols zu beharren, falls im Austausch ein neues Symbol verwendet wird, das letzten Endes dieselbe philosophische Funktion erfüllt wie das abgeschaffte Symbol. Weitere Begriffe: Denken, Identität, Geist. Gemäß einem rationalistischen Begriff des Denkens ist Denken logische Abwägung oder mathematische Berechnung. Andere kognitive Zustände oder Inhalte sind kein Denken, zum Beispiel emotionale Zustände, die Abfolge bildlicher Eindrücke oder die Aneinanderreihung von Assoziationen. Unter der Buchstabenreihe Denken lässt sich jene kognitive Aktivität verstehen, die einer gewissen Konzentration oder Aufmerksamkeit bedarf und eine Systematik aufweist. Zum Beispiel gezielte Rekapitulation, Abwägung oder Gegenüberstellung hinsichtlich bestimmter Eigenschaften. Unter Denken lassen sich sprachliche kognitive Inhalte subsumieren. Denken ist demnach all diejenige kognitive Aktivität, die sich eines sprachlichen Mediums bedient. Unter der Buchstabenreihe Denken lässt sich sämtliche kognitive Aktivität subsumieren. Die Buchstabenreihe Denken bietet keinen explanatorischen Mehrwert. Kognitive Aktivität ist kognitive Aktivität. Mathematische Berechnung ist mathematische Berechnung. Rekapitulation ist Rekapitulation und systematische Abwägung ist systematische Abwägung. Die Buchstabenreihe wird mit der entsprechenden Definition gleichgesetzt. Es gibt keine philosophische Streitfrage, was Denken ist, sondern es gibt höchstens eine sprachwissenschaftliche Untersuchung darüber, auf welche Weise die Buchstabenreihe im entsprechenden Kontext, zum Beispiel im alltäglichen Gebrauch, verwendet wird. Für unterschiedliche Begriffe oder Definitionen lassen sich unterschiedliche Symbole verwenden. Für den Gebrauch oder die semantische Funktion spielt die spezifische Benennung keine Rolle. Der Konflikt um den Hegemonieanspruch der Buchstabenreihe Denken ist ein weltanschaulicher, kein philosophischer Konflikt. Dasselbe gilt ebenfalls für andere philosophische Begriffe und Wörter, zum Beispiel im Fall Identität. Im Fall Identität lassen sich für jedes Begriffsverständnis hypothetische Fälle oder Beispiele finden, bei denen sich die Identität dem entsprechenden Begriffsverständnis nach verändert, dem alltäglichen Betrachter jedoch als gleichbleibend erscheint, zum Beispiel bei unmittelbarer Neogenese. In der Alltagspraxis ist die vollständige Überprüfung von Identitäten nicht möglich. Um Identitäten zu überprüfen, bedürfte es gegebenenfalls der vollständigen Erkenntnis sämtlicher Eigenschaften jener Sachen, die auf eine Identität hin überprüft werden sollen. Phänomene sind gegeben. Dem Philosophen steht eine kognitive Sphäre zur Verfügung. Was nicht Teil dieser kognitiven Sphäre ist, ist in jener kognitiven Sphäre nicht gegeben. Was Teil dieser kognitiven Sphäre ist, ist in jener kognitiven Sphäre gegeben. Mit Buchstabenreihen wie Geist, Bewusstsein, materielle Welt oder Ähnlichem lässt sich die Sphäre beliebig unterteilen. Phänomenal und kognitiv ist jedoch nur eine Sphäre gegeben. Mögliche Unterteilungen sind nicht letztbegründbar. Mit jedem Begriffsverständnis, jedem Wortgebrauch und jeder postulierten Theorie gehen bestimmte philosophische und semantische Konsequenzen einher. Ein Problem liegt nur dann vor, wenn diese Konsequenzen weltanschaulich, aus welchen Gründen auch immer, nicht akzeptiert werden. Ein philosophisches Problem liegt immer nur hinsichtlich bestimmter Maßstäbe oder Prämissen vor. Begriffen und Wörtern inheriert nichts sogenanntes Substanzielles. Gegebenenfalls erscheint als substanziell dasjenige, worin sich verschiedene Verwendungen desselben Symbols üblicherweise semantisch überschneiden. Oder dasjenige, was mit einem Symbol, trotz unterschiedlicher Verwendungsweisen, emotional oder weltanschaulich assoziiert wird. Die Eliminierung einer Buchstabenreihe aufgrund ihrer semantischen Arbitrarität ist unnötig. Die Sprachpraxis funktioniert, mehr oder weniger. Bei Bedarf lassen sich die verwendeten Begriffe und Wörter methodisch, mehr oder weniger, spezifizieren, sodass die Sprachpraxis oder der Duktus unproblematischer vonstatten geht. Römisch 7. Ego cogito, ergo sum. Ego cogito, ergo sum.
Ich denke, also bin ich. Die Tatsache, dass ich denke, impliziert nach Descartes unbezweifelbar meine eigene Existenz. Sogar dann, wenn ich mich bei sämtlichen Sachverhalten täuschen würde, müsste ich zumindest als Getäuschter existieren. Der Getäuschte muss in irgendeiner Art und Weise existieren, um getäuscht zu sein. Das Cogito-Argument entsteht im Zuge der kartesianischen Skepsis. Es stellt sich heraus, dass zumindest am Akt des Denkens nicht gezweifelt werden kann. Die Aussage ego cogito ergo sum bedarf jedoch zusätzlicher Prämissen, um philosophisch fundiert zu sein. Dazu gehört beispielsweise die Prämisse, dass die epistemische Qualität der Sprache dazu ausreicht, um einen epistemisch gewissen Satz zu formulieren und dass der Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs wahr ist. Andernfalls könnte Denken zugleich Nicht-Denken implizieren. Im Rahmen des kartesianischen Szenarios bedarf es beispielsweise ebenfalls der Prämisse, dass das Cogito-Argument und dessen anscheinende Plausibilität nicht durch den Genius Malignus induziert wurden. Aufgrund der infiniten Natur eines versuchten allumfassenden Zweifels würde es im Rahmen der kartesianischen Methode nicht zur Formulierung des Cogito-Arguments kommen können. Im Cogito-Argument steckt eine Petitio Principi. Das Ich wird in den Prämissen bereits vorausgesetzt, um anschließend in die Konklusion verschoben zu werden. Durch einen reinen Denk- oder Wahrnehmungsakt steht jedoch nicht fest, wer, was, wie viele oder ob überhaupt irgendetwas denkt oder wahrnimmt. Möglicherweise steht das Denken oder Wahrnehmen für sich alleine. Postulierte Identität muss philosophisch begründet werden. Es bedarf einer Definition oder Grundlegung von Denken und von Existenz, damit der Satz ego cogito ergo sum philosophisch sinnvoll und aufschlussreich ist. Diese Definitionen oder Grundlegungen müssen begründet werden, damit sie philosophisch überzeugen. Es wird unbegründet vorausgesetzt, dass Denken notwendigerweise Existenz impliziert. Falls Existenz von vornherein als Denken zugrunde gelegt wird, liegt eine Scheinkonklusion vor. Durch die Schlussfolgerung wäre nichts gewonnen oder erklärt. Falls Existenz nicht als Denken zugrunde gelegt wird, besteht eine logische Lücke zwischen Prämisse und Konklusion. Römisch 8. Nihilismus. Es ließe sich behaupten, dass nichts sei. Gegebenenfalls ließe sich folgendermaßen argumentieren. Sämtliche Positionen und Argumente sind epistemisch unzureichend, also ist der Nihilismus wahr unabdingbar. In diesem Fall hat die nihilistische These eine dialektische Genealogie, also weil, deshalb, aufgrund dessen oder ähnliches. Ein philosophischer Nihilismus ist jedoch nicht nichts, sondern eine produktive Schlussfolgerung. Das Urteil, die Aussage, der Gedanke, die Überzeugung oder die Schlussfolgerung, dass nichts sei, ist nicht nichts. Das Urteil, dass nichts sei, negiert sich selbst. Die Aussage müsste lauten, dass außer jenem Urteil oder außer jener sprachlichen Formulierung, weiterhin gegebenenfalls der Prämisse der logischen und dialektischen Gültigkeit von Urteilen und so weiter, nichts sei. Ein Urteil oder eine sprachliche Formulierung ist kein Nichts. Nihilismus auf Objektebene, der durch ein Urteil auf der Metaebene legitimiert werden soll, ist kein Nihilismus im Sinne eines vollständigen Nichtseins. Schwärze und Leere sind nicht Nichts, sondern Schwärze und Leere. Wird Nichts als Schwärze und Leere zugrunde gelegt, dann ist Nichts semantisch Schwärze und Leere. Eine Vergegenwärtigung ist kein Nichts. Tatsächliches Nichtsein wäre weder vergegenwärtigbar, denkbar, aussprechbar noch schlussfolgerbar. Phänomene sind faktisch gegeben. Phänomene sind nicht nichts, außer wenn nichts definitorisch als Gegebensein von Phänomenen zugrunde gelegt wird. Die Aussage, dass Nihilismus lediglich die Negation ontologischer Existenz ist, macht philosophisch eine Definition von Existenz nötig. Der Nihilismus wäre in diesem Fall ebenso semantisch arbiträr und explanatorisch nichtssagend wie eine positive ontologische Position. Wenn das Urteil des Nihilismus
mit dem Satz des Widerspruchs kombiniert wird, um philosophisch gültig zu sein, verliert der Nihilismus seine dialektische Potenz. Das philosophische Ergebnis wäre dasselbe, wenn ein ontologisches Existenzurteil mit dem Satz des Widerspruchs kombiniert werden würde. Die Kombination des nihilistischen Urteils mit dem Satz des Widerspruchs würde gegebenenfalls unter anderem dazu führen, dass trotz des anscheinenden Gegebenenseins von etwas, von nichts gesprochen wird. Dies scheint keinen philosophischen Mehrwert zu bieten. Römisch 9. Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs. Es lässt sich anführen, dass Phänomene faktisch gegeben sind. Wären Widersprüche allgemein wahr, dann wären Phänomene zugleich auch nicht gegeben. Phänomene sind faktisch gegeben und nicht zugleich nicht gegeben. Damit können Widersprüche nicht allgemein wahr sein. Widersprüche zwingen zur Annahme, dass A und nicht A. Es besteht lediglich A. Wer dennoch die allgemeine Gültigkeit von Widersprüchen vertritt, widerspricht dem alleinigen Gegebensein von A. Unter der Annahme allgemeiner Widersprüchlichkeit ist es kein philosophisches Problem, wenn bestimmte Phänomene dem allgemeinen Gegebensein von Widersprüchen widersprechen. Die Widersprüchlichkeit der These der allgemeinen Widersprüchlichkeit ist kein Indiz für deren philosophische Falschheit, sondern ein Beleg für deren interne Kohärenz. Das heißt, der Übereinstimmung mit den zugrunde gelegten Prämissen. Wenn Widersprüche allgemeingültig sind, dann sind sie es auch nicht. Die These der Widersprüchlichkeit bestimmter Phänomene, bei denen phänomenal keine Widersprüchlichkeit vorzuliegen scheint, ist, mithilfe einiger Prämissen, philosophisch vollziehbar. Dies bietet anscheinend keinen wissenschaftlichen Mehrwert. Damit ein Argument logisch gültig ist, muss dessen Schlussmuster, Form, logisch gültig sein. A und nicht A ist formal äquivalent zu B und nicht B. A und nicht A ist jedoch keine Schlussfolgerung und kein Argument, sondern ein konkreter Fall. Es stellt sich die Frage, ob das formale Gegebensein einer Sache dasselbe formale Gegebensein in Bezug auf eine andere Sache impliziert. Dies scheint nicht notwendig der Fall zu sein. Es stellt sich weiterhin die Frage, ob sich bei einem konkreten Fall die inhaltliche Ebene von der formalen Ebene sinnvoll unterscheiden lässt oder ob das Gegebene schlichtweg für sich gegeben ist. Das Nicht-A eines Widerspruchs, A und Nicht-A, sagt nichts über den Inhalt von Nicht-A aus, außer dass es Nicht-A ist. Ob aus einem Widerspruch alles abgeleitet werden kann, ist durch den semantischen oder logischen Freiraum des Symbols Nicht-A bedingt. Das heißt, ob Nicht-A im Rahmen irgendeiner Semantik oder Logik alles sein kann, solange es Nicht-A ist, oder ob Nicht-A weitere Bedingungen unterliegt. Die Buchstabenreihe Widerspruch ist arbiträr. Die Buchstabenreihe kann unterschiedliche semantische Funktionen erfüllen oder verschieden angewendet werden. In einer Konzeption der Widersprüchlichkeit kann Nicht-A der einzigen Bedingung unterliegen, dass es Nicht-A ist. Was es darüber hinaus ist, spielt keine Rolle. In einer anderen Konzeption kann Nicht-A weiteren Bedingungen unterliegen. Das Nicht-A eines Widerspruchs, A und Nicht-A, sagt nichts über den Inhalt von Nicht-A aus, außer dass es Nicht-A ist. Ob aus einem Widerspruch alles abgeleitet werden kann, ist durch den semantischen oder logischen Freiraum des Symbols Nicht-A bedingt. Das heißt, ob Nicht-A im Rahmen irgendeiner Semantik oder Logik alles sein kann, solange es Nicht-A ist, oder ob Nicht-A weiteren Bedingungen unterliegt. Die Buchstabenreihe Widerspruch ist arbiträr. Die Buchstabenreihe kann unterschiedliche semantische Funktionen erfüllen oder verschieden angewendet werden. In einer Konzeption der Widersprüchlichkeit kann Nicht-A der einzigen Bedingung unterliegen, dass es Nicht-A ist. Was es darüber hinaus ist, spielt keine Rolle. In einer anderen Konzeption kann Nicht-A weiteren Bedingungen unterliegen. Es handelt sich um verschiedene Begriffe, für die dieselbe Buchstabenreihe verwendet wird. Es lassen sich sprachlich beispielsweise sogenannte enge Widersprüche, A und Nicht-A in derselben Hinsicht, von sogenannten weiten Widersprüchen, A und Nicht-A nicht notwendig in derselben Hinsicht, unterscheiden. Eine wissenschaftliche Position kann theoretisch widerspruchsfrei und dennoch empirisch inadäquat sein.
Eine wissenschaftliche Position kann empirisch adäquat und dennoch theoretisch widersprüchlich sein. Römisch 10. Relativismus und Absolutismus. Es ließe sich behaupten, dass alles relativ ist. Es ließe sich behaupten, dass die Aussage, alles ist relativ, ihrerseits relativ sein müsste, damit sie zuträfe. Dies ist kein philosophisches Problem, sondern ein Beleg für die Kohärenz jener Position. Die Relativität des Relativismus ist nur dann ein Problem, wenn absolutistische Voraussetzungen in die Position projiziert werden. Zum Beispiel die Voraussetzung, dass eine philosophisch überzeugende Aussage nicht relativ sein kann. Es ist eine Frage der weltanschaulichen Konvention, welche Position als fragwürdiger oder begründungsbedürftiger erachtet wird. Für sich genommen ist die Aussage, etwas, alles ist relativ, nicht fragwürdiger als die Aussage, etwas, alles ist absolut. Weiterhin ist der Satzteil relativ nicht mehr oder weniger philosophisch erklärungsbedürftig als der Satzteil absolut. Ferner sind jene Satzteile nicht mehr oder weniger philosophisch erklärungsbedürftig als jeder andere Satzteil. Alles ist relativ, also auch diese Aussage ad infinitum. Alles ist absolut, also auch diese Aussage ad infinitum. Was ist ein relativer Fakt? Was ist ein absoluter Fakt? Ob relativistische, absolutistische Sprechakte sprachpragmatisch funktionieren, ist dadurch bedingt, in welcher Hinsicht sie beanspruchen, relativistisch-absolutistisch zu sein. Vollkommen absolutistische Sprechakte funktionieren sprachpragmatisch ebenso gut, schlecht wie vollkommen relativistische Sprechakte. Eine Buchstabenreihe ist ein Symbol. Dieses Symbol sagt für sich genommen nichts darüber aus, ob jenes Symbol relativistisch oder absolutistisch zu deuten ist. Möglicherweise wird die Prämisse zugrunde gelegt, dass jenes Symbol sich semantisch auf alles beziehen soll, was in irgendeiner Weise gegeben ist. Möglicherweise wird die Prämisse zugrunde gelegt, dass jenes Symbol sich semantisch lediglich auf sich selbst bezieht. Möglicherweise wird die Prämisse zugrunde gelegt, dass jenes Symbol sich semantisch auf gar nichts bezieht. Möglicherweise wird die Prämisse zugrunde gelegt, dass jenes Symbol sich semantisch auf einige Dinge bezieht, auf andere wiederum nicht. Jede Aussage bedarf Zusatzprämissen und Voraussetzungen, um philosophisch aufschlussreich zu sein. Letztendlich bedarf jede Aussage endlos Zusatzprämissen, um vollständig aufschlussreich und/oder vollständig begründet zu sein. Jeder erklärende oder begründende Satz muss seinerseits erklärt oder begründet werden. Sollte die endlos fortgreifende Erklärungsnot oder Begründungsnot durch die Selbstbezüglichkeit einer Aussage behoben werden, kann diese Behebungsart für absolutistische wie relativistische Aussagen gleichermaßen verwendet werden. Die Relation zwischen dem epistemologischen System C und dem Objekt A liegt auch dann vor, wenn es lediglich ein einziges epistemologisches System gibt. Es gibt endlos Stellen der Relation Beziehung Hinsicht. Beispielsweise ist Aussage X relativ, nicht relativ, hinsichtlich Y und so weiter. Auf Objektebene nicht relative Verhältnisse weisen gegebenenfalls eine Meta-Relation auf. Römisch 11. Wahr und falsch. Wahr und falsch. Korrekt und inkorrekt. Angemessen und unangemessen. Scheinen allesamt Bestätigungen oder Ablehnungen hinsichtlich vorausgesetzter Prämissen, Theorien, Weltanschauungen, Auffassungen oder Assoziationen zu sein. Damit eine These notwendigerweise aus Informationen resultiert, sind sämtliche möglichen Informationen nötig. Eine Überzeugung ist gerechtfertigt, wenn sämtliche Alternativen ausgeschlossen wurden. Es können nicht sämtliche Alternativen ausgeschlossen werden. Wann ist eine Überzeugung gerechtfertigt? Dies ist abhängig von der Verwendungsweise der Buchstabenreihe gerechtfertigt. Methodische Voraussetzung. Es lässt sich derart kommunizieren, dass sich zwei unterschiedliche Akteure auf dasselbe Referenzobjekt beziehen. Die beiden Akteure können sich weiterhin sprachlich auf denselben Sachverhalt, in derselben Hinsicht und in derselben Sprechweise im äquivalenten Gebrauch sprachlicher Symbole beziehen, ohne dieselbe Person zu sein. Sogar in diesem Fall gibt es keine Uneinigkeit, wenn einer sagt, dass er etwas schön fände und der andere sagt, dass er dies nicht schön fände. Es gibt ebenfalls keine Uneinigkeit, wenn einer sagt, dass er etwas schön fände und der andere sagt, dass eben jener dies nicht schön finden solle. Das Referenzobjekt ist dasselbe, die Domäne der Aussage ist jedoch nicht dieselbe.
Es liegt im Rahmen der methodischen Voraussetzungen eine Uneinigkeit vor, wenn einer sagt, dass er etwas schön fände und der andere sagt, dass eben jener dies nicht schön fände. Die meisten sprachpragmatischen Ungereimtheiten oder Uneinigkeiten liegen darin, dass unterschiedliche Gesprächsteilnehmer für unterschiedliche semantische Funktionen, unterschiedliche weltanschauliche Konnotationen und/oder unterschiedliche emotionale Assoziationen dieselbe Buchstabenreihe verwenden oder sogar alleinig für ihre Verwendungsweise, Konnotation, Assoziation beanspruchen. Zweiter Teil. Wozu fortfahren? Es ließe sich die Frage formulieren, ob Philosophie betrieben werden kann, wenn sich jedweder epistemischer Anspruch als unhaltbar erweist. Es kann versucht werden, empirische oder phänomenale Adäquatheit mittels methodischer Umschreibung zu erreichen. Mangelnder epistemischer Anspruch führt nicht zum Einsturz der Wissenschaft. Auf die Wissenschaftspraxis hat mangelnder epistemischer Anspruch gegebenenfalls gar keine Auswirkungen. Ein über empirische Adäquatheit hinausgehender Anspruch auf epistemisches Zutreffen bietet keinen explanatorischen Mehrwert. Es handelt sich lediglich um eine weltanschauliche Absolutierung der These oder Theorie. Die Absolutierung von Thesen oder Theorien unterminiert weltanschaulich von vornherein jede davon abweichende These oder Theorie. Dies erschwert die sachliche Auseinandersetzung mit abweichenden Thesen oder Theorien. Die Absolutierung von Thesen oder Theorien ist der Wissenschaftspraxis nicht zuträglich. Wozu aufhören? Skeptizismus diktiert in keine Richtung. Die Philosophie abzuschaffen, weil sich epistemische Ansprüche anscheinend nicht letzt begründen lassen, wäre nicht mehr oder weniger plausibel als die Philosophie fortzuführen, weil sich epistemische Ansprüche anscheinend nicht letzt begründen lassen. Eine Darstellung ist nicht dasselbe wie ein Überzeugungsversuch. Eine Handlung braucht weder epistemische Gewissheit noch Absolutheitsanspruch. Keine Handlung wird durch epistemische Gewissheit gestützt. Nur wenige Handlungen werden im Glauben getätigt, dass sie durch epistemische Gewissheit gestützt seien. Römisch 1. Was bleibt übrig? Etwas scheint, aus welchem Grund auch immer, de facto, phänomenal oder auf welche Art und Weise auch immer, unmittelbar gegeben. Die sprachliche Formulierung des Gegebenen scheint nicht dasselbe wie das Gegebene zu sein und schöpft es nicht aus. Es lassen sich methodisch Phänomene umschreiben, ohne einen epistemischen Anspruch zu stellen. Diese methodischen Umschreibungen oder Phänomene können im Rahmen der Sprache wiederum als mehr oder weniger phänomenal adäquat erscheinen. Es ist philosophisch ungewiss, in welchem Milieu sich das unmittelbar Gegebene bewegt und ob es sich in einem Milieu bewegt. Es ist philosophisch ungewiss, welcher epistemische Wert dem Gegebenen beizumessen ist. Es ist ebenfalls philosophisch ungewiss, ob das Gegebene zugleich auch nicht gegeben ist, wie oder ob es kausal reguliert ist und ob darüber hinaus noch etwas anderes gegeben ist. Es besteht lediglich Zugriff auf das Gegebene. Das Gegebene ist der einzige philosophische Anhaltspunkt. Eine philosophisch sinnvolle Aussage muss sich damit auf das Gegebene beziehen. Eine Aussage ist wissenschaftlich relevant, wenn deren Adäquatheit am Gegebenen überprüfbar ist. Das Gegebene erweist sich durch sich selbst als gegeben. Das Gegebene lässt sich methodisch als selbst bezeichnen. Es ließe sich behaupten, dass das Gegebene oder irgendwelche Phänomene als solche nicht tatsächlich gegeben seien, sondern dies lediglich der Fall zu sein scheine. Dies impliziert jedoch, dass das Gegebene oder irgendwelche Phänomene vorzuliegen scheinen. Der semantische Inhalt ist letztendlich derselbe. Es wird lediglich eine spekulative Ebene hinzugefügt, das eigentliche Sein, mithilfe welcher Zusatzprämissen und wie auch immer dies auf welche Weise auch immer definiert werden möge, im Gegensatz zum Erscheinenden. Über jene spekulierte Ebene, was auch immer sie in jenem Fall bedeuten soll, werden keine Aussagen getroffen. Falls jene spekulierte Ebene nicht zum Gegebenen gehört, lassen sich darüber keine philosophisch sinnvollen Aussagen treffen. Ob das Gegebene als objektiv, subjektiv, wahr, falsch oder als wie auch immer bezeichnet wird, ist philosophisch und explanatorisch unbedeutend. Durch die Beifügung irgendeiner, gegebenenfalls in erster Linie, weltanschaulich konnotierten Buchstabenreihe ist kein philosophischer Mehrwert gewonnen. Weltanschauliche, spekulative oder metaphysische Deklarierungen,
Die Beanspruchen, über den Rahmen des Gegebenen hinauszugehen, sind weder philosophisch entscheidbare noch philosophisch oder explanatorisch aufschlussreiche Aussagen. Römisch 2. Dialektische Manie. Es gibt dialektische Operatoren, beispielsweise deshalb, demnach, aufgrund dessen, in Anbetracht oder in Zusammenhang. Weiterhin gibt es mathematische Operatoren oder Bindeglieder wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Ferner gibt es allgemeine Operatoren, beispielsweise assoziative Verbindungen. Diese dialektischen Bindeglieder werden, bewusst oder unbewusst, zwanghaft angewendet. Dies ist auch dann der Fall, wenn philosophisch versucht wird, sich dieser Bindeglieder zu entsagen. Dialektische Bindeglieder werden auch dann angewendet, wenn dialektische Bindeglieder als solche als falsch oder unsinnig erachtet werden. Sämtliche Gedanken gehen mit Hilfe solcher Bindeglieder vonstatten. Zum Beispiel ist man intuitiv davon überzeugt, dass sich die Phänomene verändern, zum Beispiel man selbst vorwärts geht, wenn die Beine entsprechend bewegt werden. Oder man ist davon überzeugt, dass eine linke Hand und eine rechte Hand zusammen zwei Hände ergeben. 1 plus 1 gleich 2. Der Zwang, bestimmte Symbole oder Verhältnisse in irgendeinen beliebigen Zusammenhang zu bringen, beginnt bereits bei grundlegenden phänomenalen Eindrücken. Zum Beispiel wird ein Phänomen intuitiv als in Zusammenhang mit einem anderen Phänomen geglaubt. Sogar vermeintlich willkürliche Assoziationsreihen stehen zumeist in irgendeinem Zusammenhang. Es werden permanent Handlungen ausgeführt oder Eindrücke gehegt, die auf einer Vielzahl von unbegründeten und unreflektierten Prämissen beruhen. Eine dieser Prämissen scheint das eigene, eigens zugehörige, eigens unmittelbar verwendbare oder ähnliches zu sein, in dessen Rahmen oder auf dessen Grundlage anscheinend gehandelt oder gemacht wird. Die intuitive Plausibilität und zwanghafte Ausführung der dialektischen Operatoren ist kein Indiz für deren epistemisches Zutreffen. Zumindest solange epistemisches Zutreffen nicht als intuitive Plausibilität oder zwanghafte Ausführung nominal definiert wird. Wird sie als solche nominal definiert? Bietet die Beifügung epistemisches Zutreffen über die spezifische Definition hinaus keinen explanatorischen Mehrwert. Sämtliche Versuche, sich philosophisch von diesem dialektischen Zwang zu lösen, diesen zu unterminieren, zu widerlegen oder zu vermeiden, bedienen sich wiederum anderen inhaltlichen Formen dieses dialektischen Zwanges. Versuche dieser Art unterstreichen das Vorliegen der dialektischen Manie. Es ließe sich behaupten, dass vollständiges Chaos oder irgendeine andere Form des Zusammenhangs herrsche, der nicht die dialektische Manie sei, es jedoch scheine, als sei die dialektische Manie gegeben. Über irgendein spekulatives Eigentliches, im Gegensatz zum Scheinenden, werden im Rahmen der methodischen Schilderung keine Aussagen getroffen. Da sich jenes Eigentliche nicht auf das Gegebene oder die Phänomene zu beziehen scheint, lässt sich von vornherein nicht philosophisch sinnvoll darüber sprechen. Das Sprechen von einem Eigentlichen ist eine Projizierung dualistisch-realistischer, Phänomen versus Eigentliches, Kategorien in das Gesagte. Römisch 3. Epistemologische Deduktion. Es folgt eine, unter Vorbehalt vollzogene, methodische Deduktion oder Beobachtung der Grundlagen der dialektischen Manie. Diese Deduktion oder Beobachtung unterliegt, wie jede Philosophie, zugleich der dialektischen Manie und ist damit epistemologisch zirkulär. Die verwendeten sprachlichen Symbole zielen auf das Funktionieren der methodischen Darstellung ab und stellen keinen absoluten semantischen Anspruch irgendeiner Art. Die Verwendung des hiesigen Vokabulars geschieht unter Vorbehalt. Es lassen sich anscheinend keine letztbegründbaren Aussagen darüber treffen und es werden keine Aussagen darüber getroffen, ob oder in welchem Ausmaß diese, gegebenenfalls welche, Grundlagen der dialektischen Manie fallibel oder infallibel sind. Bedingungen und Umstände. Wenn in Zusammenhängen geglaubt, gedacht, agiert, vergegenwärtigt oder ähnliches, wird in Bedingungen und Umständen geglaubt, gedacht, agiert, vergegenwärtigt oder ähnliches. Es handelt sich um die Voraussetzung, dass eine oder mehrere Bedingungen, Faktoren, Ursachen, Summanden oder ähnliches, einen Umstand, ein Produkt, eine Wirkung, eine Summe oder ähnliches, implizieren oder zu einem Umstand führen. Eine Bedingung ist genau dann Konstituente eines Umstandes, wenn jener Umstand ohne diese Bedingung, in jedem spezifischen Fall, nicht impliziert oder zustande gekommen wäre. Ob das Bedingungsphänomen das Umstandsphänomen kausal verursacht, das Umstandsphänomen sequenzartig nachfolgt oder ähnliches, ist damit nicht gesagt.
Diese Begrifflichkeiten lassen sich auf die Logik und die Mathematik übertragen. Eine Bedingung kann hinreichend oder notwendig sein. Ein Umstand kann mehrere Bedingungen haben. Dieselben Bedingungen führen zu denselben Umständen. Damit ist nicht gesagt, dass sich die Bedingungen jemals exakt wiederholen. Dieselben Teilbedingungen führen oftmals zu denselben Teilumständen. Verschiedene Bedingungen können, in einer spezifischen Hinsicht, anscheinend zu denselben Umständen führen. Das Verhältnis der Faktoren. Das Verhältnis ist das formale Bindeglied zwischen der Bedingung und dem Umstand. Die gesamte Bedingung, Gesamtbedingung, lässt sich in Faktoren, Einzelbedingung, Unterbedingung, Subbedingung unterteilen. Diese Faktoren weisen eine gewisse Potenz, Kraft auf. Der Einfluss, die Prägung eines Faktors ist dessen Auswirkung auf den letztendlichen Umstand. Die Kraft eines Faktors ist kein absolut fester, bestimmbarer Wert. Die inhaltliche Setzung eines, beispielsweise numerischen, Kraftwerts ist letztendlich arbiträr. Faktoren inhibieren nicht die Kraft, sondern den Einfluss anderer Faktoren. Zum Beispiel ist die sogenannte Kraft der 2 in 2 plus 0 gleich 2 und 2 plus 2 gleich 4 dieselbe. Es unterscheidet sich lediglich der Einfluss auf den letztendlichen Umstand. Die Kraft eines Faktors ist nicht alleinig ausschlaggebend für dessen Einfluss, solange weitere Faktoren vorliegen. Der Einfluss eines Faktors ist ebenfalls durch die Kraft anderer Faktoren bedingt. Umso mehr nicht eigene, fremde Kraft vorliegt, desto weniger Einfluss besitzt ein Faktor. Zum Beispiel beträgt der Einfluss von 2 in 2 plus 0 gleich 2 hinsichtlich des letztendlichen Umstandes 100%, in 2 plus 2 gleich 4 50%. Umso weniger nicht eigene, fremde Kraft vorliegt, desto mehr Einfluss besitzt ein Faktor. Wie viel nicht eigene, fremde Kraft es braucht, damit der betrachtete Faktor viel, wenig, arbiträre Bezeichnung, Einfluss hat, hängt von der Kraft jenes Faktors ab. Ein simplifiziertes Beispiel. Der Einfluss eines Pfeilschusses, Kraft X, auf den letztendlichen Umstand der Verfassung der Zielscheibe ist geringer, wenn Wind, Kraft Y, herrscht. Ist die Kraft des Schusswerkzeuges jedoch um ein Vielfaches höher, zum Beispiel dann, wenn es sich um ein Gewehr oder um eine Sprengstoffrakete handelt, sinkt der Einfluss des Windes, Kraft Y, auf den Umstand der Verfassung der Zielscheibe. Ein Faktor lässt sich theoretisch in Teilfaktoren unterteilen, die letztendlich jeden Faktor, in diesem Fall, den Umstand oder hinsichtlich eines letztendlich betrachteten Umstandes, den Teilumstand, prägen oder bedingen. Ob eine Sache ein Faktor oder ein Umstand ist, ist anscheinend lediglich durch den Gegenstand der Betrachtung bedingt. Verschiedene Faktoren können hinsichtlich eines Umstandes dieselbe Tendenz begünstigen und sich dennoch in ihrem Einfluss unterscheiden. Zum Beispiel wird ein kraftloses Objekt in einer zweidimensionalen Welt von zwei Antrieben nach rechts bewegt. Der eine Antrieb hat den Kraftwert 10, der andere Antrieb hat den Kraftwert 90. Beide Antriebe begünstigen dieselbe Tendenz, die Rechtsbewegung. Der eine Antrieb hat jedoch lediglich 10% Einfluss auf den Umstand der Objektbewegung. Würde sich der eine Antrieb nach links bewegen, bliebe sein Einfluss derselbe, obwohl er nicht mehr dieselbe Tendenz begünstigt. Im Beispiel ist der letztendliche Gesamtumstand das Gegebensein der zweidimensionalen Welt, das Gegebensein des Objekts, das Gegebensein der Antriebe und die Bewegung nach rechts mit einem letztendlichen Bewegungswert nach rechts von x. Der Umstand ist beispielsweise die Objektbewegung nach rechts mit einer Geschwindigkeit von x. Kohärenz oder Prämissenintegrität. Die Integrität von Aussagen, Konklusionen, Theorien mit ihren vorausgesetzten Prämissen und oder angewandten Maßstäben lässt sich als Kohärenz bezeichnen. Eine, in jedem Sinne, inkohärente Aussage, Konklusion, Theorie nimmt sich die eigene Prämissengrundlage. Dies ist gegebenenfalls nicht dasselbe wie die Selbstwidersprüchlichkeit einer Aussage, Konklusion, Theorie. Obwohl diese beiden Dinge bei einigen selbstwidersprüchlichen Aussagen anscheinend zusammenfallen, wie beispielsweise bei der Aussage, dass dieser Satz kein Satz ist. Es scheint im Rahmen der dialektischen Manie eine Aversion gegen Aussagen, Konklusionen, Theorien vorzuliegen, die nicht, in jedem dargestellten Sinne, kohärent sind. Widersprüche. Es ist phänomenal nicht gegeben, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukommt und nicht zukommt. Phänomene widersprechen sich, in jedem Sinne, nicht gegenseitig. Dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukommt und nicht zukommt, kann sich nicht vergegenwärtigt werden. Es kann sich lediglich vergegenwärtigt werden,
dass dasselbe demselben in derselben Beziehung in einem Fall zukommt und in einem anderen Fall nicht zukommt. Jede Aussage, der nicht der Satz des engen ausgeschlossenen Widerspruchs auf Metaebene oder in Bezug auf jene spezifische Aussage zugrunde liegt, ist als solche dialektisch irrelevant. Sie ist als solche insofern dialektisch irrelevant oder ohne relevanten dialektischen Anspruch, als dass ebenfalls deren Gegenteil und gegebenenfalls jede weitere Aussage legitimiert und nicht legitimiert wird. Die ursprüngliche Aussage ist dialektisch nicht deren Gegenteil übergeordnet. Es wäre letztendlich dasselbe, wenn inhaltlich, ebenfalls ohne den Anspruch der Widerspruchsfreiheit in Bezug auf die spezifische Aussage, das Gegenteil gesagt worden wäre. Es spielt philosophisch keine Rolle mehr, was die ursprüngliche Aussage ist. Im Fall nicht-polysemer Aussagen ist der Satz des engen ausgeschlossenen Widerspruchs eine stete implizite Prämisse hinsichtlich der getätigten Aussage. Zum Beispiel liegt der Aussage, dass Widersprüche wahr sind, die intuitive Voraussetzung zugrunde, dass die Aussage, dass Widersprüche wahr sind, dialektisch relevant ist. Die Widerspruchsfreiheit, der singuläre Anspruch jener Aussage, wird mindestens auf der Metaebene vorausgesetzt. Singulär steht in diesem Fall für Nicht-Ambiguität und dialektische Relevanz. Falls der Anspruch auf Widersprüchlichkeit ebenfalls auf die Metaebene übertragen wird, verschiebt sich die Voraussetzung der Widerspruchsfreiheit des singulären Anspruchs auf die Meta-Meta-Ebene und so weiter. Bei jeder getätigten Aussage wird, im unmittelbaren Moment, stets manisch davon ausgegangen, dass in derselben Beziehung nicht zugleich auch das Gegenteil der Fall ist. Bei jeder getätigten Handlung wird manisch vorausgesetzt, dass jene Handlung nicht zugleich die erstrebte Absicht sowie in derselben Beziehung deren Gegenteil herbeiführt. Widersprüche können methodisch mittels Symbolen konstruiert werden. Mittels Symbolen können keine tatsächlichen Widersprüche konstruiert werden. Die Bedeutung eines Symbols ist dessen semantische Funktion Gebrauch. Die semantische Funktion von Symbolen ist niemals dieselbe, wenn es sich um denselben Aussagenzusammenhang handelt. Es bedarf jedoch der expliziten Negation einer vorliegenden Äquivalenz, um einen Widerspruch zu konstruieren. Wenn beispielsweise in der Aussage Apfel und Apfel die Bedeutung semantische Funktion der Hauptwörter nicht dieselbe ist. Kann Apfel und Nicht-Apfel kein Widerspruch sein, da es von vornherein keine Bedeutungsäquivalenz gibt, die negiert werden kann. Angebliche Widersprüche sind entweder Äquivokationen, Pseudowidersprüche oder weltanschauliche Unvereinbarkeit. Äquivokationen entstehen durch die Verwendung derselben Buchstabenreihe oder Kategorie, zum Beispiel gut, schlecht, wahr, falsch, trotz unterschiedlicher semantischer Funktionen oder unterschiedlicher Maßstäbe, Ebenen, Verhältnisse. Bei Pseudowidersprüchen bezieht sich die vermeintliche Kontradiktion, gegebenenfalls trotz anscheinend präziser Symbolverwendung, nicht auf dieselben Sachverhalte oder Beziehungen. Bei weltanschaulichen Unvereinbarkeiten wird durch die, gegebenenfalls unbewusste, Hinzunahme weiterer Prämissen, in jedem konkreten Fall, ein Sachverhalt impliziert, der nach der weltanschaulichen Auffassung irgendeiner Person unangenehm aneckt. Gegebenenfalls führen einige der, gegebenenfalls unbewusst, hinzugenommenen Prämissen zu einem philosophischen Konflikt mit dem letztendlichen Sachverhalt. Die philosophische Ungereimtheit liegt in diesem Fall nicht im Sachverhalt selbst, zum Beispiel in irgendeiner Welt X, die Einführung der Todesstrafe führt statistisch zu weniger Morden, sondern an den hinzugefügten, gegebenenfalls weltanschaulichen Prämissen. Ein Beispielfall, in dem eine weltanschauliche Ungereimtheit und eine Äquivokation vorliegen. Die Todesstrafe ist in jedem Fall moralisch schlecht. Idealorientierte Moralvorstellung. Die statistisch verringerte Anzahl an Morden ist moralisch gut. Konsequenzialistische, pragmatische Moralvorstellung. Moralisch verwerfliche Handlungen können in keinem Fall praktisch oder moralisch erstrebenswerte Folgen haben. Kausale, regularitätstheoretische Annahme. Die Einführung der Todesstrafe führt statistisch zu weniger Morden. Tatsache der Welt X. Konklusionen für die Wissenschaftspraxis. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, irgendeine Theorie, Erklärung, Aussage von vornherein abzulehnen. Diejenige Theorie, Erklärung, Aussage ist die wissenschaftlich angemessenste, die am ehesten phänomenal oder empirisch adäquat ist. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, eine inkohärente oder widersprüchliche Theorie, Erklärung, Aussage nicht anzuwenden oder abzulehnen, wenn sie phänomenal oder empirisch adäquat ist. Falls sich in manchen Fällen phänomenale oder empirische Adäquatheit auf Kosten der Kohärenz einer Theorie, Erklärung, Aussage konstruieren lässt, gibt es keinen wissenschaftlichen Grund, dies kategorisch abzulehnen.
Die fehlende allgemeine, phänomenale oder empirische Adäquatheit einer Theorie, Erklärung, Aussage impliziert für sich genommen nicht, dass diese Theorie, Erklärung, Aussage nicht auf den Bereich ihrer phänomenalen oder empirischen Adäquatheit angewendet werden sollte. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, irgendeiner Theorie, Erklärung, Aussage einen kategorischen Hegemonieanspruch beizumessen. Unterschiedliche, gegebenenfalls sogar miteinander konfligierende Theorien, Erklärungen, Aussagen können gleichermaßen phänomenal oder empirisch adäquat sein. Der kategorische Hegemonieanspruch einer Theorie, Erklärung, Aussage führt zur kategorischen Verneinung anderer, möglicherweise angemessener Theorien, Erklärungen, Aussagen. Der kategorische Hegemonieanspruch einer Theorie, Erklärung, Aussage unterbindet von vornherein jede Modifikation und Weiterentwicklung jener Theorie, Erklärung, Aussage. Ein kategorischer Hegemonieanspruch ist in der Praxis wissenschaftsfeindlich. Phänomenale und empirische Adäquatheit sind die einzigen, wissenschaftlich sinnvoll anwendbaren, Maßstäbe. Dies gilt für alle Wissenschaften. Unter Vorbehalt lässt sich gängiges wissenschaftliches und philosophisches Vokabular nutzen. Es lassen sich weiterhin jedwede Spekulationen anstellen, solange diese Spekulationen wissenschaftlich und philosophisch sinnvoll sind. Römisch 4. Handlungsphilosophisches Ultimum. Der einzige philosophische Anhaltspunkt ist das Gegebene. Es können nur jene Maximen oder Ideale handlungsphilosophisch sinnvoll sein, die im Gegebenen vorliegen. Eine sinnvolle Handlungsphilosophie muss sich am Gegebenen orientieren. Die Orientierung am Gegebenen ist keine Wahl, nicht normativ oder dergleichen, sondern die einzige handlungsphilosophische Möglichkeit. Ultimum. Das Gegebene ist, so lässt sich formulieren, die dialektische Manie und dessen mehr oder weniger arbiträrer Inhalt, Phänomene. Die Regularitäten der sinnlichen Wahrnehmung sind nicht einsehbar. Die Verfolgung, Anstrebung eines konkreten Inhalts oder sinnlich wahrnehmbaren Guts wäre arbiträr. Auf arbiträrer Grundlage lässt sich letzten Endes kein Verantwortungszuspruch tätigen und die handlungstheoretisch relevante Entität, der Akteur, erübrigt sich. Sinnvolle Handlungsphilosophie ist nicht gänzlich arbiträr. Damit ist eine sinnvolle Handlungsphilosophie keine Anleitung und kein Streben nach einem konkreten sinnlich wahrnehmbaren Gut, Zustand oder Inhalt. Sinnvolle Handlungsphilosophie orientiert sich an der Struktur des Gegebenen, der dialektischen Manie. Es ließe sich behaupten, dass das handlungsphilosophische Ultimum falsch, inkorrekt oder unangemessen sei. Mögliche Gegenargumente gegen diese Behauptung seien ebenfalls falsch. Der Eindruck der Richtigkeit solcher Darstellungen oder Argumente sei auf einen Genius malignus zurückzuführen, der den Philosophen täuscht. Werde das Ultimum als falsch, inkorrekt, unangemessen, wahr, korrekt oder angemessen bezeichnet? Das Gegebene ist, scheint der einzige Anhaltspunkt zu sein. Dieser Eindruck möge durch die Täuschung eines Genius malignus zustande gekommen sein oder nicht. Es ändert sich nichts daran, dass kein anderer Anhaltspunkt gegeben zu sein scheint. Ob es unabhängig vom Gegebenen, unabhängig von der gegebenenfalls getäuschten Kognition des Philosophen oder ähnliches, welches Vokabular man auch immer verwenden möchte, einen anderen Anhaltspunkt gibt, ist keine philosophisch relevante Frage, da sie nicht das Gegebene betrifft. Möge all dies ein Eindruck sein, der durch die Täuschung eines Genius malignus zustande gekommen ist oder nicht. Der Vokabularaustausch von ist, scheint auf ist, scheint, ist eigentlich jedoch falsch, ist explanatorisch irrelevant. Ob ein Genius malignus den Philosophen täuscht oder nicht, lässt sich weder feststellen, noch ist dies handlungsphilosophisch relevant. Römisch 5. Deduktion der Handlungsphilosophie. Im Folgenden wird die Handlungsphilosophie unter Vorbehalt aus der dialektischen Manie deduziert. Für die praktische Verwirklichung einer Handlungsphilosophie scheinen verschiedene Bedingungen nötig zu sein. Einerseits müssen sich aus der dialektischen Manie handlungsphilosophische Maßstäbe ableiten lassen, andererseits müssen Maximen, ideale Beschlüsse, Überlegungen oder Überzeugungen praktisch umsetzbar, verfolgbar oder anstrebbar sein. Das heißt, dass das Selbst, praktisch, hinsichtlich Handlungen und spezifischen Absichten, durch dessen eigene Maxime, eigenes Ideal oder eigenes Gesetz bestimmbar sein muss. Die, in jenem Sinne praktische, Bestimmtheit des Selbst, durch dessen eigene Maxime oder eigenes Ideal lässt sich methodisch als Selbstbestimmtheit oder Autonomie bezeichnen. Weshalb, wie oder auf welche Weise diese Bestimmtheit gegebenenfalls herrscht, spielt keine Rolle. Es ist handlungsphilosophisch lediglich relevant, ob diese Bestimmtheit herrscht oder herrschen kann. Das Gegebene und Maximen oder Ideale. Maximen oder Ideale müssen umsetzbar, verfolgbar oder anstrebbar sein. Jede Intention oder Handlung scheint letzten Endes irgendeiner methodisch formulierbaren Maxime, Präferenz
oder irgendeinem methodisch formulierbaren Ideal zu unterliegen. Dies gilt ebenfalls für pragmatische Handlungen. Beispielsweise dient die Lebensmittelbeschaffung gegebenenfalls dem Nahrungsmittelkonsum, der gegebenenfalls wiederum dem Überleben dient. Sämtliche Intentionen und Handlungen lassen sich anscheinend darauf zurückführen, dass der Akteur, aus welchen Gründen auch immer, bewusst oder unbewusst davon überzeugt ist, dass ein bestimmtes Idealziel, ein bestimmter Verhaltensmaßstab, im Rahmen des eigenen Lebens oder im Rahmen der gegebenen Situation angemessen ist. Diese Angemessenheit ließe sich methodisch beispielsweise, jedoch nicht notwendigerweise, als Gutheit bezeichnen. Die bewusste oder unbewusste Anwendung, Umsetzung, Verwirklichung von explizit formulierten oder unbewussten Idealen oder Präferenzen scheint grundlegende handlungstheoretische Konstituente sämtlicher Intentionen und gezielt ausgeführter Handlungen zu sein. Das Umsetzen, Befolgen, Anstreben bestimmter Maximen, Präferenzen, Ideale erweist sich im Rahmen der Phänomene als möglich und gegeben. Weiterhin zeigt sich phänomenal, dass die Hierarchie und das Gegebensein und damit der handlungstheoretische Einfluss von spezifischen Maximen, Präferenzen, Idealen wandelbar und verliebbar sind. Das Gegebene ist der einzige Anhaltspunkt. Damit sind sämtliche mögliche Maximen oder Ideale dem Gegebenen, das heißt dem Selbst, zugrunde liegend. Solche Maximen oder Ideale können nicht handlungsphilosophisch sinnvoll bedeutungsvoll sein, wenn sie sich nicht unmittelbar an der Struktur der dialektischen Manie, sondern an konkreten, mehr oder weniger arbiträren Phänomenen orientieren. Es spielt keine Rolle, ob eine Maxime oder ein Ideal beispielsweise als Befehl, Bitte, Inspiration oder Vorschlag erachtet wird. Jene Maxime oder jenes Ideal ist nichtsdestotrotz Teil des Gegebenen. Der einzige handlungsphilosophisch sinnvolle Anhaltspunkt ist der nicht arbiträre Teil des Gegebenen. Das heißt die dialektische Manie. Das heißt, dass sämtliche Maxime und Ideale dem Gegebenen zugrunde liegen, jedoch nicht jede Maxime oder jedes Ideal handlungsphilosophisch sinnvoll ist. Es lässt sich methodisch die Bezeichnung Heteronomie einführen. Heteronomie ließe sich als das Befolgen oder Bestreben jener Maxime oder Ideale verstehen, die nicht handlungsphilosophisch sinnvoll sind. Oder Heteronomie ließe sich als das Befolgen oder Bestreben jener Maxime oder Ideale verstehen, die nicht dem Selbst zugrunde liegen. Das heißt, nicht Teil des Gegebenen sind. Dies sind unterschiedliche, miteinander vereinbare semantische Funktionen oder Bedeutungen. In Anbetracht dessen ließe sich beispielsweise von teilweiser und vollständiger Heteronomie oder von Fremdbestimmung und Heteronomie sprechen. Oder es ließen sich beliebige andere Bezeichnungen einführen, die semantisch auf dieselbe Weise verwendet werden. Vollständige Heteronomie bzw. Heteronomie ist unmöglich, teilweise Heteronomie bzw. Fremdbestimmung ist möglich. Deduktion des Selbstgesetzes. Im Folgenden werden handlungsphilosophische Maßstäbe aus der dialektischen Manie abgeleitet. All jene Maximen oder Ideale, die diesen Maßstäben Genüge tun oder diese Bedingungen erfüllen, sind handlungsphilosophisch sinnvoll. Alle anderen Maximen oder Ideale sind es nicht. Jene Maxime oder jenes Ideal, das diese Bedingungen erfüllt und praktische Anwendung findet, lässt sich methodisch als Selbstgesetz bezeichnen. Allgemeingültigkeit. Eine Maxime oder ein Ideal muss sämtliche handlungstheoretischen Fälle, in deren Relevanz, Irrelevanz hinsichtlich jener Maxime oder jenes Ideals bestimmen können, um handlungsphilosophisch vollständig anwendbar zu sein. Falls eine Maxime oder ein Ideal auf jene Weise nicht allgemein anwendbar ist, dann ist jene Maxime oder jenes Ideal handlungstheoretisch und handlungsphilosophisch lückenhaft. Die Abwesenheit von Handlungsphilosophie ist Fremdbestimmung oder nicht handlungsphilosophisch sinnvolles Handeln. Handlungsphilosophische Lückenhaftigkeit bietet unter anderem praktische Nachteile, wie beispielsweise fehlende handlungsphilosophische Orientierung im Leben. Es spielt keine Rolle, welche Anzahl an Fällen für das Selbstgesetz als relevant und welche Anzahl an Fällen für das Selbstgesetz als irrelevant gesetzt wird. Das Selbstgesetz muss lediglich allgemeingültig anwendbar sein. Handlungsphilosophische Irrelevanz bedeutet, dass es in Anbetracht des Selbstgesetzes keine Rolle spielt, wie in jenem konkreten Fall gehandelt, gestrebt wird. Der Fall steht in keinem handlungsphilosophischen Zusammenhang zum Selbstgesetz. Ob es solche Fälle gibt, ist abhängig vom konkreten Inhalt des Selbstgesetzes. In diesen handlungsphilosophisch irrelevanten Fällen kann beliebig gehandelt werden, ohne dem Selbstgesetz Abbruch zu tun. Damit eine Maxime oder ein Ideal allgemein angewendet werden kann,
muss jene Maxime oder jenes Ideal situationsunspezifisch und unspezifisch hinsichtlich konkreter Handlungsweisen sein. Eine konkret handlungsvorgebende oder situationsspezifische Maxime, Ideal, die das sich nach konkreten Phänomenen richtet, ist nicht handlungsphilosophisch sinnvoll. Eine handlungsphilosophische Maxime, Ideal, betrifft die grundsätzliche Orientierung des Strebens, Handelns eines Akteurs, unabhängig von konkret auftretenden Phänomenen. Da eine handlungsphilosophische Maxime, Ideal, im Sinne konkreter Handlungsvorgaben, handlungsunspezifisch ist, ist es handlungsphilosophisch irrelevant, welche konkreten Handlungen ausgeführt angestrebt werden. Relevant ist lediglich, dass mittels jener Handlungen, die das handlungsphilosophische Maxime, Ideal, anscheinend bestmöglich umgesetzt, angestrebt, befolgt wird. Die formale Bedingung des Handelns. Das Gegebene ist das Gegebene. Sämtliche Thesen, die beanspruchen, darüber hinaus Aussagen zu treffen, sind unwissenschaftliche und unphilosophische Spekulationen. Der einzig sinnvolle handlungsphilosophische Anhaltspunkt hinsichtlich des Verhaltens gegenüber einer sinnlich wahrgenommenen Entität ist das Gegebene. Spekulationen über die mögliche Kognition oder über mögliche kognitive Inhalte jener Entität gehören nicht dazu. Kausale, regularitätstheoretische Spekulationen über mögliches anschließendes Verhalten oder Reaktion jener Entität sowie Spekulationen über das Zustandekommen bestimmter Handlungen, Verhaltensweisen, Reaktionen jener Entität gehören ebenfalls nicht dazu. All dies sind keine handlungsphilosophisch sinnvollen Anhaltspunkte. Die inhaltliche Wahl und Beständigkeit des Selbstgesetzes. Handlungsphilosophie orientiert sich an der dialektischen Manie. Die handlungsphilosophisch sinnvolle Revision, Modifikation und oder Einführung einer Maxime eines Ideals geht gemäß der dialektischen Manie, das heißt, so ließe sich formulieren, gemäß der Verknüpfungs- oder Verfahrenslogik der dialektischen Manie vonstatten, nicht willkürlich. Diese Bedingung lässt sich anscheinend durch jene philosophischen Abwägungen, jene Formulierungen und Anwendungen logischer Argumente sowie jene Reflexionen erfüllen, die sich an der dialektischen Manie orientieren. Falls die philosophische Angemessenheit einiger Argumente und Schlussmuster in Anbetracht der dialektischen Manie äquivalent zu sein scheint, kann die Priorisierung eines Arguments oder Schlussmusters hinsichtlich der Revision, Modifikation, Einführung einer Maxime eines Ideals beliebig erfolgen. Die Orientierung der Revision, Modifikation, Einführung eines Ideals einer Maxime an der dialektischen Manie lässt sich methodisch als Autologie, die Bedingtheit des Selbst durch den eigenen Logos, das heißt durch die dialektische Manie, bezeichnen. Praktische Konsequenzen und Exemplifizierungen. Das Spektrum der handlungsphilosophisch relevanten Fälle ist durch den konkreten Inhalt einer Maxime eines Ideals bedingt. Zum Beispiel ist es in Anbetracht eines Selbstgesetzes, dessen Inhalt die psychische Habitualisierung gemäß bestimmter Charaktereigenschaften ist, irrelevant, ob ein Apfel oder eine Orange gegessen wird, solange der Verzehr des Obsts in keinem Zusammenhang zu den erstrebten Charaktereigenschaften steht. Der Verzehr des Obsts stünde gegebenenfalls im Zusammenhang zu den erstrebten Charaktereigenschaften, wenn einerseits der Verzehr von Äpfeln gesellschaftlich geächtet wäre und andererseits die psychische Immunität gegen soziale Ächtung Teil der erstrebten Charaktereigenschaften wäre. In diesem Fall wäre die gezielte Vermeidung des Apfelkonsums, solange der Apfelkonsum aufgrund der Ächtung vermieden wird, handlungsphilosophisch unangemessen, das heißt fremdbestimmt oder heteronom. Konkrete handlungstheoretische Situationen und Handlungen sind nicht notwendigerweise handlungsphilosophisch relevant oder irrelevant. Konkrete, mechanische Handlungen sind nicht notwendigerweise autonom oder heteronom, fremdbestimmt. Abhängig von der Intention und dem Streben des Akteurs kann dieselbe, mechanische Handlung in einem Fall dem Selbstgesetz Genüge tun, in einem anderen Fall mit dem Selbstgesetz konfligieren. Solange eine Maxime, ein Ideal, die formalen handlungsphilosophischen Bedingungen erfüllt, kann sie es ein Selbstgesetz sein. Es ist möglich, dass unterschiedliche autonome Akteure in der praktischen Lebensführung miteinander kollidieren, miteinander harmonieren oder in keinem lebensphilosophisch relevanten Verhältnis zueinander stehen. Der Inhalt, die Inhalte des Selbstgesetzes können einschichtig oder mehrschichtig sein. Es kann sich um einen Wahlspruch, um ein Ideal, um ein bestimmtes Korpus aus verschiedenen Idealen, um eine gesamte
moralphilosophische Konzeption unter epistemischem Vorbehalt oder um was auch immer handeln, solange jener Inhalt die formalen handlungsphilosophischen Bedingungen erfüllen. Fragen und Erörterungen hinsichtlich der konkreten Inhalte des Selbstgesetzes, deren Verhältnis zu anderen Inhalten sowie deren Umsetzung lassen sich methodisch als Lebensphilosophie bezeichnen. Praktische Umsetzung des Selbstgesetzes lässt sich methodisch als Lebenskunst, Lebensstil bezeichnen. Lebensphilosophie und Lebenskunst sind nur insofern handlungsphilosophisch relevant, als dass sie die formalen handlungsphilosophischen Bedingungen erfüllen. Darüber hinaus sind Lebensphilosophie und Lebenskunst handlungsphilosophisch irrelevant, obgleich sie gegebenenfalls für den Akteur persönlich als sehr relevant erachtet werden und hinsichtlich seiner Lebensführung sehr relevant sind. Die praktische Wahrung und fortwährende praktische Umsetzung des Selbstgesetzes lässt sich methodisch als Authentizität bezeichnen. Der Authentizität scheint es sehr zuträglich zu sein, bestimmte Verhaltensweisen zu habitualisieren und charakterlich zu verfestigen, um die Umsetzung des Selbstgesetzes zu erleichtern oder zu optimieren. Fragen und Erörterungen dieser Art gehören jedoch bereits zur Sphäre der Lebensphilosophie.